So, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So, willkommen, willkommen. Hallo, hallo. Ich muss hier noch kurz ein paar Sachen einstellen. Ein bisschen Stimme frei machen. So. Hallo, hallo. So, Moment mal. Es hat sich ein bisschen alles verzögert, aber ich sehe schon, der Bot funktioniert wieder nicht. Ich habe den Bot gewechselt zum Streamlabs-Bot, aber der geht auch nicht. Jap, jap. Der geht natürlich auch nicht. Von daher so, wie sieht's aus? Man kann ein bisschen so. So besser. Was? Der Bot ist da, das gibt's doch gar nicht. No way. Was passiert denn dann, wenn man Ping eingibt? Gar nichts, okay. Bot? Warum hat er so eine Verzögerung? Das ist ja unfassbar. Abend, Abend. Ich begrüße euch gleich alle einen Moment. Ah, da, okay. Der hat eine Verzögerung einfach. Okay. So, das habe ich offen. Das habe ich offen. Das habe ich offen. Streamlabs. Boah, wenn der Bot funktioniert, das wäre es doch, Mann. Das wäre es doch. So, Leute. Mal gucken. CPU 33, GPU 16. Internet frisst er mir 10.000. Okay. Und ansonsten sehe ich ja alles, oder? Ich hoffe es. Also, Leute, herzlich willkommen. Ach ne, OBS sehe ich nicht so. Herzlich willkommen, Leute. Einmal mit einem Like starten wir ins Video. Das wäre super, super nice. Ich meine den Livestream. Wenn ihr ein Like geben könntet, das wäre super nice. Schiebt den Stream nämlich ein bisschen durch. So, und dann vielen Dank für die Likes. So, und dann herzlich willkommen an Christian Kinner. Christian Kinner, VGames Steff. Hallo. Du hast heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Vielleicht mache ich ja den Stream extra für dich. So, die Steffi und dann Tuan und Julian. Herzlich willkommen. Victor, Abigail Beate ist natürlich da. Der etwas Veganisches ist natürlich da. Sag mal, etwas Veganisches, willst du Moderator sein? Muss mal kurz in den Chat sagen. Ich weiß nicht, vielleicht willst du ja gar nicht. Aber wenn du willst natürlich, ne, du bist ja höchstes Mitglied. Deswegen hast du diese Auswahl. Musst du kurz Bescheid sagen. Ja, gerne, okay. Okay, Moderator hinzufügen. Und du bist Moderator. So, du verlierst aber dadurch deine grüne Farbe, soweit ich weiß. So, Viktor, Flüger, hallo, genau, da waren wir. Mike Sad, Schreggy Vlogs und Mandy Tirian natürlich. Liv Vegan Sommer, Tau, hallo. Dann Lichtblick, hallo, was geht? Streamlabs natürlich, herzlich willkommen. Ja, ja, du bist schon da, ich sehe es schon. Eugen natürlich, der Namensvetter. Oh nein, schon wieder. Warum macht er das? Warum hat er dieses, warum sieht das Emote so anders aus? Das sieht so aus, als wäre es erschrocken oder so. Oh, geändert. So, werde jetzt Mitglied, genau. Ich mache auch für jedes Mitglied schwere Liegestütze, das heißt mit erhöhter Beinstellung. 10 Stück für jedes Mitglied und für jedes Upgrade auch. Tim, Timilio Official natürlich, herzlich willkommen. Und ja, also ihr wolltet, dass ich 60 Zuschauer, okay, warte mal. Ah, ich brauche einen dritten Bildschirm. Ich kann nicht alles sehen. So, was ich sagen wollte, genau.
Ungewollte Tierwissen. Ja, ich weiß nicht, was ist mit diesem Video von Kurz gesagt? Ich habe da mehrere Kommentare, sehr, sehr viele Kommentare, wahrscheinlich 100 Stück sind da von Unge. Also nicht von Unge, sondern dass seine Zuschauer dort etwas schreiben. Die schreiben dann, ja, Milch ist Gift, Unge, Unge, alles voll mit Unge. Und woher kommt das? Ich habe nachgeguckt, ich konnte weder auf seinem Twitter noch auf seinem YouTube-Kanal etwas finden. Ich dachte schon, der hat vielleicht ein Video dazu gemacht, das wäre ultra krass, aber hat er leider nicht. Deswegen weiß jemand von euch, Lisa Koffler, hallo, hallo. Ich hätte am Dienstag Geburtstag. Ja, ich habe ja auch bald Geburtstag, am 2.2. Naturbursche, hallo. Und ich weiß nicht, wo diese Sache mit Unge herkommt. Also, mich würde es natürlich krass freuen, wenn er irgendwas dazu gesagt hätte, aber ich konnte nichts finden. Also, stellt euch vor, der hätte ein Video dazu gemacht. Vielleicht wäre das das Milch ist Gift Video Teil 2 oder so. Niki Lorf, hallo. Thomas B. Munich, hallo. Munich heißt München, glaube ich, oder? Von daher, deswegen, ja, vielleicht ist ja Unge hier, vielleicht will er ja etwas dazu sagen. Google, Upgrade auf mächtiger Nago durchgeführt. Julian, vielen, vielen Dank für dein Upgrade und ja, somit können wir das einmal switchen. Obwohl, lassen wir das lieber, weil du bist ja kein neues Mitglied, du hast nur ein Upgrade gemacht. Hast du noch Kontakt zu Unge? Also der ist bei mir im Discord, ja. Ich kann ihn anschreiben, so gesagt. Aber ich will ihn eher nicht stören, weil wir sind eigentlich im Guten auseinandergegangen, ich und Unge, nachdem wir uns privat unterhalten haben, aber ja, wegen dieser ganzen Sache, dass er das alles damals dahingeschmissen hat, ist natürlich unschön, sehr, sehr unschön. Zehn Liegestütze mit erhöhter Beinstellung, extra schwer. Kann man mich sehen? Hier, die Füße sind auf dem Bett, ja, so sind sie auf dem Boden und so sind sie auf dem Bett. Die sind extra erschwert. Das könnte natürlich ein sehr, sehr schwieriger Stream für mich werden. Sehr anstrengend. Oh, ich fühle schon, ne? Ich fühle schon Body. 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 Body, Body. Oh ja, die Brust schreit schon langsam an. Kommt, kommt. Vielen, vielen Dank, Julian. Genau. Was ich aber machen kann. So. So. 10 Stück gemacht. Wir können ja zusammen zählen, wie viel ich schaffe. Das war ganz cool. Könnt ihr mich auch fit halten und das sind auch perfekte Liegestütze, also komplett durchstrecken, mit der Nase Boden berühren und dann auch noch erhöhte Beinstellung. Also okay, es sind hier schon so einige Kommentare zusammengekommen. Was ist Sango? Das ist das hier. Das ist, was das Wasser so trüb macht. Oh, hier. Das ist ein weißes Pulver. Weißes Pulver, So, was für eine. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Schaffen wir die 30 Likes, Leute? Glaubt ihr, ich krieg für die 10 Liegestütze schon mal 3 Likes? Das wäre super gut. Ups. So, vielen, vielen Dank.
So, also, genau, da war das Upgrade. Hi Google. Google ist da. Herzlich willkommen. Hier, was ich noch vorher sagen wollte. Oh, 32, danke. Was ich noch vorher sagen sollte, vielleicht schaffen wir die 100 Liegestütze. Das wär's. Also, es gibt auch für jedes Upgrade ein Set Liegestütze, also 10 Stück. Und zwar, das Geile finde ich jetzt auch, man sieht die Upgrades. Ne, das gab es ja vorher nicht. Jetzt sieht man sogar die Upgrades. Das ist ziemlich cool. Und ich glaube, man wird auch, wenn jemand Mitglied wird, sieht man auch, was für ein Mitglied er wird, also welche Stufe. Und die Sache mit Oliver Janich, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Anti-Vegan-Videos natürlich. Mir haben Leute gesagt, der weiß von meinen Videos. Aber der löscht wohl alle Kommentare, die irgendwie, wer mich erwähnt, der Kommentar wird direkt entfernt. Aus welchen Gründen auch immer. Hier aus diesem hier, glaube ich. Aus diesem hier. Ne, ich bin ja Illuminat confirmed. Ich habe als. Ihr könnt das auch, ne? Alle Mitglieder können das in den Chat schreiben. Deswegen, ne, wir sind ja alle Illuminaten hier, deswegen mit denen will er nichts zu tun haben. Das ist ja. Die wollen die Weltherrschaft an sich reißen. So. Und deswegen Oliver Janich, vielleicht da kommen die Oliver Janichs, da die, ich meine die Oliver Janichs, die Illuminaten. So, warte. Oliver Janich, bist du hier? Teilnehmerliste? Oh ja, du bist ja hier, Oliver Janich. Ja, kannst du auch irgendwas sagen. Du kannst mich ja widerlegen. Das wäre doch mal was. Das Problem natürlich mit der Sache mit Olli will reden. Und der will aber nicht mit Leuten reden, die ihn platt machen würden, deswegen will er mit mir natürlich nicht reden. Die Sache ist natürlich auch die, es wäre ja extrem unfair, wenn ich mit ihm reden würde, weil das ist ja, ne, versteht ihr? Der hat ja keine Ahnung von dem Thema und ich habe ja sehr, sehr viel Ahnung von dem Thema, deswegen wäre es einfach nur unfair, wenn es diese Debatte geben würde, aber ja, es wäre mega unfair, aber ja, und dann sollte er vielleicht das zurücknehmen, was er gesagt hat. So. Also, deswegen, Oliver Jahn, ich bin gespannt. Vielleicht sagst du ja auch mal irgendwas. Widerlegst mal meine Studien. Hat wahrscheinlich noch nie im Leben eine Studie gelesen, aber ist gegen Veganismus. Ja, ergibt null Sinn, aber okay. Okay. So. Wo bin ich stehen geblieben? Ich muss noch ein bisschen hochscrollen. Hast du noch Kontakt zu Unge? Habe ich geantwortet. Hat er denn. Hat er dann auch in den Streams. Was? Herzlichen Glückwunsch nachträglich, alles Liebe, genau. Herzlichen Glückwunsch an die Steffi. Hi, was ist in dem Glas drin? Sango-Korallenpulver. Genau. Munich ist München. Ja, alle mitmachen, Leute. Du hast Kontakt mit Unge. Yes. Das mit Janich ist. Der hat mal Videos gemacht, der Unge. Milch ist Gift-Videos. Und da hat er mindestens in dem Öl-Video hat er mich auch erwähnt und hat auch meinen Kanal verlinkt und meine Videos verlinkt. Aber der hat ja alles wieder rausgenommen, das ist das Problem. Ansonsten, ja, hätte sich ganz schön was getan auf der Welt, vor allem auch in Deutschland. Ja, wenn er das Ding durchgezogen hätte, hat er aber nicht. Hat er nicht. Leider, leider nicht. Vielleicht ist Unge ja hier. Kannst ja auch etwas sagen, wenn du hier bist. Live aus Madeira. So. So, geil, die Änderung ist direkt durchgeführt worden. Das ist sehr nice. So, 100 Zuschauer, let's go. So, das mit Janich ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, der ist ein Anti-Veganer, der Janich. Der sagt, veganes NWO. Und wenn die NWO gewinnt und uns alle halt übernimmt und uns alle kontrolliert, dann müssen wir alle Veganer werden. Ja. Also die will die Menschen so alt wie möglich machen, also, ne, damit wir so gesund und alt werden, wie es nur geht. Finde ich ganz gut. Also hört sich ganz gut an eigentlich. Wow, Kuli, also auch mal ein Skorpion, das erklärt einiges. Das mit Janis. Jetzt Proteinshake nicht vergessen für den Muskelwachstum. Ja, unbedingt.
Unbedingt. Ah ja, Leute, was ich euch fragen wollte. Ganz, ganz wichtig. Was ist es, die Steffi überhaupt noch da? Ich sehe sie gar nicht. Was ich fragen wollte, falls ich an Silvester einen Stream mache, und zwar einen ziemlich großen Stream, also vielleicht sagen wir mal 6 Stunden Stream, was soll ich da machen? Weil ich feiere ja Silvester nicht, ja, ist mir sowas von egal, ich feiere allgemein gar nichts, nicht mal meinen eigenen Geburtstag. Ich halte nichts von gesellschaftlichen auferlegten Normen, du musst das und das an diesem und diesem Tag machen. Ne? So, von sowas halte ich nichts, deswegen feiere ich sowas auch nicht. Falls ich einen Stream mache, was soll ich machen? Also 6 Stunden lang Q&A, das wäre ein bisschen nicht so gut, glaube ich, oder? Was würdet ihr vorschlagen, was ich machen soll? Eigentlich das Einzige, was mir einfällt, ist, ein Spiel zu spielen, vielleicht Serious Sam. Aber ich habe keine Grafikkarte, ich müsste mir dann eine Grafikkarte holen. Ich habe auch schon eine im Auge. Eine fette mit 3 Lüftern. Und ja, was soll ich machen, wenn ich an Silvester einen Stream mache? Ich weiß ungefähr, also von der Uhrzeit sage ich euch mal, das würde ungefähr gehen, vielleicht von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts. Ungefähr sowas. Kochen. Live kochen. Puh. Live kochen. Nein, das geht gar nicht. Also, wie soll ich. Geht ja nicht. Die Kamera ist ja fest. Also. Kochen. Ja, kochen ist cool, aber 6 Stunden lang kochen. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da kochen? Ja, erzähl mal. Kochen. Ja, das geht nicht. Was haltet ihr davon, so ein Computerspiel spielen? Und nebenbei natürlich Fragen beantworten und so. Hat da jemand eine Idee, was man sonst machen könnte? Ich habe auch überlegt, 24 Stunden tanzen, genau. Das wird aber Carbs verbrennen, das sage ich dir. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen extremen Heißhunger auf Kohlenhydrate wie nach der Diskothek einmal, wo ich wirklich wahrscheinlich 3 Stunden am Stück durchgetanzt habe und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich mich aufs Bett gelegt mit einer Banane, habe die Banane geschält und habe da reingebissen, ne, und ich hatte so einen Glückshormonausstoß, ne, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich habe mich da leer getanzt, ne, ich hatte wahrscheinlich keinen einzigen Gramm Kohlenhydrate mehr im Körper, ich war schon in Ketose, als ich aus der Disco nach Hause gefahren bin. Und da habe ich mir eine Banane gegeben und dann boom, war so eine Geschmacksexplosion. Ich habe auch noch nie im Leben so intensiv eine Banane geschmeckt. Das war richtig Ketose-Style. Das kannst du mir glauben. Das eine, genau, das andere hab ich mir überlegt, einen Film gucken. Das ist das Problem natürlich rechtlich nicht erlaubt. Aber was ist, wenn ich mir auf YouTube einen Film kaufe? Das ist ja genau wie bei Amazon. Du kannst ja hier Filme kaufen und dann habe ich wahrscheinlich die Rechte dazu, ne? Aber auch einen Film gucken. Ich weiß nicht. Also einen Film gucken finde ich auch ein bisschen komisch so. Vor allem, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe und dann weiß ich nicht, was da so drin vorkommt und dann, I don't know. Also Computerspielen, also ein Computerspiel zocken, nebenbei Fragen beantworten, halte ich so für das eigentlich für das Einzige, was man machen kann. Oder halt ein FAQ 6 Stunden lang, aber Steffi ist ja doch da. Und ansonsten weiß ich nicht, was man da sonst machen könnte. Habt ihr auch keine Ahnung. Ja, kochen wäre ich nicht gekommen, tanzen auch nicht, okay. Zocken oder live kochen, ja. Ja. Vielleicht Videos live angucken. Auf Videos reagieren. Ja, das ist wieder alles. Das Problem sind immer diese Rechtsfragen. Was ist, darf ich das? Ich muss bei jedem Video wissen, ob ich das gucken darf. Das ist das Problem. Und ansonsten guckst du ein Video und dann strikt dich der Typ, der das Video gemacht hat. Das ist das Problem. Ja, es ist alles wegen diesen Rechtssachen. Man gäbe es diese ganzen Rechtssachen nicht, diesen ganzen unfassbaren Nonsens mit den Rechtsgeschichten, dann würde ich hier erstens die allerdickste Musik spielen. Ja, richtig geil. Wir würden Jazz hören zum Beispiel. Oder House-Musik.
Und wir könnten Filme gucken, ja, alles die allergeilsten Filme könnten wir gucken, alles, aber es geht alles nicht. Herzreisen, vegan und roh, hi. Lang nicht mehr gesehen, also im Livestream warst du, glaube ich, noch nicht so oft. Hallo, hallo, Sonja. Die gute Sonja. So, ja, was habt ihr geschrieben? Keine Ahnung, ich stehe in tausend Sachen, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich scroll mal ein bisschen nach oben. Ich verkaufe aktuell eine GTX 1070 Interesse. No, no, no. Ich kaufe mir meine eigenen Danke für das Angebot. Oder wir schauen zusammen einen Film. Genau. Deine Meinung zu Vegetariern? Ja. Schlimmer als Fleischesser ist meine Meinung. Ja. Weil ich sehe Fleischesser immer, das Tier wird geboren, das Tier wird gezüchtet und das Tier wird getötet. Okay. Das ist ein Fleischesser, ein Vegetarier. Das Tier wird geboren, das Tier wird geschändet, das Tier wird getötet. Aber was ist schlimmer? Und ja, Vegetarier. Ha! Vegan Steffi. Vielen, vielen Dank. Vegan Steffi will mich durchtrainieren an ihrem Geburtstag, wie es aussieht. Vielen Dank für die Mitgliedschaft, Steffi. Gut, dass du wieder dabei bist. Für dich gibt es natürlich 10 schwere Liegestütze mit erhöhter Beinstellung. Vielen, vielen Dank. Okay. Okay, und schön saubere, perfekte. Habt ihr den Sprung gesehen? Das ist Lichtblick Lifestyle. Das war so ein Charlie Chaplin-Sprung. Vielen Dank, Steffi. Oh ja, warte mal, ich muss dich eintragen. So. Wie gehen's? Ja, ich sehe meine Tastatur nicht. Wie gehen's, Steff? So. Sieht man? Genau. So. Ist in Ordnung so. Ah, jetzt habe ich diesen Dings vergessen. Tralivali, Tralilalilalila. Tralila, hopsasa. 20 Liegestütze gemacht. 20 perfekte Liegestütze. Let's go. Ich spüre immer den Pump. Wahrscheinlich wegen den Kohlenhydraten. Ich spüre den Pump in der Brust immer direkt. Ja, wäre es jetzt warm, dann könnte ich hier ein bisschen im T-Shirt posen, so in einem hautengen T-Shirt, aber. Wie geht's, Steffi? Feierst du heute eigentlich oder machst du irgendwas, Steffi? Feierst du Geburtstag, so? Also Geburtstagsparty oder sowas? Und da lässt es auch ruhig angehen. Ja, wo waren wir? Mach mal eine Roomtour. Geht auch nicht. Wie soll ich das machen? Also mit einem Handy. Aber du meinst, du sprichst vom Livestream, ja? Hier, ich sag nochmal Hallo an die neuen Zuschauer hier. Sind ja jetzt neue dazugekommen. Bakatur, N7, Vichy, Wichmann, hallo, Katja, Marcel. Wen haben wir hier noch? Sonja, genau. 8, Bitfish, Naturbursche, Nadima, Coffee Del Mar, Argets und Kiff. Kitzfe und Marcel Wolli, Wohlstandsmüll. Ja, du hast dann leider trotzdem nicht erreicht, den Film zu streamen. Ja, ich sag ja, dieser ganze, und das schneidet mir irgendwie so ein bisschen den Kopf ab. Ja? Dieser ganze Problem mit den Rechtssachen. Walter White, Live Vegan. Wen haben wir noch? Vision. Isabel Avocado, Streamlabs. Oh ja, gib einen Daumen hoch, das wäre super nice. Vielleicht schaffen wir die 40 Likes, das wäre echt toll. 37, ja, noch 3. Wer hat noch einen Daumen hoch übrig? 38. Let's go. So, Streamlabs, genau. So, Vegan Steff hat geschrieben, Lichtblick, nein, ich feiere nicht, ich nehme mein Geburtstag nicht so ernst, stehe nicht gerne im Mittelpunkt, aber mit Corinna, Tim und nicht gerne im Mittelpunkt, aber mit Corinna, Tim und Philipp und meinem Vater.
Also feierst du ihn jetzt oder nicht? Habe ich das nicht verstanden? Du sagst, du feierst ihn nicht, aber du feierst ihn mit Corinna, Tim und Philipp? Nicht sicher. Nicht sicher. Bin ein bisschen verwirrt gerade. So, Undercard darf ich eigentlich nicht sein. Ich habe gerade 4 Brötchenhälften gegessen. 2 mit Aprikosenmarmelade, 2 mit Erdbeermarmelade und dann noch ein Fladenbrot. Dünnes türkisches Fladenbrot mit Feigenmarmelade, die ich noch nie gesehen habe, die mega lecker ist. Mit richtig chunky Stücken drin. Und 2 Bananen. Das habe ich gerade gegessen. Vor einer Stunde etwa. Boah, der Bot funktioniert. Ich fasse es nicht, Mann. Ich fasse es nicht. Er hat sich doch gelohnt. Ja, aber am Anfang hat er auch nicht funktioniert. Naja, meinst du, Karies ist heilbar? Ich denke schon. Ich denke, es ist. Man kann es rückgängig machen. Das geht zwar ziemlich langsam wahrscheinlich, aber. Ja, wenn man die Säure aus der Ernährung rauslässt und keine Tierprodukte isst, ne? Nicht diese falsche Besiedlung im Mund hat durch die ganzen Kadaverbakterien. Ne? Kennst du ein Kadaverin? Das gibt es wirklich, ja? Kannst du bei Wikipedia eingeben. Das ist ein Leichengift, das entsteht dadurch, dass du Tierprodukte isst. Ach so, die kommen also zu dir oder ihr trefft euch und dann sitzt ihr einfach ein bisschen. Ja, das ist ja aber eigentlich ein bisschen so feiern. Ne? Aber du bist so wie ich, ja? Du gehst das ganz locker an, nicht hier Halle mieten, Party, 100 Leute, Halligalli, ja, ist auch überhaupt nicht meins. Ich werde höchstwahrscheinlich am Geburtstag streamen, wenn es klappt, und zwar einen dicken Geburtstagsstream machen. Also die nächsten 2 Streams, die geplant sind, ist Silvester und mein Geburtstag. Genau, so, warte mal, da waren 100 Sachen, die ich noch nicht. Eine Strip-Show. Ich weiß nicht, Naturbursche. Strip-Show? Nee. Dafür habe ich nicht den Buddy. Aber vielleicht, wenn ich heute 100 Liegestütze mache, habe ich vielleicht den Buddy dafür. nee, okay. Wow, ich wollte 40 Liegestütze. 40 Liegestütze. 40 Likes haben wir, haben 47. Das ging aber gut. So, der Moderator. Ich muss mal ein bisschen mehr hier von dem echt veganisch lesen. Weil der ist hier Ehrenmitglied auf meinem Kanal. Ich lese mal jetzt alle Kommentare von ihm. Okay, Illuminati hast du eingegeben. Finde ich sehr, sehr gut. Absolutes Top-Emote. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen Illuminati-Style macht. Und dann hat er noch geschrieben, zocken oder live kochen, genau. Und dann vielleicht Videos live, ja. Das hat mir glaubt schon, dass du es darfst. Ungemacht ist ja auch so. Nee, Unge, bei dem ist das ein bisschen anders. Das liegt an seiner Größe. Der hat auch seine Videos nicht monetarisiert, ja, weil der fremde Inhalte zeigt und die Hälfte der Einnahmen fließt an den er dort im Video zeigt. Ist bei mir übrigens auch so, wenn ich anderen Content zeige. Was hast du heute alles gegessen, habe ich gerade erzählt. Ich feiere nicht gerne, okay. Ich feiere eigentlich gerne, aber ich feiere nicht irgendwelche Sachen, die von der Gesellschaft erfunden sind. Die feiere ich nicht gerne. Ja, vor Geburtstag ist jetzt nicht von der Gesellschaft erfunden, aber jedes andere Fest. Geburtstag ist einfach, ja. Da sagt man einem auch, du musst am Geburtstag das und das machen. Nein, musst du nicht. Du musst einen Scheißdreck machen. Du musst gar nichts außer sterben. Das ist der Punkt. Danke für die ganzen Likes. Wow, 51 schon. Heiliger. Jetzt geht's aber los hier. Zuschauerzahlen steigen. Hier ist alles. Ah ja, warte, das ist ja so interessant. Das wollte ich gucken, genau. So. Der zeigt das hier an. Okay, was ist mit Analytics? Das zeigt mir verschiedene Sachen an. Super Chat hat noch keiner geschrieben. YouTube Members. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Also ich halte mich dann doch lieber an YouTube. Warte mal, kann ich hier. Ach, es hat noch keiner im Superchat geschrieben. So, okay, alles in Ordnung.
CPU-Auslastung 33%, Arbeitsspeicher 38%, GPU 16%. Okay. Okay. So, was denkst du über die 16-8-Diät? Kannst du die näher erklären? Was ist die 16-8-Diät? Hört sich nach Intervallfasten an. So, genau. Kennst du Kratom? No, musst du mir auch erklären, was das ist. Dann kann ich dir sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das eine Diät oder ist das was zu essen? Corinna und Tim kommen heute. Meine veganen besten Freunde, ja. Die hast du durch mich kennengelernt, glaube ich, oder? Es gab ja schon das Lichtblick, Freundestreffen ohne mich. Also ich habe schon ziemlich viele Leute zusammengeführt, ja. Bettina, Vogel, alle. Wo ist die Bettina eigentlich? Bettina nicht auf dem Stream, das ist echt schade. So, ja, geht's ja gut zu. Wo waren wir? Was meinst du zum Thema Omega-3? Omega-3 ist völlig irrelevant. Einfach leben, heißt die Devise, was diese ganzen Fettsäuren angeht. Es gab noch nie ein Problem damit und deswegen ist das absolut irrelevant. Das ist ein Distractor. Das ist etwas, was dich distractet. Nichts weiter. Genauso wie, was ist mit Protein? Ja, das ist eine Distraction, eine Ablenkung. Um dich, ja, damit du dich damit beschäftigst und ne, deine Zeit damit verschwendest. Mit so einem Nonsens. Sobald Leute zu dir kommen, die Omega-3-Mangel haben, ich rede von Mangel, nicht schlechter Verhältnis, bla bla bla, sondern ein Mangel, dann reden wir weiter. Redet niemals über Sachen, die nicht existieren. Wenn Menschen zu dir kommen, mit einem Schreiben auf der Hand vom Arzt, ich habe einen Proteinmangel, dann mach dir Sorgen über Protein und nicht vorher. Okay, wenn Menschen Krebs kriegen und du kennst diese Menschen privat, nicht im Internet erzählt das jemand oder privat, sagt, dass er Krebs gekriegt hat oder deine, irgendwer, okay, dann solltest du dich vielleicht damit beschäftigen, weil es das gibt. Also beschäftige dich mit dem, was es gibt im realen Leben. Das wird dir sehr, sehr viele Probleme ersparen. Mach dicke Arme. Willkommen Unsterblicher. Ja, mach dicke Arme. Vielen, vielen Dank natürlich. Aber ja, du kündigst immer die Mitgliedschaften. Oh, was geht denn hier ab? Du brauchst einen veganen Döner. Guckt euch den mal an. Ja, mach dicke Arme. Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Aber kannst du mir versprechen, dass du nicht morgen die Mitgliedschaft kündigst? Du hast jetzt, ich weiß nicht, wie oft schon die Mitgliedschaft gekündigt. Ja. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Sag mal bitte was dazu. Ja, du wirst immer Mitglied und dann nächsten Tag bist du und kündigst du die Mitgliedschaft wieder. Das mache ich immer. Was meinst du damit? Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann kündigst du nicht deine Mitgliedschaft. Ich weiß, ich kriege mehr Geld, wenn du deine Mitgliedschaft kündigst. Ich weiß. Jedes Mal, wenn du Mitglied wirst, kriege ich den vollen Betrag. Aber ich will das nicht. Ich will, dass du Mitglied bleibst. Anstatt dreimal im Monat Mitglied zu werden, mir so gesagt dreimal die 50 Euro Mitgliedschaft zu schenken. Ja, nee. Das gefällt mir gar nicht. Einfach nicht Mitglied werden, also nicht kündigen Mitglied werden, kündigen Mitglied werden. Wenn du kein PayPal hast, bei PayPal kriege ich immer den vollen Betrag. Anstatt, ne, du kannst mir, anstatt dass YouTube hier von dem Betrag sich das Geld einen ordentlichen Batzen abknöpft, kannst du bei PayPal senden. Wenn du PayPal nicht hast, ja, und das sieht so aus, als hättest du kein PayPal, deswegen einfach Mitglied bleiben. Bitte, bitte. Also wenn du Mitgliedschaft, wenn du mir jetzt versprichst, dass du die Mitgliedschaft nicht kündigst, dann kriegst du die Liegestütze und alles. Versprech mir das. Doch, habe ich. Hast du was? Für die nächsten 10 Liegestütze kündige ich auch ganz schnell und schließe neu ab. Ja, ganz genau, das geht ja nicht. Das meine ich ja. Nicht kündigen, Leute. Ja, ich kriege mehr Geld. Ich kriege halt das Doppelte wie normale Mitgliedschaft, aber lass es sein. Einfach nicht kündigen. Kündigen ist immer für mich ein Zeichen. Okay. Ja. Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Okay. So. Kratom ist eine Pflanze, die irgendwie voll gesund sein soll. Ja, das alle Pflanzen sind voll gesund und das hört sich für mich wieder danach an, als hätte jemand irgendetwas neu erfunden. Oh, ich sehe gerade, wenn Streamlabs dich einmal bannt, wegen zum Beispiel zu viele Caps, dann löschen sich alle deine Kommentare, Gott im Himmel. Obwohl ich glaube, nee, bei mir passiert das nicht. Bakatur, willkommen bei Lichtblick Vollmitglied. Ein neues Vollmitglied, Bakatur. Vielen, vielen Dank. Einmal Begrüßung in den Chat. Oh, neues Mitglied. Oh, begrüßt ihn einmal bitte. Ah, neues Mitglied. Schau, guck dir das an. Da fliegen mir glatt die Funken aus dem Hintern. Ah, oh. Wow. Yeah, Bakatur N7, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Und mach dicke Arme, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Und es kommen, ich habe schon 20 gemacht, nochmal 10. Schwere Liegestütze, erhöhte Beinstellung. Perfekt ausgeführt. Let's do it, please. Vielen, vielen Dank. Es gibt auch für jedes Upgrade 10 Liegestütze. So, Bakatur, neues Ehrenmitglied. Direkt mal eintragen. Wie gehen Steff? Zack. Gemachte Liegestütze. Ich sehe die Tastatur nicht. Boom. So, 30 Liegestütze. Junge, Junge. So viele Liegestütze habe ich noch nie im Leben gemacht. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe ein Video gemacht, da habe ich 52 gemacht, aber nicht perfekte, sondern so ganz normale. So, vielen Dank, Bakatur. Nice, neues Mitglied. Ein Daumen hoch wäre super nice von euch, Leute. Wenn euch der Stream gefällt, gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Heute ist ein schöner Tag, schöner Stream, schön entspannt. Danke, da kommen die Likes rein. So, genau. Wir haben noch einen Moderator, aber der ist nicht da. Das ist der Philipp. Philipp, nicht da. Ist wieder am Joggen oder was? Ich möchte auch 10 Liegestütze. Ja. Du kannst ein Upgrade machen. Dann kriegst du 10 Liegestütze. Ne? So, Books in Vegan. Hey, Books in. Was geht? Was geht? Bist du eigentlich hier Walter White? Bist du der echte Walter White? Bist du der echte? Du siehst so echt aus. Auch Profilbild und so. Krass. Warum genau ist Honig eigentlich schlecht für die Gesundheit? Ich bin krass süchtig nach Honig. Erstens, Honig ist nicht vegan. Zweitens, sollte man den Honig den Bienen überlassen. Drittens, es ist Bienenkotze. Die kotzen den Honig aus. Und da sind schädliche Stoffe drin, auch wenn die Blüten, von den Blüten den Honig sammeln. Die sammeln den auch von giftigen Pflanzen. Da können sich also Gifte sammeln. Und Honig ist nicht gut. Nimm irgendwas anderes, veganes. So. Ne? Agavendicksaft oder Ahornsirup, solche Sachen. So, was machst du eigentlich damit? Zum Süßen oder was zum Süßen? Ja, benutzt alles mögliche. Reissirup, Vollrohrzucker, Rohrzucker, weißen Zucker. Vorgestern oder was habe ich in meine Haferflocken 2 gehäufte Esslöffel weißen Zucker drauf getan. Das war zu viel. Puh, so ein gehäufter Esslöffel, das ist 15 Gramm. Also habe ich 30 Gramm Zucker da drauf getan. Das war so extrem süß. Einer hätte es auch getan. So, ich bin unsportlich, es hält 30 Liegestütze, schon super. Jupp, 30 Stück. Richtig nice. Ich hoffe ja, wir kriegen noch die 100 zusammen. Das wäre echt nice. So.
Ja, Lichtblick, ich bin's, Heisenberg. Really? Krass. Wie heißt dein Freund nochmal, dieser andere Kumpel da? Dieser jüngere Typ. Dein Kumpan, mit dem du da dein Zeug braust in dem Wohnwagen. Oder in dem. Irgendwann war es ein Wohnwagen, irgendwann war es so ein leerstehendes Haus. Hä? Schön mit Planken abdecken und so tun, als würden da irgendwelche Reparaturen stattfinden, die nicht stattgefunden haben. Du hast da Sachen gebraut. Ich habe dich beobachtet, mein Freund. Malika Lin, Upgrade auf mächtiger Nago. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Du willst aus mir auch Body machen, hä? Damit ich nächstes Jahr Body bin, ne? 10 perfekte Liegestütze, schwere Liegestütze, erhöhte Position. Erhöhte Position, das wäre normal. Und ich mache erhöht. Je höher, desto schwieriger ist das. So sieht es nämlich aus, Leute. Genau so sieht es aus und nicht anders. So und nicht anders, mein Freund. Hier, Moderator. Guck mal, kannst du das freigeben? So. Ist der Moderator da? Hallo, hallo. 40 Liegestütze. Moderator, ja, danke. 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 Malika Lin, vielen Dank für dein Upgrade. Vielen, vielen Dank. Herzchen geht an dich. Herzchen geht an dich höchstpersönlich. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank, dass du den Veganismus unterstützt. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Wenn du mal einen raushauen möchtest, dann mache ich mal 50 auf einmal. Ich kann auch 50 auf einmal. Zwar nicht solche schwere Liegestütze mit erhöhter Position, aber ja. Normale Solarifari-Liegestütze, ja, schaffe ich auch. 50, 52 schaffe ich schon. Was passiert mit der überschüssigen Energie an Fruchtzucker aus Früchten? Du kannst keine überschüssige Energie aus Früchten kriegen. Wie willst du das machen? Das geht nicht. Das geht nicht. Thermogenese, genau. Wenn du zu viel Zucker isst, sagen wir, du würdest eine synthetische Ernährung essen aus nur weißem Zucker und du verbrennst 1500 am Tag, nimmst 2500 zu dir in Form von weißem Zucker, nur weißer Zucker, dann steigt deine Thermogenese und du wirst garantiert auch ein bisschen Fett aufbauen. Ein paar Gramm. 1, 2, 3 Gramm von den 1000 überschüssigen Zuckerkalorien. Aber dir wird warm werden und du wirst Lust haben auf Sport und du wirst richtig Bewegungsdrang kriegen. Weil der Körper will damit alles machen, nur nicht in Fett einlagern. Weil er ins Fett einlagern, ja, das ist extrem ineffizient, extrem fürchterlichst ineffizient für den Körper. Und Moderator ist der Motta. Und auf jeden Fall, oh, das ist interessant. Und das ist jetzt interessant, was macht der Moderator? So, und wo war ich stehen geblieben? Ja, jetzt hat er mich voll distracted, leider. Wo bin ich stehen geblieben? Ich hoffe, ich war fertig mit meinem Satz. Ja, so, jetzt ist die große Frage, du hast ihn jetzt ausgeblendet. Gucken wir mal, ja, du hast ihn nicht blockiert. Solche Nachrichten immer. Ich übernehme das jetzt für dich. Aber du musst auf Nutzer ausblenden gehen, nicht blockieren. Ja, trotzdem, das sind hier die Regeln. Hier gibt es keine Beleidigungen. Also wer einmal beleidigt, ist für immer weg. Ne? Immer perma. Immer. Deswegen niemals Timeout. Gibt es sowas nicht. Weil, ne, das ergibt keinen Sinn. Ne? Ich habe Erfahrung auf YouTube, wenn du jemanden timeoutest, kommt er einfach wieder. Deswegen immer perma. Nutzer auf Kanal ausblenden heißt das übrigens. Eugen liest meine Nachrichten wo? Ach so, hier im Chat.
Ja, warte mal, Steffi hat auch noch was geschrieben. Die hat mich auch noch mal gementiont. Books in. Ich habe heute Haferflocken mit heißem Wasser übergossen und das dann abgetropft. What? Und dann da rein gebratene Tomaten und Zwiebeln, aber auch Avocados hinzugefügt und schon und schön gerührt, neues Lieblingsfood. Okay. Abgetropft? Was meinst du mit abgetropft? Wie kann man das denn abtropfen? Haferflocken, dann tut man heißes Wasser drauf, dann zieht das und dann wird das so voll und abgetropft, Mann. Ich habe noch nie Haferflocken mit Zwiebeln und sowas gegessen. Oh, vielen Dank, Mandy Tirian. Ich werde dich direkt mal eintragen. Vielen Dank für den veganen Support, für den Veganismus. Vielen, vielen Dank, Mandy. Fünf, ich sehe die Tasten nicht. Dankeschön, du bist Top Donate of the Day. Vielen, vielen Dank, Mandy. Du bist super lieb. So, und du bist auch schon lange Mitglied und ja, absolut top. Genau, und Daumen hoch wäre super nice. Dankeschön. So. Ups. Verdammt. Ich habe mich missklickt, aber habe es wieder zurückgenommen. Warte mal. Friert der Chat nicht ein, wenn ich mit dem Mod, mit der Mod-Maus über den Chat fahre? Eigentlich müsste es einfrieren. Auf jeden Fall, genau, wo sind wir stehen geblieben? Haferflocken mit irgendwie irgendwas heißem. Tomaten und Zwiebeln oder sowas noch nie gegessen. Das schmeckt echt gut. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Ja, ist einfach Gewöhnungssache, ne? Ich habe mich daran gewöhnt, das mit Zucker zu essen und Früchten und sowas. Von daher Haferflocken mit irgendwas Deftigem. I don't know. I don't know. Zwolm, du bist übrigens entbannt, ne? Ich habe mich verklickt. Sorry. Genau in dem Moment, wo ich geklickt habe, hast du geschrieben und dann habe ich auf dich geklickt. Ja. Das kennen wir zu gut von Twitch. Warte mal, ich muss ja jetzt mal überprüfen, nicht, dass ich aus ihn aus Versehen gepermat habe. Nee, der ist nicht gebannt. Wann geht's mit den Themen los? Es ist schon los. Ja, du kannst Fragen stellen. Also über Unge haben wir gesprochen, über Oliver Janich haben wir gesprochen. Well, das Thema mit den Milchbauern. Ja, du sagst den Milchbauern. Das, was ich festgestellt habe, was ich auch nicht wusste, dass das ihre Argumentation ist, du sagst, Milch verursacht dies und das und das und da sind Cholesterin drin, Hemeisen, karzinogene Hormone, alles. Und die sagen dann zu dir danach, sagen die zu dir, oh, dann trink Biomilch. Darum ging es ja auch in den Videos, ne, wo ich gedacht habe, was meinst du, trink Biomilch, was hat das mit Biomilch zu tun? Ich rede von den Inhaltsstoffen von Milch, von jeder Milch. Diese Inhaltsstoffe sind auch in Rattenmilch. Unglaublich, oder? Dann nimm Biomilch. Wie der eine Typ mir diese Beleidigung da geschrieben hat, ne, die ich vorgelesen habe mit A. Punkt Punkt Loch und so, meint er ja, hier, ihr wollt hier nicht, ich bin Biobauer, ihr wollt nicht, dass ich hier dieses Biofleisch herstelle, ja, dann frisst das Fleisch von McDonald's. Dann denke ich so, was hat das mit Biofleisch zu tun? Was haben die Inhaltsstoffe mit Biofleisch zu tun? Die sind nicht in Biofleisch drin, ja, wirklich. In Biofleisch gibt es kein Cholesterin. In Biofleisch gibt es kein Hemeisen. In Biofleisch gibt es kein tierisches Protein, wirklich. Das ist okay, ne? Daran siehst du einfach, was für ein Wissen diese Menschen haben. Sie haben keine Ahnung, sind so ahnungslos, das kann man sich nicht vorstellen. Die verkaufen. Wie kann so etwas sein? Kann mir das jemand erklären? Als Milchbauer. Verkaufst du 40 Jahre lang Milch und du hast dich niemals in deinem Leben gefragt, was die Milch im Körper der Menschen macht? Wie geht so etwas? Wie geht so etwas? Ich verstehe das nicht. Das ist für mich so unfassbar. Wie kann ich das wissen? Wie kann ich irgendein Typ, der nichts mit Bauernhöfen, mit Kühen oder Milch oder sowas zu tun hat, besser Bescheid wissen über Kuhmilch? Als ein Milchbauer. Wie kann so etwas sein? Das ergibt keinen Sinn.
Es ist einfach nur unfassbar. Von daher, so, wo sind wir? Was hältst du von Käseersatz? Ja, ist eine üble Sache, Engel 07. Üble Sache, aber schmeckt verdammt gut. Ich habe ja auch mal auf Instagram hochgeladen ein Bild von gefüllter Paprika und mit Käse überbacken. Boah, war das der Himmel. Auch eine Kartoffelauflauf mit Käse überbacken. Oh, kannst nicht aufhören zu essen, ne? Das ist der absolute Himmel. Aber ist natürlich mega ungesund. Das ist ja aus Öl gemacht, ne? Das ist ja mega ungesund. Aber zum Geburtstag oder sowas, Silvester, Weihnachten, da kann man sowas mal machen. Habt ihr schon das letzte Video von Petra Bracht gesehen? No. Glückseligkeit habe ich das nicht gesehen. Isst du Sprossen? No. Ist mir viel zu zeitaufwendig. Red Chameleon. Hi, hi. Olja Holzhauer. Hallo, ich muss hier mal wieder die Leute begrüßen, glaube ich. Ganz neue Leute hier. Isabel Avocado. Red Chameleon. Zwulm. Ja, ich habe dich umbannt. Ich sehe dich jetzt wieder. Sorry für den Verklicker. Bojo. Hallo. Bakatur, bester Mann, ist Mitglied geworden, tot und okay. Hallo, hallo, Milena, NWL, hi, Hasik, hallo, was geht ab? Sandra, und wen haben wir da noch? Genau, das waren alle, soweit, die ich noch nicht begrüßt habe. Eugen, benutzt du noch Amla-Pulver? Ich benutze es nicht, ich habe es aber hier. Ab und zu nehme ich auch mal, einfach nur, ne, weil ich Lust darauf habe, das gute Zeug im System zu haben. Aber ich habe es einfach nur hier. Ich habe ja im Video gesagt, ich nehme das, wenn es notwendig ist. Wenn ich irgendwie kränklich bin. Oder sowas. Auf jeden Fall. So, Lichtblick, das neue Video von Body IP. Diesen Leuten darfst du nicht glauben. Dort redet er quasi über Veganer und deren Meinung und dass man denen nicht glauben soll. Aber auch andere meint er damit. Ja, von dem wissen wir ja auch schon alles, ne? Wer sich da mal ein Video angeguckt hat, der ist ja Anti-Kohlenhydrate, ne? Der hat ein Video gemacht, wie Getreide, wie übel das ist, und da hat er tatsächlich das Buch präsentiert, ne? Also das, jetzt klingelt das Telefon. Da hat er auf jeden Fall, wir wurden, wo war ich jetzt? Hat er auf jeden Fall das Buch präsentiert hier, Wheat Belly, tatsächlich. Das hat er präsentiert. Er hat das Buch gelesen und mit dem Lesen von diesem Buch ist er für immer verloren. Ne? Und weil der auch noch glaubt, was dort drin steht. Ihr kennt das Buch, ne? Das wird gezeigt in diesem kleinen Video Low Carb gegen High Carb. Da wird das Buch gezeigt, ne? Und den Autor. Der Autor. Ne? Und deswegen, ja, wer so ein Buch glaubt, ne? Der glaubt, dass Menschen, die so aussehen, Wissen haben über Ernährung. Ne? Das ist dasselbe, als würdest du zu Udo Pollmer gehen und den über Ernährung fragen. Der ist ja Ernährungswissenschaftler. Naja, man weiß ja, wie der aussieht. Ne? Und der ist Anti-Veganer. Natürlich. Body IP, üble Sache. Ne? Üble Sache. Schlimmer geht fast nimmer. Ja, auch mit diesen ganzen da Sachen, die da abgelaufen sind, mit seinen Fake-Gewichten und so. Ich habe das alles mitbekommen. Kommt man nicht umhin. Wie hieß der Typ nochmal, der diese Videos gemacht hat? Wie hieß der nochmal? Der war aus der Schweiz, glaube ich, ne? Ja, der hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal und sein erstes Video irgendwie 100.000 Aufrufe gekriegt. Das ist, ja. Genau. Um Body IP sollte man auch, ne, einen Kreis machen. Den sollte man meiden wie der Teufel das Weihwasser. So. Ingwer trinke ich jeden Tag sehr, sehr gut. Verdünnt das Blut. Wie geht's dir? Da ging es um einen Prof, der sich im Spiegel gegen Milch ausgesprochen hat. Was? Ja, ich sehe gar nicht mehr so viele Nachrichten. Was heißt von Karl S? Ich finde gut, dass er den Veganismus pusht und das war's. Und ich finde auch, das sage ich zu allen großen YouTubern, dass sie vielleicht kleinere YouTuber pushen sollten. Ja, wenn die so und so schon so groß sind, dann push doch mal die kleineren. Es kommen übrigens Kanalvorstellungen von mir noch. Ein oder zwei. So, wo sind wir stehen geblieben? Hefeflocken, genau, Hefeflocken. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gesund. Habe ich ein Video zu gemacht. Was haben wir hier noch?
Weil Öl ungesund ist. Sandra Schnugert, was hat denn die geschrieben? Wieso ist Schwarzümmel. 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 Zum Glück nicht schwarz. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Sandra Schnugart, hast du noch irgendwas geschrieben? Sandra, eine Frage an dich. Bist du gerade noch im Chat? Du hast geschrieben, wieso ist Schwarzkümmelöl Gift? Bist du im Chat? Schreib mal kurz. Danke, Eugen. Bin jetzt schon 4 Monate High Carb, Low Fat. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin HCLF seit fast 6 Jahren. Ja, zwar nicht das richtig Perfekte, wie man es machen sollte, weil ansonsten falle ich auseinander, weil ich dann zu wenig Fett zu mir nehme, aber ja, es ist trotzdem High Carb auf jeden Fall. Sehr, sehr High Carb. Ja, Sandra Schnuggert, kannst du mir erklären, warum Schwarzkümmelöl kein Gift ist? Warum Schwarzkümmelöl gesund ist? Kannst du mir das erklären? Das wäre recht interessant. So. Der Mod gibt das nicht frei, dann gebe ich das mal frei. Der sagt in dem Video, dass Milch nicht Krebs verursacht und dass es keine Studie dazu gibt und dass alle Scheiße labern und noch vieles mehr. Echt Knüller, der Typ. Ja, ja. Ich sag ja, ne? Den kannst du nur meiden, wie du nur kannst. Aber der hat so einen großen Channel, so für so eine riesige Followerschaft, da kann man nichts mehr machen. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin ja auch da. Etwas Veganisches. Kein Problem. No problemo. Macht dicke Arme auch an dich. Du bist ja Stufe 4 Mitglied. Möchtest du Moderator-Status haben oder nicht? Kannst du haben, wenn du willst. Das ist dein Recht. Du hast ein Recht darauf. Hi Eugen, was hältst du von Neuroleptika? Mir unbekannt. Musst du mir erklären, was das ist. Ein Food-Hall wäre mal wieder gut von dir. Ja, kommt. Kommt auf jeden Fall. So. Ne, lass mal. Okay. Genau deswegen frage ich lieber, bevor ich Leute moderiere. Und dann, ja. Ich meine, wenn du dann deine Mitgliedschaft so und so morgen wieder beendest, ne, dann verlierst du den Status ja auch wieder. Von daher, genau. So. Hat die Sandra geschrieben? Sandra, weiß nicht, hab im Titel gelesen, dass Schwarzkümmelöl Gift sei und dachte, du erklärst es. Ja, ich habe erstens ein gigantisch großes Schwarzkümmelöl-Video natürlich und dazu 30 Videos über Öl. Und die Erklärung, warum Schwarzkümmelöl Gift ist, liegt daran, dass Schwarzkümmelöl, wenn man sich mal, na, ich werde dich das am liebsten erklären lassen, das ist halt der Punkt, wenn ich das erkläre, das verliert den ganzen, dann lernt man nicht wirklich das im Kern. Denn wenn du dich vor die weiße Wand setzt und selber überlegst, warum ist Schwarzkümmelöl Gift, warum könnte es Gift sein, dann wirst du selber drauf kommen. Das ist der Punkt. Ne? Du wirst selber lernen. Du musst halt verstehen, ne? Gibt es das in der Natur? Was ist das? Ne? Was für Inhaltsstoffe hat das? Und dann kommst du tatsächlich selber drauf. Ja, das ist sehr gut, Walter White. Sehr, sehr gut, was du da sagst. Ne? Alle Öle sind Gift. Wie kann dann ein einzelnes keins sein? So wie, ne? Es viele YouTuber gibt, ne? Auch leider im Rohkostbereich viele, ja? Öle sind schlecht, aber Schwarzkümmelöl nicht. Das ist was anderes, ne? Was anderes. Yes, indeed. Ist was ganz anderes. Das genau dasselbe sagen Fleischesser zu Fleisch und Low Carber und so, ne? Dieses Fleisch ist ungesund, aber Bio-Fleisch nicht. Hatten wir ganz am Anfang, ne? Milch ist ungesund, ja, geben die Bauern zu, okay, dann nimm Biomilch. Also jetzt frage ich, jetzt erklär den Unterschied der Inhaltsstoffe. Ja, und dann ja, weiß er nicht, was er antworten soll. Neuroleptika sind antipsychotische Medikamente gegen psychotische Erkrankungen. Ja, dann sind die schlecht, natürlich. Wenn jemand die unbedingt braucht und wenn es vom Arzt verschrieben ist und er die nehmen muss, dann muss er die halt nehmen. Aber ich, ja. Natürlich sind die schlecht, weil besteht ja nur aus isolierten Chemikalien. Ne? Das kann nur schlecht sein. Aber das ist halt, ne, diesen Zweig, den man dann gehen muss, wenn man irgendwelche psychischen Erkrankungen hat. Ja? Kannst du ohne die leben? Oder musst du die nehmen? Hast aber dann natürlich die negativen Folgen davon.
Genau, und das ist ja, Walter White, und wieder so ein Top-Kommentar. Marlboro ist gesund, aber Lucky Strike ist schädlich. Ne? Und das ist diese Logik, die natürlich keinen Sinn ergibt. Ne? Wie ich immer sage, es gibt nur, und wenn man das verstanden hat, der Walter White hat das verstanden, es gibt nur schwarz oder white. Ne? Deswegen Walter White. Deswegen, ja, es gibt nur schwarz und weiß. Es gibt nur Öle gesund oder Öle ungesund. Tierprodukte, nicht Fleisch, sondern Tierprodukte, entweder gesund oder ungesund. Ja, sie haben dieselben Inhaltsstoffe. Ja. Bio-Kuhmilch hat dieselben Inhaltsstoffe wie ein Ei. Wisst ihr, wie man zu Fleisch noch sagt? Flüssiges Fleisch sagt man zu Milch, weil das flüssiges Fleisch ist. Das hat dieselben Inhaltsstoffe. Man muss natürlich das Wasser daraus ziehen, das ist klar. Aber es ist ja genau dasselbe. Hä? Warum hat er dich jetzt ausge... Was? Keine Links erlaubt, du hast doch gar keinen Link geschickt. Ah, du hast U.A. geschrieben und das sieht aus wie eine Seite, also .com, du hast .a.ihren geschrieben. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Du musst zwischen dem A Punkt und dem I einen Abstand lassen, dann timet er dich auch nicht aus. Sorry. Wusste ich auch nicht. Mein Gott, ey, man lernt hier immer etwas dazu. So, schaffen wir die 70 Likes? 70 schaffen wir. Wäre sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke, danke. Jetzt lasst uns bloß nicht bei 66 stehen bleiben. Ja, noch ein Like bitte. Minimum. Dass wir nicht bei dieser... Ah, 72. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute. Danke für euren Support. Auf euch ist immer Verlass. Ja, immer. Immer wenn ich sage, ein paar Likes bitte, dann 10 Likes drauf. Dankeschön. Machst du beruflich auch noch etwas anderes? Könnte gut sein, ja. Ich bin 7 Jahre vegan, High Carb, Low Fat. 7 Jahre. Oh. Oh, sehr gut. Aber ich habe dich noch nicht so oft gesehen auf meinem Kanal. Ich kann mich nicht erinnern, bist du neu hier? Auch mal mega interessant so, ne? Wie kommt ihr auf meinen Kanal? So, habt ihr, wurde es euch gerade irgendwie angeboten oder so? Wäre echt interessant. So, naja, die Tabletten haben mir geholfen, als ich niemanden hatte. Nur Milena war für dich da. Seid ihr verwandt oder was? Oder Freunde? Oh. Ja, das ist, wenn die dir geholfen haben, das ist doch eine gute Sache. Elke ist schon 16 Jahre vegan. Ja, wo ist Elke? Wo ist Elke? Komisch, dass sie nicht da ist. Vielleicht ist die wieder im Urlaub. Elke ist der Hammer, ja. Elke ist echt nice. Wo waren wir? Ich presse mir mittlerweile fast jeden Tag einen Rote-Bete-Saft selber. Ja, sehr, sehr gut. Kinetic, sehr, sehr gut. Auch Hallo an dich und Hallo an Alatin Archie und Still Vegan. Hallo, hallo. Und Z15 Outlaw und Super Badger. Hallo. So. Elke, genau. Elke, ne? Dann fällt einem nur das hier ein, Mann. Ne? Pass bloß auf. Grüne Gemüsesäfte sind top. Ja, indeed. Huhu, Eugen. Hi, hi, Kinetic. Brauchen Veganer mehr Kalorien durch pflanzliche Ernährung? Ich verstehe deine Frage nicht. Was denkst du über Nico Rittenau? Kann ich auch nur absolut von abraten. Auch, ne? Der hat das mit dem Öl nicht verstanden. Der differenziert bei Öl. Ne? Erzählt von Proteinmangel, Kalziummangel. Deswegen meine Empfehlung: meiden. Haltet euch an Leute, die die grundsätzlichen Sachen verstanden haben. Ja? An unsere Doktoren. Dr. Klepper, halt dich an den. Dr. Greger, McDougall, ja? Barnard. Diese Leute. Du kannst immer gucken, sagt, du kannst immer überprüfen, ob jemand Ahnung hat, indem du das mit dem Öl nachfragst. Ne? Ist Schwarzkümmelöl gesund? Ja, und dann fragst du ein paar Öle nach und dann, wenn er dir sagt, dass er es verstanden hat, dann weißt du, okay, ich habe jemanden, an den ich mich halten sollte. Was hältst du von Sojaflocken? Diese Fragen kriege ich immer und ich antworte nie darauf, weil die Frage ist immer, ja, welche Sojaflocken?
Ja, und immer wenn ich Rückfragen stellen muss, dann beantworte ich die Frage gar nicht, weil das dauert mir zu lange. Also welche Sojaflocken? Wenn du schreibst, was heißt von Sojaflocken, musst du schreiben Zutaten und dann ne, die Zutaten hinschreiben. Aus was sind die gemacht? Ne? Es gibt wohl Sojaflocken, die sind aus Sojaprotein. Es gibt Sojaflocken, die sind aus ganzen Sojabohnen. Deswegen, es kommt drauf an, ist die Antwort. Kann man nicht beantworten, muss präziser fragen. Ich mag kaum süße Nahrungsmittel und kriege nicht viel rein. Woran liegt das? Ja, das ist seltsam. Also, du magst keine süßen Nahrungsmittel, das ist echt seltsam. Wir haben ja auf der Zunge, ne, haben wir die Rezeptoren für Süßes. Deswegen will man eigentlich immer Süßes essen. Was macht jeder Mensch, nachdem er Fleisch, Eier und diesen ganzen Mist gegessen hat? Der isst Nachtisch. Ja, weil dein Körper ihm die ganze Zeit sagt, er isst ein Ei. Der Körper sagt ihm, no, ich brauche Kohlenhydrate. Ne, darauf läufst du. Er isst ein Stück Fleisch, der Körper sagt, no, ich brauche Kohlenhydrate. Ja, und dann, oh, ich brauche noch einen Nachtisch, ja, ganz genau, weil du da deine Kohlenhydrate kriegst. Deswegen willst du einen Nachtisch. Ich habe seit 6 Jahren keinen Nachtisch gegessen, ne, weil ich die Kohlenhydrate direkt esse. Einfach mal 2,5 Kilo Kartoffeln gegessen und dann brauchst du keinen Nachtisch mehr. Nachtisch ist ein Zeichen dafür, dass du zu wenig Kohlenhydrate isst. Weißt du, Haferflocken einen Tag in Wasser auf oder sonst was? Ja, ich weiche die ein und zwar nicht einen Tag, sondern eine Stunde. Ein Tag ist viel zu lange, manchmal auch 10 Minuten nur. Also 10 Minuten weiche ich die zum Beispiel ein, genau. Genau, Walter White gefällt mir echt gut. Immer absolute Top-Kommentare. Nur Sojaflocken gepresst. Ja, Sojaflocken aus was? Gepresst wie Haferflocken. Aus Sojabohnen, Sojaflocken, ja, dann gibt es kein Problem damit. Also wenn da bei den Zutaten steht, Sojabohne, dann gibt es kein Problem damit. Ne? Also ist ja eigentlich auch ne, ganz logisch. Du guckst auf die Zutaten, da steht Sojabohne, also kann es ja nichts Schlechtes sein. Also wenn da drauf steht Sojaprotein, dann hast du ein Problem, weil dann nimmst du einen isolierten Stoff zu dir. Ich verstehe den Hype am Süßen nicht. Und ich verstehe dich nicht. Buchsen vegan. Da werde ich am liebsten mit der Waffe hinter dir herlaufen. Wie nix Süßes. Was bist du denn für ein Highcarber? So. Genau. Ein paar Nüsse oder Nussmus. Yep. Wie lange geht dein Stream? Nicht sicher. Nach Lust und Laune eigentlich. Aber eigentlich sollte es sich so auf 2 Stunden beschränken. Aber wir gucken einfach, wie es läuft. Wenn viel los ist, wenn viele Fragen da sind, dann können wir natürlich drüber sprechen. Was ist mit der Ölgeschichte geworden? Hat die noch was dazu geschrieben? Ach, sorry, hab deinen Account relativ neu entdeckt. Finde ich sehr interessant. Okay. Es ist schon mal gut, dass du auf jeden Fall das nicht abstreitest und sagst und völlig verwundert bist, nein, was laberst du da und so. Das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass man geistig Probleme hat, weil das nicht normal ist, das mit dem Öl nicht zu verstehen. Das ist nicht normal. Das ist kein normales Verhalten. Ja, ne? Jeder Mensch in meinem privaten Leben, mit dem ich gesprochen habe, der hat es sofort verstanden, weil es einfach logisch ist. Du erklärst ihm das. Öl gibt es nicht in der Natur, das ist 100% isoliertes Reinfett. Ja, hört sich das für dich nicht seltsam an? Eine Olivenölflasche sind keine Oliven, die wurden alle weggeschmissen. Du hast aus einer Olive nur das Öl rausgezogen, alles Gute, sind die Feststoffe, hast du weggeschmissen. Jetzt konzentrierst du das Öl in der Flasche und Menschen gehen hin und kaufen eine Ölflasche. Und dann trinken die das und dann fragt ihn mal, hey, was macht das Olivenöl in deinem Körper? Und er kann dir nicht antworten. Jawohl. Nicht so klug, wenn man da nicht antworten kann, was man in seinem Körper tut, dann sollte man es lernen. Deswegen sehr, sehr gut, dass du da nicht das abstreitest, ne, vehement. Oh, das ist ja, aber das ist doch so gesund, ja? Dann erklär mir die Inhaltsstoffe und dann erkläre ich sie dir. So, wenn du einen Monat dich nur aus Obst oder Gemüse ernähren müsstest, was würdest du nehmen? Natürlich Obst. Gemüse, ich mag kein Gemüse. Gemüse. Ich mag nur Gemüse, wenn ich das salze, dann esse ich das. Aber ich, mit Gemüse habe ich nichts am Hut. Also in letzter Zeit kaufe ich einfach rote Paprikas, die schneide ich dazu zu meinem Essen. Also eine Paprika pro Mahlzeit und das war's. Das ist mein Gemüse. Also ich kann mit Gemüse nichts anfangen. Das ist einfach nicht mein Ding. Das hat keine Kalorien. Ich brauche das nicht. Das braucht vielleicht jemand, der megamäßig übergewichtig ist oder so, weil er sich vollkriegen will.
und nicht so viel Kalorien zu sich nehmen will, aber für mich ist das gar nichts. Ich brauche Kalorien. Ich brauche die Kalorien und zwar so viele es geht. In Kohlenhydratform ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. So. Bist du der Echte? Habe ich ihn auch schon gefragt. Er hat gesagt, er ist der echte Walter White. Krass. Gib dem Affen Zucker. Genau. Gib dem Bugs in Wiegen, dem Ibi, gib dem mal Zucker. Einmal. Ah, please. Please. Hört auf, Namen zu erwähnen, bitte. Von diesen Leuten auch noch. Internet-Veganer. Ja. Versuch's mal ohne Namen. So, ich muss mich auch zwingen, Gemüse zu essen. Du musst kein Gemüse essen, das ist ja das Ding. Warum isst du Gemüse? Du musst es nicht essen. Ab und zu, natürlich sollte es eine kleine Beilage sein, aber ne, du musst keine Schüsseln mit Salat essen. Ne? Das ist absoluter Nonsens, Leute. Ich mach das nicht. Vegan Gains macht das nicht. McDougal macht das nicht. Wir machen das alle nicht. Das brauchst du nicht. Alles, was du brauchst, ist in stärkehaltigen Nahrungsmitteln drin. Aber Gemüse ist natürlich mega gesund, ja, macht schlank und alles, ganz klar. Aber es hat nun mal keine Kalorien. Mois mit über 1 Million Abonnenten ist auch vegan geworden. Kenne ich nicht. Ich kenne keinen Mois. Kenne ich nicht. Ja, und wenn er vegan Video hat, der macht garantiert keine veganen Videos. Weil wenn er das macht, dann würde ich das wissen. Der ist wieder so einer dieser Veganer, die einfach Veganer sind und niemals ein Wort darüber verlieren. So Rezo-Style. So, oh, Menschen müssen selbst drauf kommen. Ne? Ich helfe dir nicht. Ja? Die müssen selber drauf kommen. Ja? Super Einstellung. Vielen Dank für die Hilfe. Ne? Mois macht nur eine Challenge. Ja gut, das ist ja nochmal was komplett anderes. Eine Challenge, Vegan-Challenge zu machen, ist absolut. Er zeigt einfach, die Person hat keine Ahnung, ne, von Veganismus. Du kannst keine Vegan-Challenge machen. Eine Vegan-Challenge ist ein Widerspruch in sich. Entweder hast du es verstanden oder du hast es nicht verstanden. Challenge, das ist schon. So. Ja, Werbung ist auch nicht erlaubt. So, uff, was geht denn hier jetzt ab? Großbuchstaben, ja, Großbuchstaben. Ich guck mal, hast du gerade einen Großbuchstaben? Ja, Großbuchstaben. Genau, hört auf den Bot. Der Bot, der sagt euch, was abgeht. Macht der nicht 91-Tag-Vegan-Challenge? Genau. Ja, okay, ich blende das mal aus. Keine Werbung erlaubt. Großbuchstaben, nochmal? Hast du nochmal dasselbe geschrieben? Ja, tatsächlich. Aber einen anderen Satz, aber nochmal mit Großbuchstaben. Er will Aufmerksamkeit, schreibt er in Großbuchstaben. Okay. Okay. Team Obst, genau, ich bin Team Obst. Team Obst, Bananen habe ich heute gegessen, so wie jeden Tag natürlich. Ne? Und die ganzen Leute, die Bananen meiden, weil sie denken, sie werden fett davon. RIP in Peace. Oh, kann man meine Nachrichten lesen oder bin ich noch gebannt? 100 Tage und ich hoffe, er bleibt es dann. 100 Tage? Oh, das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Da ist der nächste mit Großbuchstaben. So. Ja, Großbuchstaben kann man. Ich weiß gar nicht, warum der Bot das genau. Kannst du freigeben, aber normalerweise müsste der Bot. Oh. Und der ist so verzögert, der Bot, ne? Naja. Also. Der Bot flippt aber jetzt völlig aus. Aber jetzt langt's hier aber, oder? Mit dem Rumgebanne hier. Ah, zum Glück gibt er keine Permas. Alles, was er bannt, macht er nur. Der entfernt nur die Nachricht, bannt aber niemals. Hi, woher kennst du Milena? Ich? Ich, woher ich Milena kenne, sie ist meine Zuschauerin. Sie ist meine Zuschauerin. Einen schönen Tag für euch noch. Ich muss was tun jetzt. Adieu. Mach's gut. Wir sehen uns. Du bist ja immer in den Kommentaren mit dabei. Ich habe jeden Tag eine halbe Melone gegessen.
Sehr, sehr gut für die Gefäße wegen Citrullin. Im Stream von David gab es einen Typen, der täglich 4 Kilo Gemüse isst. So crazy, ja. Ich glaube, den Stream habe ich auch gesehen. Und ja, 4 Kilo ist echt crazy. Aber ich gucke seine Streams nicht mehr. Und allgemein nichts mehr von ihm. So, was waren zuletzt Schnupfen? Schnupfen, well, vor 6 Jahren ungefähr, als das letzte Mal Schnupfen. Es sind, ne? Menschen haben jetzt Schnupfen, die laufen rum mit Taschentüchern, verschnupfter Nase und so. Okay, gönn mir jetzt eine Banane. Ja, gönn dir eine, vielleicht auch zwei. So, wieso hat Elk sich vor einiger Zeit mal von deinem Kanal entfernt? Internet vegan, du bist aber auch auf Trouble aus, oder? Kommt mir sehr so vor. Wie sieht das mit Entsaften von Gemüse? Macht das Sinn? Das macht absolut Sinn, dann kriegst du ja Gemüsesaft. Gemüsesaft ist absolut gesund, ist viel gesünder als Obstsaft, viel gesünder. Und du kannst halt den Rest da, kannst du mitessen. Oder du kannst Plätzchen daraus machen oder einfach in das Getränk mit reinmischen. Also Gemüsesaft ist echt gesund. Ich habe auch einen Gemüseentsafter, eine Maschine. Habe ich auch in meiner Amazon-Liste, glaube ich, verlinkt. Ja, habe ich verlinkt. Den habe ich. Das ist so ein Ultra-Hightech-Ding. Ist aber teuer. 100 Euro oder 150 oder so. Ich denke, Entsaften ist wie mit Gemüse kastrieren. Chrissy Gil HD, hallo. Eugen, ist Pommes aus dem Backofen ohne Salz auch so ungesund? Nee, wenn du das Pommes machst, ohne Fett dazu zu tun, ist mega gesund. Er ist ja fast fettfrei. Kartoffeln sind extrem fettarm. 1 bis 2%. Süßkartoffeln 1,08. Das sind den niedrigsten Fettgehalt aller pflanzlichen Nahrungsmittel. Ja, da habe ich ja alles richtig gemacht. Ja. Du hast alles richtig gemacht. Ja, ich trinke aber gern Gemüsesaft. Man kann da auch Pulver mischen wie Algen. Genau, klar. Kannst alles mit reinmischen. Hatte vor ein paar Tagen mal ein Dosengericht gegessen, hatte erst danach gesehen, dass das nicht vegan war. Jetzt habe ich seit Jahren wieder mal Schnupfen. Ugh. Das ist so übel. Deswegen unbedingt immer die Zutatenliste lesen, ne? Ansonsten. So, was? Eugen Veganer, du musst kein Gemüse essen. Ja, ich sage als Veganer, ich habe ein Anti-Gemüse-Video. Kennt ihr doch, ne? Weil Gemüse führt dazu, je mehr Gemüse du isst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du den Veganismus aufgeben wirst, weil du Probleme kriegen wirst. Du machst Kalorienrestriktion, unabsichtliche, deine Schilddrüsenhormone fahren runter, du fängst dich an, schlecht zu fühlen, kriegst Pickel, Verdauungsprobleme, was auch immer und dann gibst du den Veganismus auf, weil du denkst, okay, bevor ich Veganer war, hatte ich das alles nicht. Also, dann gebe ich den Veganismus auf und dann geht es mir wieder gut. Ja, liegt natürlich nicht am Veganismus, liegt an deinen Fehlern. Ne? Zum Beispiel, indem du dich von Salatblättern ernährt hast, anstatt von Kartoffeln, Haferflocken und solchen Sachen, die das Zehnfache an Kalorien haben. So, am besten in Form von Datteln, war Eugen. Was habe ich da nochmal gesagt? Aber ja, die Antwort lautet immer ja, wenn da irgendwas mit Datteln im Satz enthalten ist. Ist immer ja. 140, ja, die Zuschauerzahl steigt immer weiter. Okay, Son Goku, du bist wieder da. Magst du Kakarot? Yes, indeed mag ich den. Nur ich finde es fürchterlich, wie der als Baby immer geschrien hat. War fürchterlich. M. Reuter, ja. Ich liebe Gemüse und Stärke. Ich liebe Stärke. Pommes aus dem Ofen sind der Hammer, ja. Esse ich auch ziemlich oft in letzter Zeit. Ich habe gestern Pommes im Ofen gegessen und vorgestern. Die ganz normalen Pommes. Aber ich habe auch Süßkartoffeln gekauft. 2 Kilo oder sowas. Weil die sind mega günstig jetzt. Süßkartoffeln sind günstig. Die kosten 2,19 € im Aldi. Und 2,39 € bei Lidl. Voll günstig. Normalerweise 4 Euro das Kilo. Gleich veganer Burger und Pommes. Oh, super nice. Super nice. Würde ich auch jetzt essen. Wenn der Burger gesund wäre. Also mit Bohnenpatty oder sowas. Let's go.
Hatte vor ein paar Tagen mal ein. Ach so, das hatten wir schon. Oh, lass die Finger weg von Dosen, zu viel Mikroplastik. Ja, Dosen sind immer schlecht. Immer schlecht. Außer du kaufst die Dosen, die Bohnen, die ich in der Dose kaufe. Ich habe mich da extra informiert, habe die Firma angeschrieben. Ja, die sind aluminiumfrei, BPA-frei. Also absolut in Ordnung. Pommes aus dem Airfryer sind am besten. Ich glaube auch. Würdest du für 1 Million ein Steak essen? Diese Fragen, das sind immer diese Fangfragen, die einen immer in Trouble bringen, ne? Weil natürlich würde man das machen, weil du dann mit dem Geld natürlich den Veganismus umso stärker pushen könntest. Du würdest so gesagt dieses Tierleid verursachen, würdest dann aber das tausendfach Tierleid bewahren. Aber ja, das ist, die logische Antwort ist natürlich ja, tatsächlich, ne? Für 1 Million ja, weil dann, damit könntest du so viel für den Veganismus machen. Das würde sich halt rentieren, sagen wir so. Es hätte, die positive Seite wäre erheblich größer als die negative. Ja, das ist die Wahrheit. Natürlich, ja, würden die allermeisten Nein sagen, aber ich sag euch die pure Wahrheit, so ist das nun mal. Und wem das nicht gefällt, kann man nichts machen, ne? Ihr kennt mich. Ich esse jeden Tag 7 Datteln. Ja, 7? Warum nicht 14? Schmeckt dir Fleisch? Natürlich schmeckt es mir. Aber nur weil ich es mit Pflanzen, ne? Pflanzen, mit Pflanzen, den Leichengeschmack überdecke. Ne? Das ist ja ganz klar. Salz, Öl, Gewürze. Man muss ja drauf tun, ansonsten kriegst du es ja niemals runter, den verrottenden Kadaver. Ne? Von daher. Hab genau das gleiche gedacht, ja. So ist das nun mal. Ich glaube nicht, dass man mit 1 Million den Veganismus pushen kann. What? Really? Weil der. Ach so. Okay. Den schwarzen Reis ist bei ma Der schwarze Reis ist bei meiner Familie sehr gut angekommen. Das ist sehr, sehr nice. Ja, schwarzer Reis ist absolut top. Aber ich habe mich mit dem überfressen, glaube ich. Ich habe mich mit dem überfressen. Und ich habe so viele Packungen von diesem schwarzen Reis gegessen. Mittlerweile, ja, habe ich eine Reisauszeit. Von daher richtig gut. Er könnte mit seinem Kanal expandieren oder Tiere freikaufen oder noch vieles. Genau. Ich könnte Werbung kaufen auf meine Videos. Ne? Ich könnte, ne? Wenn ihr auf YouTube seid und keinen Werbeblocker habt, dann werden euch Videos angezeigt, so als Werbung. Ne? Und dafür bezahlt jemand Geld. Das könnte ich mit meinen Videos auch machen. Ne? Zum Beispiel. Ich könnte da jeden Tag 100.000 Aufrufe auf meine Videos machen, wenn ich 1 Million hätte. Und das ist Aufmerksamkeit auf den Veganismus. Ja? Lass mich mal kurz was gucken. Ganz kurz, eine Sekunde. Ja, okay. Dann würden trotzdem nicht alle aufhören, Tierprodukte zu essen. Wann? Ich glaube nicht, dass man. Ja, darum geht es ja auch nicht, Benjamin, dass alle aufhören, Tierprodukte zu essen. Aber glaubst du nicht, dass sich Veganer dann mehr Menschen zu Veganern machen könnte, wenn ich jeden Tag 100.000 Aufrufe auf jedem Video kriegen würde? Ich denke schon. Ich denke schon. Heute gibt es bei mir Chili mit Reis. Das ist nice. Es gibt auch Chili sin carne. Sin heißt ohne. Auch mega gut. Mega genial. Schaffen wir die 90 Likes, Leute? 90 müsste drin sein. Wir hängen dann 88. Das ist gar nicht gut. Ein Like würde mich echt freuen. So, Maronen sind mega gesund und lecker. Habe ich letztens erst gekauft. Indeed. So, danke für die Likes. Vielen, vielen Dank. Welche Trinkwasseraufbereitung ist sinnvoll? Medikamentenrückstände, Kupfer von der Leitung etc.
Wasserosmosefilter sind die besten, die es gibt, aber ist halt kostspielig und aufwendig und so. Aber das ist das Beste, was es gibt. Vielen Dank, FHD. Du schreibst viele Kommentare in letzter Zeit, ne? Das ist sehr, sehr gut. M-Reuter, okay, kriegst du. Ach so, ja, danke für den Like. 95, super nice. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich destilliere, ja. Destillieren ist wohl am besten. 88 Likes. Ich fange mal damit an, Verschwörungstheorien wegen so einer Kleinigkeit. Ja. Und dann YouTube-Kanal aufmachen und dann bist du Oliver Janich 2. Aber was sagt Oliver Janich eigentlich jemanden, der solche Kanal-Emotes hat? Was sagt er da? Da gibt er bestimmt die übelste Wut drauf, oder? Naja, mal sehen, mal sehen. Ich bin so gespannt auf seine Anti-Vegan-Videos. So gespannt. Was er sich da aus der Nase ziehen wird. Was ich natürlich widerlegen werde. Obwohl es eigentlich nichts zu widerlegen gibt. Er wird sagen, es ist NWO-Propaganda und deswegen machen die das. Und was willst du da großartig dazu sagen? Jetzt war sogar Books In rausgenommen. Books In, RIP in Peace, würde ich sagen. RIP in Peace. RIP in Pepperonis. Milena, ja, bist du da, Milena? Wo ist der? Milena ist doch da. Kannst du mal das Video von vielleicht seine Aussagen widerlegen? Ja, den Namen muss ich auch blockieren, wie ich sehe. Bitte keine Namen benutzen. Ich widerlege seine Videos nicht, weil ich keine Aufmerksamkeit auf seine Videos ziehen möchte. Und da gibt es nichts zu widerlegen. Ne? Diese Frage ist, ne, die ist eigentlich nichtig. Weil wieso fragt man das? Ne? Du weißt doch, dass es nicht stimmt. Deswegen, da gibt es nichts zu widerlegen. Einfach aufhören, seine Videos zu gucken. Ne? Du weißt doch, dass es nicht stimmt. Deswegen, ja, ich weiß, es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Kennen wir doch alles. Das hatten wir doch schon tausendmal. Und es gibt komisch, dass es diese Studien, diese schlechten Studien, die keinen kausalen Zusammenhang zeigen. Komisch, dass es die nicht zu Erdbeeren gibt. Ne? Komisch, dass es die nicht zu Erdbeeren gibt. Die schlechten Studien. Einfach aufhören, so einen Mist zu gucken, Leute. Dann braucht man auch nicht irgendwas widerlegt haben wollen, weil es da nichts zu widerlegen gibt. Wer solchen Menschen noch nur ein Wort glaubt, der ist einfach, naja, dann gehörst du auch zu seinem Kanal, dann, ne? Guck seine Videos und dann glaub, was er sagt, dann weißt du ja, was los ist. Ja, er bringt immer das Gleiche, weil er keine Argumente hat. Was soll er denn anderes bringen? Das ist ja ganz klar, ist ja Low Carb Style. Ja, Low Carb Style. Jochen Wiesel ist da. Wichtiger Stream schon geteilt. Vielen Dank. Oh mein Gott. Ich bin so ein Holzkopf. Wieso sagt denn niemand etwas? Ich habe den Stream nicht geteilt. Oh mein Gott. Ich teile das doch immer in der Vorschau. Es ist schon viel zu spät eigentlich, aber oh well. Ich bin so ein Holzkopf, das ist einfach nicht zu fassen. Ich teile den Stream mal kurz, weil ich denke, wir machen noch ein bisschen. Oh, ich habe den Stream nicht geteilt. Oh nein, wieso hat mir keiner was gesagt? Ihr wusstet auch nicht, dass ich das nicht geteilt habe, könnt ihr auch nichts dafür. Ah, ich vergesse immer irgendwas. Es gibt hier so viele Sachen, die man machen muss. Warum habe ich denn so viele private Nachrichten? Einen Moment, Leute. Ich muss mal kurz auf Facebook. So, einmal habe ich das hier geteilt. Einmal Account switchen. Einmal privat teilen. Oh mein Gott. Please. Please, Gott im Himmel, sind das lange Nachrichten im Chat. Was ist denn da los? Alter, was ist denn bei Facebook bei mir los, ey? Gott im Himmel. So. Hier fehlt irgendein Fenster. Ich habe irgendein Fenster geschlossen gerade. Ist egal. Ist egal. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendein Fenster geschlossen. Walter White, ich habe mir das D3 von Vitamineule bestellt. Weiter so mein Lieblings-YouTuber. Danke, Ebi. Danke, Ebi. Danke für deinen Support. Ist natürlich Top-Supporter wie immer.
Deswegen werde ich dich hier auch mal direkt natürlich als Top-Donator des Tages einfügen, da du den größten Betrag donatet hast. So muss das sein. Vielen Dank für deinen Support. Jetzt stehst du immer dort oben. Oh Mann, es wird aber auch immer größer, das Teil. Hä? Da wird mein Kopf immer größer. Vielen Dank für deinen Support, Ibi. Du bist great, einfach nur great. Du hast mir auch ziemlich viele Instagram-Follower geschickt, ne? Ich krieg da mittlerweile immer, ne, jeden Tag irgendwelche dazu, wenn du mich mal erwähnt hast oder sowas. Ja, Leute, hört auf Streamlabs. Lasst uns die 100 voll machen, das wäre super nice. Das wäre super nice. Hoffentlich kommen jetzt ein paar weitere Zuschauer dazu. Und ich habe das... Ich sehe jetzt nicht... Okay, da sehe ich, das ist egal. Ich sehe das ja hier. So. Hab jetzt auf Insta 30.000. 30.000, ja, ich habe 1.000. Also du bist da auf jeden Fall eine Nummer größer als ich. So, 99 Likes. Vielen, vielen Dank. Fehlt nur noch einer. Es fehlt der goldene Like. Wer hat den goldenen Like? Ungebringt nächsten Monat ein Projekt zum Veganismus, hat er gesagt. Niemals. Really? Wo hat er das gesagt? Erzähl mir mehr davon, bitte. Der Unge und Veganismus, das würde ich mich aber wundern. Mm, du bist ein Vorbild. Vielen, vielen Dank, Kenny. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir, dass du das sagst. Ja, hat er im Livestream gesagt und es wird umfassend sein. Mandy Tyrian will's aber wissen. Okay, okay. Mandy Tyrian, alles klar. Ich habe verstanden. Vielen Dank für deinen Support und ja, du bist Top-Donator. I know. I know. Es zählen immer nur einmal Donations, ne? Nicht akkumuliert. Vielen, vielen Dank, Mandy. Super, super nice von dir. Vielen Dank für deinen Support. So. Wir hängen immer noch bei 99 Likes. Ist ja nicht zu fassen. 101. Here we go. Vielen, vielen Dank. So. Mehr aber nicht. Ja, hat er im Livestream gesagt. Ja, puh. Vielleicht, ja. Vielleicht hat er mir bei Discord geschrieben. Ich muss mal nachgucken. Ich glaube aber nicht. Ich weiß auch nicht, wie der jetzt zu mir steht. Ich, ja, vielleicht steht er nicht so gut zu mir. Wegen der Sache damals, weil ich habe ihm auch, also wir haben privat geschrieben, ich habe ihm auch meine Enttäuschung ganz deutlich gemacht und ihm gesagt, was soll das, was du da machst, warum änderst du die Titel, warum machst du dies, machst du das, und dann hat er alles mögliche da mitgemacht und dann hat er die Videobeschreibung geändert auf, ja, dass das Satire ist, und dann hat er seine Videos komplett rausgenommen. Ja, das war eine einzige Farce. Was ich an seiner Stelle machen würde, vor allem wo der jetzt weg ist aus Deutschland und nicht befürchten muss, dass ihm wieder Leute da, ne, vor seiner Haustür stehen. Dieses Problem hat er jetzt nicht mehr. Was ich an seiner Stelle machen würde, ich würde wieder genau das gleiche machen. Ich würde mich hinsetzen und ein Milch ist Gift Video machen. Dann würde ich das Video rausbringen. Und dann würde ich einmal die Woche, wenigstens einmal die Woche, ein Video gegen Milch rausbringen. Da kann sich nur auf Milch konzentrieren. Okay, und immer so ein Video machen, so ein 10-Minuten-Video, wo der irgendwie 2-3 Studien zeigt und ein bisschen auf Logik argumentiert, ja, mit Logik. Okay, und das war's, einfach so Videos reinstreuen. Ihm wurde damals vorgeworfen, du hast nicht erklärt, warum Milchgift ist. Und dann kam ein Video von ihm, wo er es erklärt hat, aber ja, trotzdem haben die Leute so getan, als gäbe es keine Beweise dafür und das wäre nicht klar. Und ja, dieser ganze Unsinn, das erzählen Leute, weil die Milchprodukte essen wollen. Puh. Da kommt das nächste Brett reingeflogen. Da kommt das nächste Brett in meinen Nacken reingeflogen. Oh. 13,37. Vielen Dank für deine Mega-Donation. Und hier, es läuft einer mit einer Knarre durch die Gegend. Und ballert rum hier. Red, Chameleon. Vielen Dank für deinen Support, mein Freund. Super nice von dir. Und eure Namen werden aber auch immer länger, oder? Vielleicht soll ich das einfach so machen. Ne? Hey, ja, eure Namen sind so lang. Es ist so groß. Ich kann gar nichts mehr sehen. Alissa Ahmed, hi. Ja, kannst du mich sehen da durch die ganzen Namen, durch den ganzen Wall of Text?
Vielen, vielen Dank, Red Chameleon, für deinen megamäßig großen Support. Du bist Top Donator des Tages. So. Zack. No, gut. So, magst du mehr Apfel oder Granatapfel? Granatapfel mag ich mehr. Aber ich habe ein bisschen Problem mit Granatapfel, weil der hat so viel Säure und die sind wahrscheinlich auch ein bisschen unreif. Da kriege ich so Entzündungen im Mund. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit Granatäpfeln. Es bringt auf jeden Fall was, immer zwischendurch Wasser zu trinken. Das ist allgemein das Problem mit unreifen Sachen, vor allem auch Tomaten. Eine unreife Tomaten kriege ich auch Bläschen im Mund. Vertrage ich überhaupt nicht. Gelöschte Nachricht abrufen. Hat das irgendein Mod oder sowas? Den Kommentar von Walter White, also der war jetzt nicht... Ja, ja, freigeben. Oh, du hast gefragt. Ach, come on. Ah. Ah. Ach, Leute, ey. Ihr wollt auch, dass ich hier irgendwie sitze und nur schreibe, oder? Uah. Julian H. macht hier natürlich wieder alle platt. Okay, Julian H. mit den 15 Euronen kommt er reingeflogen und nimmt allen den Platz weg. Oh, aber dein Name ist klein, das ist sehr gut. Vielen, vielen Dank, Julian H. Dankeschön. Danke, dass du den Veganismus unterstützt. Das ist das Allerwichtigste für mich. Und von daher, wer bietet mehr? I don't know. Ich habe schon, privat habe ich natürlich schon Donations bekommen. Die sind jenseits von Gut und Böse. Also wenn hier so eine Donation mal reingeflogen kommt, ne, wie ich das privat mal hier auf PayPal gekriegt habe, dann wäre alles aus. Das kannst du mir glauben. Ja. Da würde ich ein paar extra Liegestütze machen. So. Aber 40 Liegestütze gemacht, ja, ich fühle mich gut. Oh, richtig bodymäßig. Richtig, ich fühle den Muskelzuwachs original gut. Red Chameleon, immer gerne. Schließlich muss man ja Leute, die einen im Grunde die Anleitung zur gesunden Ernährung gegeben haben, unterstützen. Vielen, vielen Dank. So sieht's aus. Deswegen verlinke ich auch immer die Bücher und die Videos von McDougall, weil ich ihm einfach unendlich dankbar bin. Wenn McDougall, sein Haus brennt wieder nieder, ist ja schon mal passiert bei ihm und würde ihm das nochmal passieren und der würde mich fragen, kann ich bei dir wohnen, dann würde er bei mir wohnen. Ich würde alles für ihn tun, alles, komplett alles. Der braucht 1000 Euro, ich sende ihm 1000 Euro. Ich würde alles für ihn tun, weil der hat mich gemacht als Menschen, der hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Zwar nicht wirklich, ich bin selbst auf den Veganismus gekommen, aber danach hat er mir diesen Dreher gegeben. Und er gesagt hat, nimm das Öl raus, High Carb Low Fat, überleg richtig, es ist nicht der Zucker. Ich habe mein ganzes Wissen habe ich von ihm. Obwohl ich Veganer bin, durch mich selber, ne, durch meine Herzprobleme. Okay, da kommt eine PayPal Donation reingeflogen von Jochen Wiesel. Ach hi, danke für deine Donation. Und kein Kommentar geschrieben. Vielen, vielen Dank, Jochen Wiesel, für deinen Support. Super cooler Typ. Ne? Du hast Katjes Video rausgebracht, habe ich gesehen. Super nice. Mach weiter so, ja. Immer für die vegane Sache kämpfen. Ich habe dir auch die Bilder geschickt. Ne? Hast du ja. So. Ohne dich wäre ich nie so glücklich und gesund geworden. Das hört man gerne. Das hört man sehr, sehr gerne. Danke, Ibi. Engel, wäre ich Multimillionär, würde ich 2 Millionen spenden, damit das Politik kommt. Damit das Politikvideo kommt, ja. Ja. Ja, für einen bestimmten Geldbetrag würde ich natürlich das Politikvideo raushauen. Das ja, lebensveränderndste Video für alle Menschen, die das Video sehen. Aber natürlich müsste das so ein horrend hoher Betrag sein, weil der müsste mich ja absichern, ne, für den Rest meines Lebens. Deswegen kann man sich das vorstellen, dass das natürlich sehr problematisch ist. So, ne, also die, wie ich schon mal gesagt habe, die wahrscheinlichste Möglichkeit, dass ich das Politikvideo irgendwann rausbringe, die ist durch Kanalmitglieder. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. In dem, so wie jetzt, ich habe heute 4 neue Mitglieder dazu bekommen, dass ich Mitglieder kriege, mein Kanal wächst und irgendwann habe ich so viele Mitglieder, dass ich sagen könnte, okay, wenn ich jetzt die Hälfte verliere, würde es mir immer noch gut gehen.
kann ich mir Brot und Wasser leisten, dann bringe ich das Video raus. Und am besten in 2 Jahren, also zu den Bundestagswahlen 2021, weil ich dann den Wahl-O-Mat durchgehen würde, ja, im Video. Und das Video würde etwa 2 Stunden gehen. Und euch eine komplett neue Sicht auf die Welt geben. Ja, die allermeisten, glaube ich, haben die Welt aus diesem Blickwinkel noch nie betrachtet. Und ich würde mich auch interessieren, was meine Eltern und alle Menschen, die ich kenne, davon halten. Oh mein Gott. Beate Schreiber, vielen, vielen Dank. Okay, vielen, vielen Dank für deine Mega-Donation. Lassen wir es bei Beate. 40 Euro, vielen Dank, hat keinen Kommentar geschrieben. Vielen Dank für deine Mega-Donation. Und ja, vielen, vielen Dank für deinen Support. Du bist auch immer auf meinem Kanal, hast ja neu auf meinem Kanal gefunden. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. So wie du schreibst, konnte ich dir sehr, sehr weiterhelfen. Du hast mir allerlei Sachen geschickt auf Facebook. Und ja, scheint alles gut zu laufen mit der Ernährung und alles. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ach, Leute, ey. Ah, okay, Beate wurde gerade vom Thron gestoßen. Ach, du Elend. Ich sag doch, was ist denn heute los, ey? Was ist denn los, Leute? Was ist denn heute auf dem Stream los? Also, vielen Dank, Beate. Ich werde nochmal auf Facebook. Ich habe ja gesagt, ich schreibe auf Facebook nicht, ne, weil es ist einfach zu viel. Und vielen, vielen Dank dafür. Aber ich gucke noch mal. Ich werde ja auf Facebook schreiben, Beate, okay? Vielen, vielen Dank. Du bist ja auch da. Dankeschön, Beate. Danke. Und ja, auch für dich so, für jeden eigentlich, der mir spendet, werdet lieber Mitglied. Oder wenn ihr Mitglied seid, nehmt einfach eine höhere Stufe. Das würde mir echt mehr gefallen als spenden. Weil ich sehe jetzt, du könntest locker als Mitglied aufsteigen. Und von daher, ne, aber vielen, vielen Dank, Beate, vielen, vielen Dank. Ich schreibe dir auf Facebook. So, ja, es gibt einen neuen Top-Donator. Gott im Himmel. 15 Kilo runter hast du, Beate. Ja, das passiert, wenn man sich an meine Ratschläge hält. Nimm das Fett raus, ne, und dann geht das Körpergewicht runter. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Gunnar. Für die 50 Euro. Vielen, vielen Dank, Gunnar. Vielen Dank für deinen Support. Bist du im Chat oder... Oh, der schreibt einen Kommentar. Wenn das mal bei dir eng wird, dann kannst du hier reinkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist mir sehr wichtig, dass ich Leute habe, die mich auffangen, wenn ich falle. Aber ich glaube, davon gibt es viele. Und das ist sehr, sehr gut. Als ich damals ausgewandert bin, war das ja auch so, dass ich nach einem Wohnplatz gesucht habe in der Schweiz. Und es haben mir sehr, sehr viele Leute Angebote geschickt mit Fotos von ihrer Wohnung und haben gesagt, du kannst hier bei mir wohnen, kostenlos natürlich. Und ja, das ist natürlich so ein unfassbares Glücksgefühl, dass Menschen einen wirklich auffangen. Die reichen dir die Hand und sagen, ich fange dich auf. Das ist natürlich, das kommt vom Herzen. Da wird mir ganz anders, wenn ich an sowas denke, an so einen Support. Vielen, vielen Dank, Gunnar. Mach dicke Arme, bist du das oder was? What? Vielen, vielen Dank für diesen Support und für deine Nachrichten, dass du mich auffangen würdest. Ach, das bist du, dicke Arme. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Danke, Mann. Vielen Dank dafür. Jetzt kannst du ja donaten, ne? Deswegen bitte nicht kündigen und Mitglied werden. Ne? Du verschenkst das Geld, von den 50 Euro schenkst du 20 Euro an YouTube jedes Mal. Deswegen einfach bleiben, einfach Kanalmitglied bleiben und dann ist alles gut. Okay, ich mach dicke Arme, ich mach Liegestütze, weil du bist ja heute Mitglied geworden. Ja, vielen, vielen Dank. Muss weitermachen. Viel Spaß euch allen. Mach's gut. Mach's gut. Sommertau. Mach's gut.
So, und ich lese eure Kommentare gleich. Ich komme überhaupt nicht mehr mit, was hier abgeht gerade. So. Genau. Ich mache jetzt Liegestütze für machtdicke Arme. Erklär bitte die Mitgliedschaftsstufen. Okay, gleich. 10 Hardcore-Liegestütze, erhöhte Beinstellung für machtdicke Arme. Yes, Team Lichtblick. Herzlich willkommen bei Team Lichtblick. Mein Gott, wie viele Mitglieder habe ich? Mein ganzer Chat ist grün am Leuchten. Upgrade auf mächtiger Nago. Ja, da will mich jemand aufpumpen. Ich sehe es schon. Direkt 10 hinterher. So sieht es nämlich aus. Yes, nochmal 10 für dich. Danke, Red Chameleon, für deinen mega Support. So. 60 gemacht. Ihr bringt mich ins Schwitzen, Leute. Bojo gleich. Ja. Wenn jetzt noch ein Mitglied reinfliegt, dann bin ich im Eimer. 60 Liegestütze. Ich spüre es schon langsam. Langsam wird es zäh. Liegestütze machen dicke Arme. Yeah. Ich habe hier ein Body-Update-Video gemacht. Vor 2, 3 Wochen. Da kann man mich sehen. Nackt. Nackt sehen. Nackelig. So. Da kommen wir vor Anstrengung, kommen hier schon die Luftbläschen hoch. So, was hatten wir hier? Ah, es sind so viele Kommentare. Bojo hat irgendwas geschrieben. Unge hat mir geschrieben, dass er wieder ein Skandalvideo rausbringen will. Der hat dir geschrieben. Einen Moment. Das muss ich jetzt wissen. Bojo. Bojo. Genau. Ach, diese Nachricht hast du die ganze Zeit geschrieben. So, Bojo. Kannst du mich privat anschreiben? Schreib mich mal privat an. Vielleicht kommen wir in Kontakt. So, falls du, wenn du privaten Kontakt mit Unge hast, dann schreib mich mal an. Vielleicht können wir uns zu dritt zusammentun. So, Red Chameleon, nochmal vielen Dank, dass du den Veganismus unterstützt, dass du die Fahne hochhältst. Oh, wie viele Mitglieder? Guckt euch mal die Mitgliederzeichen an. Oh, snap. Mann, ist das hier am Brennen heute. Unfassbar. Oh, danke, lieber Gott. Oh, lalalala. Vielen Dank, Leute. Wieder, wie immer, so ein mega geiler Stream. Oh mein Gott, das ist so unfassbar geil. Einfach, die machen so Spaß. Die ganze Community ist da. Wir reden alle miteinander. Wir helfen uns alle gegenseitig. Gute Laune. Alle sind positiv. Ja, ist einfach so geil. So angenehm. Es ist so angenehm. Oh mein Gott. Ich liebe es. Aber ich will das auch nicht zu oft machen, weil wenn man irgendwie alle 2 Tage oder einmal die Woche Stream macht, dann wird das eintönig. Ihr seid ja jetzt alle hier, 130 Zuschauer. An Silvester mache ich vielleicht einen 6-Stunden-Stream von 19 bis 1 Uhr nachts. Was soll ich da machen? Hat jemand eine Idee von euch? Wo soll ich dich anschreiben? Twitter privat, Facebook privat, E-Mail. Falls du die selber findest, wenn du die nicht selber findest, dann schreib mir da nicht. Und ja, also Facebook, Twitter, wenn es geht. Nicht Instagram. Ich lese nichts auf Instagram. Ich möchte nach skandinavischen Ländern wie Island. Fancall. Ja.
Hat jemand Ideen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. In einem 6-Stunden-Stream eigentlich nur ein Computerspiel spielen. Serious Sam hatte ich da in als Idee. Muss ich mir aber dann eine Grafikkarte kaufen, weil ich keine, weil ich habe in diesem Rechner jetzt, mit dem ich streame, habe ich keine Grafikkarte. So. Wie Unge mal gesagt hat im Stream, ich bleibe vegan, bis ich sterbe. So sehe ich das auch. Ja. Also gibt es da irgendeine andere Variante? Ne? Was gibt es für Variante? Mir ist völlig egal, mir als Mensch. Guck mal, ich bin ein Mensch. Es ist egal, was mit mir passiert. Ob ich an einem Herzfehler sterbe, ne, durch Veganismus, ob mir die Zähne ausfallen, die Haare ausfallen, was auch immer mir passiert, ein Arm abfällt wegen Veganismus. Es ist völlig egal, ich werde immer Veganer bleiben. Es ist mir völlig egal, ich werde durch dick und dünn gehen als Veganer, aber ich werde niemals den Veganismus aufgeben. Ja, niemals. Das ist einfach der Punkt. Weil das kann ich nicht machen, weil ich das mit meiner Moral niemals vereinbaren könnte. Ich hoffe, ich bin zwar Agnostiker, aber ich hoffe, falls es einen Gott gibt, dass man Rechenschaft dafür zahlen muss, für das Schlechte, was man getan hat. Ja, und ich habe Schlechtes getan 27 Jahre lang. Und ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Ja, mit der Strafe, die gerecht dafür ist. Ja, Schmerzen, Leid, was auch immer. Ich bin bereit dafür, für das, was ich getan habe, zu bezahlen. Ja, vor Gott. Deswegen könnte ich niemals wieder weiter Schlechtes machen, weil du lädst dir ja immer weiter Schlechtes auf deinen Buckel. Ne? Das ist das Ding. Sehe ich auch so, Eugen. Walking Crow, vielen Dank. So ist das bei mir. Ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken oder vor einem Stück Fleisch sitzen. Ich würde mich so unwohl fühlen, es würde mich innerlich zerreißen. Wie heißt du auf Twitter? Kann jemand. Ich kann keine Links senden. Tja. Mr. Lichtblick heißt ich da, glaube ich. Ich habe mit Twitter eigentlich nichts zu tun. Ja, habe ich das nicht unter meinen Videos? Ja, jetzt versuch mal schnell die. Ja, wie kann ich das sehen? Wie kann ich meinen eigenen. Ach da. Ich guck mal, kann ich Links posten oder werde ich gebannt? Oh. So. Du hast privaten Kontakt mit Unge? Ja, ich muss Unge mal anschreiben. Ich schreibe den mal an. Und frag mal, was Phase ist bei ihm. Ja, das werde ich machen. Karma auch ganz wichtig. Karma. Karma is a bitch. Ne? Karma wird dich treffen. Und deswegen, dieses Karma will ich nicht auf mich laden. Ja? Leid und Tod verantwortlich zu sein. Ich esse eine Banane und Haferflocken. Das esse ich anstatt verrottende Kadaver oder Tierausscheidungen. Göttliche Gerechtigkeit, ja. Ich glaube auch an sowas. Ich hoffe, dass es sowas gibt. Ne? Wäre ich jetzt irgendwie irgendein Heuchler oder Lügner, dann würde ich jetzt sagen, ja, hoffentlich gibt es Gott nicht. Hoffentlich werden wir nicht dafür bestraft, weil ich will nicht leiden. Nee, nee, ich sage euch die Wahrheit. Ich hoffe, es gibt Gott. Ich kann es aber, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Und wenn es Gott gibt, werde ich die Strafe dafür kriegen. Ne? Für das Leid, was ich verursacht habe. Und ich bin bereit dafür. Ne? Halt mir die Arme abzuschneiden oder was auch immer. Keine Ahnung. Upgrade auf mächtiger Nago. Hier geht's los. Hier geht's los. Ein Upgrade. Vielen Dank fürs Upgrade. Vielen, vielen Dank. 10 Liegestütze für jedes Upgrade. Du willst mich auch trainieren, ne? Logical Nutrition. Vielen Dank für deinen Support. 10 schwere Liegestütze mit erhöhter Beinstellung. So, schnacken wir das weg. Schnick, schnack. Und die Liegestütze sind weggedonnert. Ach, come on.
Vegane Germane, dich kann ich nicht einholen, okay? Was Muskeln angeht. Du brauchst gar nicht zu versuchen. Ja, hier Mitglied werden und alles. So krass wie du werde ich nicht. Also, mach keine Welle. Mach keine Welle. Danke, vegane Germane. Genau das. Oh, Face. Ist das der echte vegane Germane? Ah. Oh. Aber ich versuch's. Direkt noch 10. Okay, Leute, ist aber gut, Der vegane Germane höchstpersönlich. Achtzig Liegestütze habe ich heute gemacht. Vielen Dank für die Mitgliedschaft. Der vegane Germane. Live dabei. Hier, erzähl mal. Ich habe gestern deinen Stream angefangen zu gucken. Wie war das Spiel? War das richtig Horror? Das hat mich übelst interessiert, weil du hast gesagt, es schockt dich nichts und so. Erzähl mal. Wie war das Spiel? Oh. Gott im Himmel, fast vergessen. Oh, jetzt ist es aber klein. Verdammt, ist das klein. Wie könnte man das machen? Oh, ich weiß. Könnte man das so machen? Ja. Ich sehe das alles genau wie du, Eugen, mit der Lebensphilosophie. Allerdings ist es sehr bedrückend, dass trotz der eigenen Entscheidung so viel Leid jede Sekunde passiert. Ja, da hast du absolut recht. Ja, wir sind uns da absolut, denke ich. Es kommt ein großes Video über Lebensphilosophie, meine Lebensmaximen. Und ja, da sind wir uns sowas von einig. Die ganze Moralsache vor allem. Ich habe ja ein Video über dich gemacht, zu deinem Moralvideo. Was sehr gut angekommen ist und was bis heute gut Klicks kriegt, nur weil dein Name da drin steht. Deswegen, ja. Und ich bin auch niemand, der auf Hater reinfällt, so wie David Banana oder sowas. Sondern ich weiß, ne, deine Hater kommen zu mir und erzählen Sachen über dich. Ne, und naja, die verschwinden natürlich alle ins Nirvana. Für immer. Deswegen, weil ich falle nicht auf Hater rein. Ne, ich bin kein Naivling. Deswegen, ich bilde mir meine Meinung selber über einen Menschen. Und niemand bildet mir meine Meinung. Ne? Das ist der Punkt. So. Das Spiel war heftiger, als ich dachte. Heute Abend geht es weiter. Es ist 21 auf Twitch. Besucht ihn auf Twitch. Ich sehe bei dir auch, wenn du diese Vorschau machst, dann schreiben da Leute, wenn dein Stream anfängt, schreiben die ja, oh, vegane Germane, du hältst nichts ein, schon wieder kommt der Stream nicht, schon wieder ausgefallen, die checken nicht, dass du auf Twitch streamst. Jesus Maria, denke ich mir immer so. Ja, ich gucke heute auf jeden Fall vorbei, auf jeden Fall. War echt schlimmer, als du dachtest, krass. Krass, krass. Ich könnte sowas niemals spielen, ich gucke auch keine Horrorfilme. Bei mir ist es ganz genau andersrum als bei dir, das nimmt mich übelst hart mit. Macht mich richtig kaputt, sowas. Und von daher könnte ich niemals. So, einen Moment, ich habe hier wieder alle die ganze Übersicht. 80 Liegestütze mit erhöhter Beinstellung. Ihr seht schon, ne, ich bin breiter geworden jetzt, ohne Scheiß, oder? Guck mal, bin ich breiter geworden?
Ich habe keinen Hals mehr vor lauter Muskeln. Ich bin richtig kantig geworden. Ich spanne überhaupt nicht an, Leute. Das ist jetzt normal. Ohne Witz. So sehe ich jetzt aus nach 80 Liegestützen. Man muss es halt ernst nehmen. Im Dunkeln mit guter Grafik. Ja, ne? Du musst auch hier du hast ja diese Audio-Einblendungen. Ich finde, die machen so ein bisschen die Atmosphäre kaputt, weil die sind lustig und dann fliegst du aus der Atmosphäre raus. Und ich werde auch nicht so oft den Chat lesen, weil das distractet einfach nur. Aber solche Spiele, Mann, die machen mich so platt. Aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich das doch so mitnehme. Du meintest auch voll interessant. Meinst du, dass du denkst nicht, dass Hypnose bei dir funktioniert? Oh, wenn du da nicht falsch liegst. Wenn du da nicht falsch liegst, Andreas. Ich dachte auch, das ist Blödsinn, bis ich das mal selbst erfahren habe. Jetzt nicht am eigenen Körper, aber ich bin mit einer Freundin zu einem Hypnotiseur gegangen, in so eine Veranstaltung. Der hat dort, hat er auf die Bühne meine Freundin geholt, meine damalige Freundin, und hat sie hypnotisiert. Und beim Sprechen, als sie die Hypnose vorgesprochen hat, sind Leute im Publikum umgefallen. Die sind hypnotisiert worden, einfach nur weil sie zugehört haben. Der hat gar nicht zu ihnen gesprochen, aber die haben zugehört und sind umgefallen. Und ich hatte ein komisches Gefühl. So eine Schwäche hat mich irgendwie getroffen, als der geredet hat. Ne? Glaub mir, das ist echt. Ne? Also meine Freundin hat mir erzählt, sie war echt weg. Das ist echt. Das funktioniert wirklich. Ja, ich war auch skeptisch. Sagt niemals nie, indeed, sagt niemals nie, das funktioniert wirklich. Ne, der kommt zu dir, der sagt dir so ein paar Sachen, du fühlst dich so ganz seltsam, dann knickst du weg, obwohl du natürlich noch da bist. Dann hält er dich so ein bisschen und dann sagt er, du weißt nicht mehr, wie du heißt, und dann weckt er dich auf. Und dann weißt du nicht mehr, wie du heißt. Glaub mir, du weißt es nicht mehr. Ne? Und dann, das Lustige war auch, als er die aus der Hypnose rausgeholt hat, sind die im Publikum, die umgekippt sind, sind auch aufgewacht. Ne? Weil der hat da runtergezählt, 3, 2, 1, und dann zack, sind die auch aufgewacht. Richtig krass. Und ich hatte so ein seltsames Gefühl in mir, weil ich dem auch zugehört habe. Das ist krass. Es sind 1 Million Kommentare reingekommen. Sorry, Leute. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Mach mal einen Discord-Server, meinst du? Für deine Community? Ja, könnte man machen, ja. Ich bin auf Discord, aber ich habe keinen Server. Lies mal einen Kommentar von vorhin, ja. Ein Moment, ein Moment. Ja, hier sind es hunderte Kommentare. Keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Bojo, genau. Das war das mit dem. Zurzeit nicht mehr so viel, aber ja, ich habe Kontakt mit ihm, kann aber zurzeit nicht so viel sozialen Kontakt haben, weil ich schon ziemlich labil bin. Oh. Okay. Okay. Ja, du schreibst mich an und dann können wir auf Discord schreiben oder sprechen oder was auch immer. Ja, schreiben eher. Irgendwas los, setz dich doch mal vor die weiße Wand. Die sind doch alle mit von der Partie gewesen. Nee, sind die nicht. Sind die nicht. Meine Freundin wurde hypnotisiert. Die war weg. Die hat mich ja wohl nicht angelogen. Ne? Die war wohl nicht mit ihm. Allerdings, glaub mir, die waren nicht von ihm. Die sind genauso wie ich dort reingegangen. In die Hypnose-Show. Glaub mir, Leute, Hypnose funktioniert. Glaubt mir das. Ich muss jetzt los. Bojo, mach's gut. Ja, wir schreiben. Wegen der Unge-Sache. Wo ist der Unge? Wieso kommt er nicht ins Stream? Ich meine, Oliver Janich sitzt hier im Stream. Ja, will nichts sagen, natürlich. Weil er hier, ne, natürlich zerfetzt wird. Aber ja. Ich würde mich freuen, Oliver Janich, wenn du irgendwas schreibst. Und du kannst uns ja erklären, warum Veganismus so schlecht ist. Weil ich sehe dich ja in der Teilnehmerliste. Da. Von daher. Schreib doch mal etwas. Genau. Kannst du mal erklären, wie ungesund Veganismus ist. Was hältst du von Nestlé? Ja, was halte ich von Nestlé? Natürlich die übelst schmutzige Firma. Aber natürlich, ja, die sind Wasserhersteller und alles und man kann nichts gegen die machen. Was ist mit Bananen? Habe ich was verpasst? Bananen? Nee, Bananen immer unlimitiert essen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Da sind 1000 Kommentare noch. Genau, hat der vegane German noch was geschrieben? Fass mal deine.
Ach so, ja, fass mal deine Brüste an, die sind jetzt richtig hart, ja. Ja, es geht noch, es geht noch. Es geht noch, aber ich fühle schon richtig Body. Ich fühle schon richtig so der vegane Germane-Style. Ja, ich fühle schon. Vielleicht werde ich auch irgendwann so ein Body wie der. So, was hat mir schon. Wie heißt das Spiel? Hat er hoffentlich geschrieben. Irgendwie heißt das ja Visage oder irgend sowas. Versace oder. Oder irgendwie so heißt das Spiel. Genau. Eugen, ich kaufe seit Monaten nichts mehr von Alpro, weil ungemein gesagt hatte, man soll die nicht unterstützen. Was meinst du dazu? Der vegane Joghurt war halt schon so gut. Ja, man sollte die unterstützen. Und zwar, wenn du vegane Produkte kaufst, unterstützt du den Veganismus. Es ist völlig egal, was die anderen produzieren. Pipapo, du unterstützt das vegane Produkt, wenn du es kaufst, weil du hast es gekauft. Die haben minus eine Einheit davon und deswegen produzieren die plus eine Einheit, um das Regal aufzufüllen, jetzt im übertragenen Sinne. Deswegen ist es gut, veganes zu kaufen. Du förderst damit die Herstellung von veganen Erzeugnissen. Also kaufen. Jetzt unabhängig von dem gesundheitlichen Punkt. Bleib doch wie du bist, eher zartgliedrig. What do you mean? Ich würde das nicht so eng sehen mit dem auf. Hey, man kann sich ja auch mal irren. Ich habe keine Ahnung, was für ein Zusammenhang das jetzt war. Ungeliebt wahrscheinlich im Pool. Wahrscheinlich ja auf seinem Dach im Pool, so wie ich in Zypern auch in meiner Wohnung auf dem Dach auf dem Pool lag. Habe ich ein Bild auf Instagram hochgeladen. Ich habe ja ein Video gemacht vom Pool, ne? Ist auf meinem YouTube-Kanal. So. Ja, von David Banane habe ich mich entfernt. Oliver Janich zeigt Stärke und sagt was. Ja, genau, Oliver Janich. Let's go. Komm, du bist doch hier. Sag mal was. Ich kenne den wahren Gott JHWH. Schon sehr gut und ja, auch mit den Dämonen hatte ich leider schon Erfahrung. Okay. Was ist hier mit David? Ich verstehe nicht. Ach du, ich habe verstanden, was mit den Bananen. Du fragst wegen David Bananen auch so. So. Der Gott der Christen, Jehova, ist ein. Okay, so, gucken wir mal. Hab bei Herr Janich mal reingeschrieben, warum er Anti-Vegan-Videos machen will, kam keine Antwort. Ja, soweit ich gehört habe, also meine Zuschauer haben mir geschrieben, sobald die meinen Namen erwähnen, wird der Kommentar entfernt. Ja. Ist ja sein Kanal, kann er machen, was er will. Ja, dachte ich auch, Billy, dass er schwer in Ordnung ist, bis er da, ja, erzählt hat, wie der Hatern glaubt, was sie ihm über mich erzählen und dass er auf der Seite vom Maulwurf ist. Seitdem habe ich gesagt, okay, I'm out. Ich bin raus. Ich folge definitiv nicht den Lehren. Deinen Namen habe ich nicht. Ach so, ja. Übrigens, hallo. Vegan Bodybuilding Stefano. Hallo, ich habe dich gar nicht gegrüßt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Bei welchem Thema? Ich habe hier irgendwo Fragen beantwortet. Genau. Es gibt hier ein paar Sachen, die will ich jetzt nicht unbedingt vorlesen mit den Religionssachen. Aber Leute, haut mir eure Fragen raus. Haut mir eure Fragen raus. 130 Zuschauer. Ja, ich beantworte alle euren Fragen, jetzt nicht unbedingt zur Religion. So, genau, wir sind bei 80 Liegestützen. Das ist so hart. Hätte ich nicht gedacht, dass ich 80 Stück mache. Ist nice, aber ich merke schon, ich bin verschwitzt. Anstrengend. So, mein Gott, ist das viel Text, den ihr da runterdonnert.
Natürlich hat Oliver Angst, hier niedergemacht zu werden. Er ist eben Raucher und Fleischesser. Oliver, jeder kann es schaffen. Ja, das Problem ist halt, dass es, ich kann ja auch absolut verstehen, weil es ist ja absolut unfair, wenn ich gegen ihn etwas sage oder mit ihm debattieren will. Weil der hat von dem Thema ja keine Ahnung. Das ist ja das Problem. Genauso, ne, ich bin bei diesem Thema Veganismus hier und er hier. Ne, also komplett, schätze ich mal, komplett ahnungslos. Der hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben eine Studie gelesen. Ne, und ich bin hier. Und zum Beispiel jetzt beim Thema Epstein dreht sich das um. Da hat der natürlich 100-mal mehr Ahnung als ich. Deswegen ist natürlich problematisch. Natürlich wird es dann niemals zu einer Debatte kommen. Der wird sagen, okay, du hast gesagt, Hashtag Olli will reden, ich debattiere mit dir, wird er natürlich nicht machen. Was will er denn mir sagen? Was will er mir über Veganismus erzählen? Das ist ja, das ist einfach nur unfair. Was ich natürlich absolut nachvollziehen kann, dass er das nicht will. Das ist absolut nur unfair. Der hat sich da, ne, du kannst hier, er sollte sich irgendjemanden suchen aus der veganen Szene. Irgendjemanden, ne, aber nicht vielleicht ganz genau mich. Er hat er sich ganz genau einen rausgesucht, ne, an dem er sich einfach nur die Zähne ausbeißen wird. Und das wird er merken, sobald er meine Videos guckt. Von daher, sucht ihr, der kann debattieren mit Petra Bracht oder solchen Leuten, ne, sowas hier, sowas Offizielles oder so, ne, sowas in Ordnung, aber mit mir jetzt, also das ist ja. Ich bin natürlich dabei, natürlich jederzeit, jetzt, meinetwegen, ja, live, unvorbereitet, alles, let's go. Ja, let's go. Ja, ich habe alles hier oben drin, deswegen komm jetzt, reden wir, ne, für eine Diskussion. Upgrade auf die höchste Stufe, die es gibt. Die Beate. Vielen, vielen Dank, Beate, für deinen Support. Ich werde dir auf Facebook schreiben. Ich habe da schon länger nicht reingeguckt. Bei dir steht wahrscheinlich, dass ich das gesehen habe. Deine Nachrichten sehe ich aber nicht, weil wenn ich Facebook öffne, das ist meine Startseite, die Privatnachrichten. Deswegen öffnet er deine Nachricht immer als erstes. Deswegen, ne, habe ich das schon länger nicht gelesen, aber der öffnet deine Nachrichten immer. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen Dank, Beate. Und 10 Liegestütze natürlich. Vielleicht machen wir echt heute die 100 voll. Danke, Beate. Du willst auch, dass ich Buddy bleibe, hä? So wie in dem Video. Buddy, Buddy. Okay. 10 perfekte Liegestütze mit erhöhter Beinstellung. Bambalu, Bambalu, Bambalu. Ja, das ist okay. Das ist absolut okay. Aber langsam wird es wirklich, wirklich zäh. Ich merke schon, langsam fängt es an zu ziehen. Ich hoffe, wir kriegen noch die 100 voll. Books in Vegan wäre allerhöchste Zeit, dass du auch unsterblicher wirst. Weil du bist ja schon, ne, eine Stufe davor. Ach ja. Vielen Dank, Abigail, Beate, für deinen Mega-Support. Willst du Moderator werden? Kannst du haben. Du hast jetzt das Recht dazu. Okay, weil top. Die Leute, die die höchste Stufe haben, Mitgliedsstufe, die haben das Recht, Moderator zu sein. Ne? Das ist so ein Perk, den man hat, wenn man der, ja, absoluter Top-Supporter des Kanals ist. Musst du mir aber sagen, ob du das möchtest. So, vielen, vielen Dank, Beate. Ne? Vielen, vielen Dank. Hier einmal. Der Jesus in den Chat. Dankeschön. So, und du hast ja auch noch, ne, eine Mega-Donation reingedonnert und alles. Der Wahnsinn. Aber hier stimmt alles, ne? Genau. Stimmen alle Daten, die dort stehen. Genau. Einmal Jesus in den Chat. Oh, für Beate. Das Schlimme ist, der Film, ne, Passion Christi 2, irgendwas ist mit dem passiert. Die haben das Cover rausgenommen und das Datum 2019 oder 2020 rausgenommen. Das ist gar nicht gut, Mann. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist der Film, auf den ich mich am allermeisten gefreut habe, weil ich so Passion Christi 1 so geil fand. Und deswegen, ja, echt mega schade. Nicht, dass sie den abbrechen. Muss man Mel Gibson fragen. Ne, macht ihr den Film? Mann, ich will so gern wissen, die zeigen da im zweiten Teil Jesu Wiederkunft, wie Jesus wieder zurückkommt. Mann, das will ich so unbedingt sehen.
Ne, wie die das verfilmen. Das wäre so genial. Tina klappt leider nicht. Sorry, sorry, sein nur für Mitglieder. Nur Mitglieder können diese Emotes machen. Dieses Emote hier ist übrigens das Lieblings-Emote vom veganen German. Das hier. Hi guys. Hi guys. Das muss man eigentlich immer posten, wenn der vegane Germane etwas schreibt. Bald kommt Star Wars Episode 9. Indeed. Hast du Game of Thrones zu Ende geschaut? Ja, habe ich zu Ende geschaut. Und es ist ja, eine Serie wie jede andere. Ja. Nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. War gut, natürlich. Natürlich war die Serie gut, aber jetzt nicht, wo ich sage, boah, diese Serie, das ist ja die Serie des Lebens. Ne? Leider nicht, leider nicht. Boah, ich bin so auf die Unge-Sache gespannt. Ey. Will er echt nochmal mit dem Thema anfangen, jetzt, wo der raus ist aus Deutschland oder diesen ganzen Stress nicht haben wird? Oh Mann, wenn er wirklich durchzieht diesmal. Ne? Einmal wenigstens einmal die Woche ein Video raushauen. Milch ist Gift. Milch ist Gift Teil 2. Milch ist Gift Teil 3. Oh ja, das wäre was. Da würde ich ihm echt gerne zur Seite stehen. So. 90 Liegestütze geschafft. So sieht's aus, meine Freunde. Gebt dem Stream einen Daumen hoch, wenn ihr stolz seid auf meine Leistung. 90 Liegestütze. Daumen hoch, würde ich mich mega darüber freuen. Wäre echt nice von euch. So, kurze Frage. Schwarzkümmel generell hat das viele beziehungsweise welche Auswirkungen auf den Körper? Hat das viele? Ja, sicher hat das viele. Alle Auswirkungen sind ja sekundäre Pflanzenstoffe drin. Und was Schwarzkümmel im Körper macht, das musst du nachlesen. Also was es im Körper macht. Ich kann dir ganz grob natürlich sagen, was es im Körper macht, weil es macht genau das gleiche im Körper wie jede andere Pflanze. Ne? Blutdruck senken, Anti-Atherosklerose, solche Sachen. Von daher antikarzinogen ist es natürlich, ist ja ganz klar. Und von daher, das sind so die Wirkungen von Schwarzkümmel, die nichts mit Schwarzkümmelöl zu tun haben, ganz wichtig. Ne? In Schwarzkümmelöl ist kein Schwarzkümmel. Da ist nur das Öl vom Schwarzkümmel, also das Gift, das man dort in der Flasche konzentriert, ne? Und den Menschen für blöd verkauft. Und die Menschen fallen leider darauf rein. Ich glaube persönlich wirklich, die Menschen wissen nicht, dass in einer Ölflasche keine Oliven sind. Ich habe tatsächlich Leute gehabt, die haben gesagt, es ist dasselbe, eine Olive zu essen und Öl zu trinken. Habe ich wirklich gehabt, solche Menschen. Okay. Öl ist Gift, weiß ich, dank dir. Genau, sehr, sehr gut, Julia May. Sehr, sehr gut, dass du das verstanden hast. Das ist eines der wichtigsten Sachen, das zu verstehen. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Das ist ein absoluter No-Brainer, dass Öl Gift ist. Aber Menschen tun sich schwer damit. Oh boy, tun sie sich schwer damit. Ach, hör bloß auf. Ich frage mich, warum das niemand mit dem Öl versteht. Das ist fürchterlich. Es ist der absolute Horror. Jedes Video von mir gegen Öl, das wird so kaputt gedisliked. Ja, Schwarzkümmelöl ungesund. Was redest du da? Die ganzen Studien und Pipapo, ja, die Studien der Ölindustrie, ne? Studien, man braucht keine Studien, du brauchst ein Gehirn. Ein Gehirn, du nimmst reines, isoliertes Öl zu dir. Rein Fett nimmst du zu dir, das es in der Natur nicht gibt. Nimmst du zu dir ungebunden, es ist 100% ungebunden, nimmst du zu dir. Und denkst, dieses isolierte Reinfett, diese Radikalpleure ist das ja, das ist ja oxidiert, hat ja Luftkontakt. Und das nimmst du zu dir und denkst und glaubst an irgendwelche Studien, oh, das wirkt gegen Krebs, gegen Alzheimer. Isoliertes Fett, Radikalpleure hilft dagegen, gegen Krebs, wirklich. Ein Oxidant, das zum größten Teil schon oxidiert ist, hilft gegen Krebs. Ein Oxidant, really. Nicht, vielleicht verwechselst du es vielleicht mit einem Antioxidant, ne? Wie zum Beispiel einem Apfel. Ne? Du isst einen Apfel, das hat Antioxidantien, das schützt vor Oxidation. Okay, es ist unfassbar, das mit dem Öl. Es ist einfach unfassbar. Ja, was mit dem Moderatorstatus? Hat sie was gesagt? Sorry, ich komme hier überhaupt nicht mehr mit. Du hast nichts mehr geschrieben seitdem, hä? Abigail Beate sehe ich hier nicht. So, okay, wo waren wir? Öl ist Gift, genau, das wäre cool mit Unge, ja, das mit Unge. Es ist ja schon passiert, das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten das ja schon alles. Wir hatten das.
Der hat meine Videos verlinkt, meine Studien hat er verlinkt, der hat ja meine Quellen genommen. Der hat danach gefragt, darf ich die nehmen? Habe ich ja gesagt. Und hat er meine und hat mich auch erwähnt und alles, ne? Und es fing langsam an, ins Rollen zu kommen, das ganze Thema. Und ich dachte, ich habe ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ungerettet Deutschland. Ne? Der kann Deutschland verändern. Der hat ja so eine Reichweite. Das Video Milch ist Gift hat über 1 Million Aufrufe gekriegt. Ne? Was er bewegen kann. Ja, und wir hatten das schon alles. Wir haben schon geschrieben, ja, komm, hier Video, dies und das. Der hat ein Video gemacht, hat es rausgebracht, alles. Wir waren schon da. Wir waren schon am Ziel. Und dann hat er alles hingeschmissen. Das ist das Problem. Der hat alles wieder hingeschmissen. Wir hätten da richtig ein großes Ding draus gemacht, aber leider hat er hingeschmissen. Das ist so unfassbar bitter. So unfassbar bitter, mein Gott. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie leid mir das getan hat, als er dann angefangen hat, Titel zu verändern, Videobeschreibung, dann endgültig alle Videos wieder runtergenommen hat. Pah. Mich hat so hart getroffen, weil ne, die ganze Hoffnung ist verloren gegangen. Die ganze Hoffnung ist erloschen. Und das ist so schmerzhaft einfach. Ne, so unfassbar schmerzhaft, weil er ganz genau das Bessere macht als Rezo zum Beispiel, der hingeht und sagt, jeder macht, was er will. Ne, jeder macht, was er will. Jeder soll selbst drauf kommen, hat er gesagt im Interview. Ne? Mit Tomatolicks. Hat er gesagt, jeder kann machen, was er will. Oder jeder, der hat gesagt, jeder muss selbst drauf kommen. Das hat er gesagt, nicht jeder kann machen, was er will. Ja, das ist einfach so bitter. Das ist sowas von die fürchterlichste Einstellung ever. Einfach die Menschen hoffnungslos lassen, ihnen nicht die Hand reichen, ihnen nicht helfen. Menschen nicht aufklären. Oh, komm selbst drauf. Ja, komm selbst drauf. Das wird nicht passieren. Das ist das Problem. Komm selbst drauf. Ja. Ich bin auch nicht selbst drauf gekommen. Ich bin darauf gekommen, als ich dachte, ich sterbe. Ich hatte solche Herzprobleme allerschlimmsten. Jeden Tag so ein Gefühl hier, so ein reibendes und so ein Druck. So manchmal musste ich so einatmen, damit dieses Druckgefühl weggeht. Das ging weg, wenn ich eingeatmet habe stark. Ne? Und so habe ich jeden Tag verbracht. Ich war am Sterben. Okay, und so bin ich auf Veganismus gekommen, weil ich dachte, woher kommt das? Das kann doch gar nicht sein. Dann habe ich gelesen, es ist das Cholesterin. Und dann ne, fing das an, habe ich das mich umgestellt, habe aufgehört, Cholesterin zu essen und ich bin kein Vegetarier geworden. Ich habe nicht reduziert. Ich habe gesagt, schwarz oder weiß. Das hat mir McDougal beigebracht, schwarz oder weiß. Ich stelle mich auf eine Seite, habe mich dahingestellt, kein Cholesterin gegessen, Fett rausgenommen, bumm, Probleme nach ein paar Monaten wurden immer besser, von Tag zu Tag immer besser, bumm, Probleme weg, Herzprobleme weg. Ja, ich hatte da schlimmste Arteriosklerose und dann habe ich die Studien gefunden, habe ich ein 40-Minuten-Video gemacht, wo das gezeigt wurde, ne? Diese verkrüppelten Gefäße sind so ganz dünn und verkrüppelt, die haben solche, die sind so, ne? Und dann gehen die Gefäße auf nach ein paar Monaten und sind offen. Ja, das habe ich danach festgestellt und mir dann gedacht, oh mein Gott, ne? Deswegen war das so, das klappt tatsächlich, es war wirklich das Cholesterin, unfassbar. Ja, und dann kommen Leute zu dir und erzählen, Veganismus ist schlecht. Ne? Und dann siehst du diese Menschen mit anderen Augen. Weil du halt weißt, was richtig ist. Du hast es gelebt. Du hast es erfahren. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, bestätigt. Und dann kommen Leute zu mir, die sagen, Eugen, du hast mein Leben gerettet. Ich wollte Herz-OP machen. Und ich habe den Termin abgesagt wegen dir, weil meine Herzprobleme sind weggegangen. Ne? Welche Beweise willst du noch haben? Diese Kommentare, die findest du, die habe ich ausgeschnitten, hochgeladen. Also ich erzähle dir hier nichts, ne? Du kannst sie finden. Und da ist auch das Video angezeigt, wo dieser Kommentar geschrieben wurde, so damit du auf das Video gehen kannst und den Kommentar sehen kannst. Von daher so wichtig, dieses Thema. Deswegen, ja, wenn ich irgendwie mega irgendwie schlecht auf Leute reagiere oder sowas, dann muss man verstehen, von wo ich komme. Ja, das gilt für jeden Menschen, jeder Mensch. Du wirst durch deine Umgebung gemacht. Die Umgebung macht dich zu dem Menschen, der du bist. Wenn ich jetzt nicht in Kasachstan geboren wäre und irgendwo in Afrika geboren wäre und da irgendwie in einem Dorf und ich wäre aber immer noch dieser Mensch jetzt, dann wäre ich jetzt anders. Dann wäre ich jetzt kein Veganer, ich wäre jetzt tot, ich wäre jetzt irgendwas anderes. Ich würde mir jetzt irgendein Steak reinziehen. So in dem Sinne. Obwohl ich derselbe Mensch bin. Weil die Umgebung macht dich zu dem, was du bist. So, ja, ich habe 1 Million, oh Gott, wie viele Kommentare habe ich hier verpasst. Der vegane Germane, ich glaube,
Er hat nicht nur Angst vor dem Hate. Wenn du mit so großer Reichweite Dinge sagst, die dem Etablissement widersprechen, dann kann schon ein Fallschirm nicht aufgehen. Ja. Der vegane Germane, ich weiß ja den tatsächlichen Grund, warum er damit aufgehört hat. Der hat es mir ja gesagt. Und ich kann es nicht sagen, weil es ist ein Privatgespräch gewesen. Von daher, ich kann dazu nichts sagen. Ich sage immer nur, ich finde es schade, dass er das gemacht hat. Aber ich kann dazu nichts sagen. Ich werde seine Privatsphäre nicht missachten. Aber ich weiß alles. Ich weiß, warum er was gemacht hat. Ja. Ja. Okay. Morgen haben wir die eine Stunde wieder, die uns geklaut wurde. Oh, ist morgen diese Uhrumstellung oder was? Das ist so, wenn ihr Proteine zu euch nehmt, das sind Isolate. Genau, wenn du es als Pulver zu dir nimmst, dann hast du ein Isolat. Indeed. Was ist mit Hadi Quelle und der Sache mit Spoilen mit dem Drachen? Ja, der hat damals gespoilert. Ja, genau. Spoilern ist immer Permaband, das ist ganz klar. Also, ich sage, ich will die Serie gucken und der sagt mir da einen der Schlüsselszenen aus der Serie. Ja. Was soll man da machen? wer tut so etwas? Also, Herrgott nochmal. Momentan geht es mir wieder spiritueller und cleaner. Nehme mir jetzt vor, aktiv zu sein bei deinen Videos. Ja, vielen Dank, das ist super. Sei immer schön aktiv, immer schön meine Videos kommentieren und Daumen hoch geben, ganz, ganz wichtig. Auch für den Stream wäre super nice. Genau. Hast du schon Joker mit Phoenix gesehen? Nein, habe ich nicht und ich freue mich übelst auf den Film. Und bitte nichts spoilern, ja. Resultiert übrigens immer in einem Permaban. Aber ich werde den natürlich sehen. Ich habe den in meiner Watchlist gespeichert, ist ganz klar. Die Serie ist das Beste. Wie heißt das? Game of Thrones, ja. Ich krieg schon langsam Knoten im Gehirn. Ich habe heute schon zu viel geredet. 2 Stunden 31 Stream. Das wäre cool mit Unge, ja, indeed. Ödes Gift, so ist es. So. Kann man zunehmen, ohne fett zu werden? Ja, mit Muskelmasse kann man zunehmen. Ich brate immer mit Wasser an, gleicher Effekt. Yep, mache ich auch. Oh mein Gott, ich habe das hier gezeigt. Ihr wisst ja, ne? Okkultismus, das ist das Satan-Symbol. Ne? Kann ich hier auch wieder mal so erklären, so, ne? Warum ich das so unfassbar lustig finde. Dass ich das so unfassbar lustig finde mit dem Okkultismus. Jetzt beim Okkultismus sagen die Menschen, wenn du den hier machst, den hier, was ganz viele Stars machen, dann heißt das, ne? Du hast hier 3 Sechsen, seht ihr? Das sind Sechsen. Das ist eine 6. 3 Sechsen. Jeder Finger eine 6. Und du machst halt diese 3 Sechsen, das heißt Teufel. So, und ich denke mir so immer, Mann, was redest du da für einen Unsinn? Wenn man sagt, guck durch die Finger, dann machst du den hier. Machst du den hier. Du hast 5 Finger und 2 machst du zu einem Kreis, um da durchzugucken. Jetzt hast du nur noch 3 Finger. Also, was soll man sonst machen? Natürlich zeigst du immer diesen hier und jeder Star, der durch seine Finger guckt, der macht diesen hier. Was soll er auch sonst mit den Fingern machen? Ich sag ja, ne? Okkultismus ist nichts anderes als Interpretation. Du interpretierst einfach irgendeinen Unfug rein in irgendwelche Sachen. Ich find's so zum Totlachen, diese Comedy-Kanäle, trau keinen Promi und so. Einfach nur wirklich Comedy pur. Sein Matrix-Video natürlich, Popcorn-Fiesta kann ich dazu nur sagen. Wieder da die Zahlen da irgendwie den Code oder sowas vom Film aufmacht und die ganzen Zahlen dort sieht und dann zieht er da irgendwelche Sachen aus den Zahlen. Aber ich habe zu Okkultismus ja ein Video gemacht, was mega schlecht angekommen ist. Wurde ins Nirvana gedisliked, aber naja, zum Glück darf jeder seine Meinung haben. Genau, kognitive Dissonanz. Die Ölverschwörung, ja, Ölverschwörung, das ist Illuminati Lifestyle. Das ist das hier. Illuminati Lifestyle. Es gibt ein Video von Mois auf YouTube mit dem Titel Fleisch ist Gift. Really? Aber ist das neu oder was? Ich glaube nicht. Ich denke, mit ein wenig Öl kommt der Körper schon zurecht. Vor allem, wenn man sich den ganzen Tag mit gesundem Pflanzen vollstopft. Ja. Stimmt.
Aber ungesund ist es trotzdem. Und ich könnte nicht verstehen, warum man Öl kaufen sollte. Also du musst ja hingehen und es kaufen. Du musst eine Flasche Öl in die Hand nehmen, was ich niemals machen würde. Aber ja, wenn Öl jetzt da ist, jemand bringt dir irgendwas und du kannst davon einen Esslöffel Öl probieren. Aus welchen Gründen? Oh, das ist hier das Plutoniumöl. So, probier mal. Und dann probierst du das Plutoniumöl und dann, klar, wird es nichts machen. So, wenn du es einmal probierst, und dann ist gut. Was habe ich da gerade gesagt? Plutoniumöl. Ich wollte irgendeine Frucht nennen, die es nicht gibt, so eine erfundene, dann habe ich Plutonium gesagt. Naja. Lichtblick. Also jetzt geht's aber los hier. Ich habe mich endlich gewagt und bin Veganer. Niklas B. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch, dass du Veganer bist. Freut mich sehr, sehr krass. Warum bist du Veganer geworden? Also durch wen bist du Veganer geworden, würde mich interessieren. Und warum? Der Mensch besteht aus Wasser. Öl und Wasser vertragen sich niemals. Das ist auch eine interessante Theorie natürlich. Ja, genau, du trinkst Öl und dann kommst du aus dem Gleichgewicht, na, weil du aus Wasser bestehst. Und dann ist das sehr, sehr schlecht. Indeed. Bei einem bin ich mir noch unsicher. Es streiten viele darüber. Nicht sicher, was du meinst. So, ich gehe jetzt zu. Okay, der Körper ist ja eine Entgiftungsmaschine. Genau. Öl macht auch Entzündungen in den Arterwänden. Du meinst Arterienwänden? Ja, genau. Genau. Öl ist ja ein Oxidant. Der ist ja schon, wenn er in den Körper kommt, ist er schon oxidiert zum größten Teil. Kennt man unter ranzig. Ne, ranziges Fett. Und dieser oxidative Prozess, diese Oxidantien, die du in den Körper gibst, die machen einen oxidativen Prozess im Körper, in deinen Gefäßen. Deswegen in Studien gibst du Menschen Öl und die Gefäßfunktion donnert nach unten. Also die, wie heißt das auf Deutsch, Grundgütiger? Die Elastizität der Gefäße, die nimmt ab. Ne, die werden härter, die können nicht mehr richtig pumpen, die müssen ja ganz locker sein, ganz, ne, ganz beweglich. Da habe ich ja schon Studien über Studien gemacht. Das ist auch der Grund, warum, wenn du zum Beispiel Blaubeeren isst, genau das Gegenteil passiert. Die Gefäße werden elastischer, die werden weicher. Ne, das liegt an den sekundären Pflanzenstoffen wie Flavonoiden. Die haben genau den gegenteiligen Effekt. Und das sind Flavonoide zum Beispiel, die sind für die Färbung verantwortlich. Die sind ja Antioxidant. Ne, die sind das hundertprozentige Gegenteil davon. Deswegen esse ich Blaubeeren anstatt Öl. Ne? So. Die Mitgliedschaftsfunktion, ach so, genau, die Beate hat ja danach gefragt, habe ich das komplett vergessen. Beate, bist du noch hier? Wirst du das noch erklärt haben? Schreib mal, ich bin gerade hochgescrollt, um die Fragen dort zu beantworten, aber ich sehe schon, das wird nichts. Ich beantworte, glaube ich, einfach jetzt die neuesten. Ich komme gar nicht mehr hinterher ansonsten. Warum sollte mein Onkel lügen? Mein Onkel ist Doktor und arbeitet in einer großen Molkerei. Er sagt, dass Milch sehr gesund ist. Gerade er muss es doch am besten wissen. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Dein Onkel ist Doktor, also hat er einen Titel in Ahnungslosigkeit. So fangen wir schon mal an. Deswegen kennst du keinen einzigen Doktor da draußen im realen Leben, der Veganer ist. Kein Ernährungsberater, kein Ernährungsmediziner. Ja, kein Wissenschaftler, was auch immer, was du haben willst, kein Arzt kennst du, niemand ist Veganer, jeder isst tote Tiere. Kommt dir das nicht seltsam vor? Noch so ein mega gutes Beispiel dafür ist, beschäftige dich mal mit Ärzten 1920. Die haben, fast alle Ärzte haben das Rauchen empfohlen. Aber Ärzte sagen doch immer die Wahrheit, oder nicht? Kennst du, ich habe ein Video gemacht, da habe ich ungefähr 20 Zeitschriften Cover gezeigt von Zeitschriften. Da ist so ein Doktor abgebildet, ne? Ich rauche diese und diese Marke. Ne? Rauchen ist gesund, Rauchen macht sie zum Mann, sagen Ärzte. Die haben hier dieses Arztding, womit man abhört, haben die um den Hals. Kannst du nachlesen bei Wikipedia und so, was die Ärzte damals empfohlen haben. 1920, die haben das Rauchen empfohlen. Und die müssen doch Ahnung haben, oder? Die sind doch so schlau, die sagen doch immer alles richtig. Ne, einen Titel zu haben, ist eine Disqualifikation und nichts anderes.
Du hast eine Qualifikation in Ahnungslosigkeit. Das hat er. Er sagt, komm, wo ist dein Opa? Der soll hier hinkommen, der ist doch Doktor. Schreib ihm doch jetzt eine SMS, der soll hier in den Chat kommen. Und dann erklärt er mir, was Milch im Körper macht. Und dann werde ich dagegen halten. Komm, machen wir das. Ich bin unvorbereitet, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht jetzt extra mit Milch davor beschäftigt. Ich werde einfach das sagen, was ich weiß. Und dann werde ich dein Opa widerlegen. In jeder seiner Aussagen. Dann muss er mir auch begründen, warum es diese Studien zu Milch gibt, die alle Krankheiten der Welt auslösen. Ja, und die Studien nicht zu Erdbeeren gibt. Woran liegt's? Glaub mir, dein Opa hat keine Ahnung, was Milch im Körper macht. Es ist völlig egal, ob der Milchbauer und gleichzeitig Doktor der Ernährungswissenschaften ist. Er weiß es nicht. So leid es mir tut, er weiß es nicht. Okay? Von daher. Und in Milch ist auch Eiweiß. Genau, tierisches Eiweiß, wovon man Krebs kriegt. Das weißt du wahrscheinlich, ne? Weil du ja die Studien gelesen hast, was tierisches Eiweiß im Körper macht. Hast du die Studien gelesen? Wenn nicht, dann kann ich dir empfehlen, die Studien mal zu lesen. Und dann weißt du, was das Eiweiß im Körper macht. Ne? Hashtag IGF-1. Nimmt der Körper das Kalzium nicht auf? Doch, er nimmt das Kalzium auf, und zwar zu 30%, aus Pflanzen zu 60%. Bei Tierprodukten, Tierprodukte sind säurehaltig, deswegen entziehen dir Kalzium, Pflanzen geben dir Kalzium, die sind ja basisch zum Großteil. Nichts ist so sauer wie Tierprodukte, nichts ist so sauer wie Käse, das ist überhaupt die Nummer 1. Deswegen, das Kalzium-Argument ist natürlich... Ja, ich habe es in den letzten Videos hoch und runter erzählt. Beate ist hier, ja, also Mitgliedschaftsfunktion. Es gibt 4 Stufen und jede Stufe hat halt einen anderen Preisbereich und jede Stufe hat andere Perks, das heißt Vorteile, die du kriegst. Und du kannst halt abschließen, was für eine Mitgliedschaft du haben möchtest. Die fangen ab 4,99 Euro an und gehen bis 49,99 Euro. Das ist die Stufe 4, da kriegst du zum Beispiel, ja, du bist Kanalmoderator und solche Sachen. Ne? Das ist für die Leute, die wirklich hingehen und sagen, ich möchte dich maximal stark unterstützen. Und dann werden die dieses Mitglied und haben dann halt bestimmte Berechtigungen, können mit mir auch privat zum Beispiel auf Discord schreiben. Und also man hat verschiedene Stufen und ja, das ist eigentlich die Erklärung. Also ja. Wüsste jetzt nicht genau, wie man das noch weiter erklären sollte. Ist einfach ein Support. Das ist der größte Support, den man mir als YouTuber geben kann, ist Mitglied zu werden. Du wirst zu einem Teil des Kanals. Du bist ein Supporter, der dafür sorgt, dass ich weiter Videos machen kann, dass ich meine Arbeit weitermachen kann. Diese Videos hier, diese Videos und diese Streams, damit ich das machen kann, bin ich auf Support angewiesen. Okay, ich muss ansonsten, ja, kann ich kein Brot und Wasser kaufen und dann müsste ich was anderes machen, könnte diese Streams und Videos nicht machen. Deswegen mache ich YouTube Vollzeit, ja, hauptberuflich. Ich bin tatsächlich hauptberuflich YouTuber schon lange, lange. Ich bin ja sogar nach Zypern ausgewandert als YouTuber. Und ja, das ist so die Erklärung, wenn es irgendwelche Fragen noch gibt. Wir Anfänger sind ungeschliffene Diamanten, wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Ja, klar. Ich gebe euch ja auch Zeit, also ich dränge da niemandem. Deswegen hört ihr in meinen Videos auch immer, wiederholen sich die Sachen natürlich, aber das liegt daran, dass neue Leute auf meinen Kanal kommen und ja, die gucken alte Videos nicht, deswegen muss man das immer wieder neu erwähnen. Auf diesem Kanal Lichtblick hat ca. 30 Videos über Milch mit Studien, genau. Ah ja, was ist mit der Milch? Das macht Sinn, wo kann ich am besten umfangreicher über Milch informieren? Auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal guckt ihr, warte. Mach nichts, klick nichts an und such auch nichts. Ich mache alles für dich. Und zwar folgendes. Ich helfe dir da weiter, wenn ich die Playlist finde. Lalala, ich habe ja nur 100 Playlists. Da haben wir sie. So. Hier wird dir weitergeholfen, was das Thema angeht. Einfach nach und nach Videos angucken, die Videobeschreibung angucken. Alles, was ich sage, belege ich. Ich bin nicht einer der veganen YouTuber, die sagen ohne Beweise, sondern bei mir
findet genau das Gegenteil statt. Und deswegen siehst du auch so viele Dislikes auf meinen Videos, weil die Menschen das nicht abhaben können, dass man das beweist auch noch, was man sagt. Ja, ansonsten könnte man zu Menschen sagen, du laberst ja einfach nur. Ja, keine Beweise, keine Quellen, du laberst Müll und das war's. Ne? Aber wenn man es beweist seinen Aussagen, dann kommen die anderen ins Straucheln. Dann heißt es nämlich, jetzt müssen wir uns irgendwas aus den Haaren ziehen. Du hast die Studie falsch interpretiert, du kannst keine Studien lesen, du musst, ne? Man muss irgendwas sagen. Und ja. Deswegen, sowas kommt gar nicht gut an, wenn jemand seine Aussagen auch noch beweisen kann. Das ist eine ganz üble Sache für die Menschen. Also das drückt unheimlich auf das schlechte Gewissen, das ist das Problem. Unheimlich. So. So, hast du was geschrieben? Super, ich bedanke mich. Kein Problem. Emo Schabbel Abla. Schwieriger Name, aber ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ne? Wenn irgendwelche Fragen sind, dann kannst du mich auch jetzt direkt fragen, ganz unvorbereitet. Ja, ich werde sie dir alle beantworten, weil ich das alles in meinem Kopf habe, deswegen immer her damit. Also, ne? Auch ganz spezielle Sachen, auch Studien oder sowas, ne? Kannst du direkt fragen. Ich bin da. Deswegen, so, Lichtblick, hi Eugen, Lichtblick YouTube, M. Reuter, hallo, hallo. Schön auf viel Stärke achten. Kuhmilch ist einzig und allein für Kälber, genau, und das ist halt das Logikargument, ne? Es macht keinen Sinn, Kuhmilch zu trinken, weil es für die Kälber ist. Punkt. Ende der Geschichte, da gibt es keine Diskussion. Die Milch wird zusammengebaut, während, nachdem die Kuh gegen ihren Willen mit einer Metallstange geschwängert wurde, werden Hormone ausgeschüttet und ihre Milch wird zusammengebaut. In der Zeit, in der das Embryo wächst, wird die Milch zusammengebaut. So, genauso wie bei Menschen. Der Frau wachsen die Brüste. Die werden voll mit Milch. Es werden Hormone geschickt die ganze Zeit. Piep, 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 piep. Die Schilddrüse vom Kind soll so wachsen, soll so groß sein, soll so viele Hormone ausstoßen. Das Herz soll so laufen, so viele Schläge. So groß soll das Kind werden. Signale, 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 Botenstoffe, Hormone. Das geht in die Milch. Ja, bei der Frau. Und die nährt das Baby. Und das Baby kriegt die Information durch die Milch. Aber nur von der Muttermilch, von der eigenen Mutter. Und dann wächst das Baby so, wie es soll und alles ist gut. Was man jetzt macht, man geht hin und klaut ganz genau diese Milch von einem anderen Tier, das für ein Tier gemacht ist, für eine Kuh, damit die ganz schnell wächst. Da sind alle Informationen drin, die für das Wachstum des Kalbes verantwortlich sind. Gibt man dem Menschen und der kriegt davon alle Krankheiten, die du dir vorstellen kannst. Warum? Wegen den Hormonen, die dort drin sind. Diese kommen in deinen Körper und machen Signale in deinem Körper. Okay? Ich könnte es jetzt auch beweisen, indem ich die Szene verändere, aber dann verliere ich alles, dann verliere ich das hier und Musik und alles. Kann ich jetzt nicht machen. Guck meine Videos. Ja, da ist es bewiesen. Deswegen, ne? Diese Signale willst du nicht trinken, von einer anderen Spezies auch noch. Das würde Schaden machen, wenn du es von einem anderen Menschen trinken würdest. Würde es Schaden machen, weil diese Signale sind nicht für dich. Und du trinkst es von einer anderen Spezies. Ne? Auch die andere Frage ist immer, wieso trinkst du nicht Rattenmilch? Die hat viel, viel mehr Eiweiß als Kuhmilch. Ne? Du hättest Angst, dass die Rattenmilch schädlich ist für dich. Aber Kuhmilch nicht? Ergibt null Sinn. Ne? So ist das. Wie soll man alternativ Eiweiß erhalten ohne Milch und Tiere? Das ist der nächste Knackpunkt, ne? Zeig mir einen Beweis dafür, dass es Proteinmangel gibt. Wie viele Menschen, ich rede jetzt mit dir, ne, Herr Muschabel, wie viele Menschen kennst du mit Proteinmangel? Kennst du keine? Du kennst keine, soll ich dir das Geheimnis verraten, warum du keine kennst? Warum du sowas im realen Leben noch nie gehört hast, weil es so etwas nicht gibt? Ist hart, ein bisschen hart, kann einen hart treffen, aber... Es ist eine Erfindung, ja, sowas gibt es nicht. Wir reden nicht von Kindern in Afrika. Wenn du einen Apfel isst pro Tag, dann kriegst du Proteinmangel, weil du einen Mangel an jedem Nährstoff hast, den es gibt. Sondern, ne, es gibt keinen Proteinmangel. Gibt es nicht. Das hat man dir erzählt, damit du diese Sachen hier sagst, damit du fragst, wie kriege ich mein Protein? Welches Produkt muss ich kaufen, um Protein zu kriegen? Es gibt kein Problem mit Protein, gab es noch nie und wird es auch nie geben. Also das ist ein Marketing-Gag. Du bist auf einen Marketing-Gag reingefallen. Tut mir leid. So sieht es aus. Und hier Proteinmangel. Du siehst, dass ein veganer German ist noch so ein Proteinmangeltyp.
Ja, siehst du da im Chat? Kannst mal bei dem auch vorbeischauen. Der Proteinmangeltyp. Und ja, tut mir leid, das zu sagen, aber ne, du müsstest jetzt so langsam realisieren, so, stimmt, Proteinmangel? Wer hat Proteinmangel? Ja, es gibt vielleicht keinen Mangel, aber jemand, der Muskeln aufbauen will, ach so, muss dann doch mehr Eiweiß zu sich nehmen, meinst du wahrscheinlich ja. Das ist ganz einfach. Anstatt jetzt hinzugehen und früh morgens einen Salat zu essen, mittags irgendwie weiße Nudeln und abends irgendwie, ich weiß nicht, Hirse, gehst du hin und baust in irgendeine Mahlzeit Protein ein, zum Beispiel Bohnen, Linsen, solche Sachen. Ja. Die haben extrem viel Protein und dann ist gut. Eine Mahlzeit am Tag, wo du ein bisschen extra Protein reinpackst und dann ist gut. Der menschliche Bedarf, das, was du, dein Körper braucht an Protein, ist extremst niedrig. Der liegt bei 0,66 also 0,66 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. So wenig Protein kann man nicht zu sich nehmen. Das geht nicht. Du musst es schon mit Absicht versuchen. Du musst anstatt irgendwelche Bohnen oder Linsen oder Nudeln zu essen, Nudeln haben sehr viel Protein, musst du Erdbeeren essen oder sowas, ne, damit du dein Proteingehalt runterdrückst. Du musst es schon mit Absicht machen, ansonsten schaffst du es niemals, so wenig Protein zu essen. Ja, du kannst, ich rede nicht irgendwas daher, ich habe die Studien in den Videos gezeigt. Guck die Videos dazu. Ja, von daher, der Bedarf ist extrem niedrig und wenn du Muskelaufbau machst, dann gehst du von 0,75 auf zum Beispiel 1 Gramm. Dann hast du mehr als genug. Vergiss diesen ganzen Eiweißquatsch. Aber 1 Gramm, auf 1 Gramm kommst du so und so, egal was du machst. Also vergiss diesen ganzen Eiweißquatsch, um dein Gewissen zu beruhigen, weil du in dieser Spirale bist. Man braucht dieses Protein, iss einfach ein bisschen mehr Protein. Bau in eine Mahlzeit ein bisschen Protein rein. Linsen, was auch immer. Und dann ist gut. Ja? Das ist einfach nur eigentlich wirklich nur für den Kopf. Es ist alles ganz, ganz einfach. Hast du noch was geschrieben? Nicht 1,5. Du wirst, wenn du eine Proteinmahlzeit am Tag reinbaust in deine Ernährung, dann wirst du ungefähr bei 1,5 rauskommen. Aber vergiss, ein Tipp fürs Leben, vergiss das Thema Protein. Hack es ab, mach ein Häkchen. Ja, guck dir meine Empfehlung, guck dir meine Videos über Protein an. Ich habe eine Protein-Playlist. Guck dir an, was tierisches Protein im Körper macht. Und danach, wenn du das geguckt hast, die Videos, die Studien gelesen hast, dann hack das Thema Protein ab. Und vergiss es für den Rest deines Lebens. Vergiss Protein, vergiss das Wort. Das ist irrelevant für dein Leben. Das ist ein Distractor. Das distractet dich vom Leben. Deswegen hör auf, darüber zu reden und nachzudenken. Es bringt nichts. Es ist völlig irrelevant. Du hast in der Nahrung, in der pflanzlichen Nahrung, sind immer drei Makronährstoffe. Bei Tieren fehlt ein Makronährstoff, Kohlenhydrate. Bei Pflanzen hast du immer drei Makronährstoffe und du isst pflanzliche Ernährung, das heißt kein Salat, sondern ne, Kartoffeln, Nudeln, Hirse, Amaranth, Obst, Gemüse, Nüsse, alles solche Sachen. Und da ist automatisch so viel Protein drin, wie du brauchst. Denn das hat Gott so gemacht oder die Natur, wenn du haben willst. Es hat nichts vergessen. Deswegen gibt es Proteinmangel nicht, weil niemand vergessen hat, ins Essen Protein reinzutun. Es ist alles ganz, ganz einfach und es ist alles so logisch einfach, dass es, ne, man muss es nur einmal hören und dann. Mir wurden auch irgendwann die Augen geöffnet und ich hoffe, bei dir ist jetzt der Moment auch gekommen. Ja, du schreibst super Informationen, danke. Kein Problem. Dafür bin ich da, dafür ist dieser Stream. So, ja, ich habe jetzt gefühlt, ja, 200 Fragen verpasst, aber kann man nichts machen. Ich lese mal jetzt einfach irgendeine Frage vor. Wie trinkst du dein Wasser? Aus der Leitung oder gekauft aus Flaschen, Plastik oder gefiltert? Ich trinke Leitungswasser, angereichert mit Sango. Und ich trinke auch sowas hier. Kann man das sehen? Rote Bete Saft. Obwohl ich den hier nicht mehr kaufen werde. Also, den kann ich nicht empfehlen. Da ist eben nicht nur rote Beete drin, sondern drei Zutaten: rote Beete, Zitronensaft und Acerola, Kirschpulver. Ich will nur eine Zutat haben. Deswegen, ich habe das ganz schnell gekauft. Sollte man niemals machen, macht niemals den Fehler, den ich gemacht habe. Und siehst du, Zutaten nicht gelesen, direkt falsch gegriffen. Natürlich.
Ist immer so. Immer. Wenn du nicht liest, wirst du dafür bestraft. Man muss immer lesen, was man kauft. So. Ich trinke genau Leitungswasser. So, es ist wie beim Honig. Honig ist designed for the bees, not for humans. Genau. So sieht es aus. Lass den Bienen ihren Honig. Was los hier? Yo, was geht ab, Flo? Alles klar? Schaut mal selbst, wie viel Eiweiß nur in simplen, abgehalfterten Nudeln drin ist. Abgehalfterten. Da treibt sich jemand viel beim German rum. Ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. So, und das ist noch zu viel. Max Rubner hat bereits Anfang des 20. Jahrhunderts nachgewiesen, dass zum Beispiel die Soldaten im Ersten Weltkrieg mit bis zu 0,3 Kilogramm gut zurechtgekommen sind. 0,3. Uff. Das ist ja, puh, ein hartes Brett, ey, 0,3. 0,3, das ist so wenig. Wie schafft man das, so wenig Protein zu essen? Ich schaffe es nicht, 0,75 zu essen. Schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Da ist ja eine Schüssel Haferflocken, hast du die ja voll. Das ist unmöglich. So, Blood Rain, hallo. Hallo. Hast du Angst vor dem Autofahren? Du steigst ja das Risiko, du. Da steigt ja das Risiko zu sterben, ist doch das gleiche wie die panische Angst, 0% Öl zu essen, obwohl man so clean ist wie wir. Niemand hat irgendeine panische Angst. Sehe ich aus wie panische Angst? Ich kaufe mir auch vegane Pizza, da ist Öl drin. Oder vegane Döner, da ist Öl drin. Ich weiß nicht, von was für einer panischen Angst du redest. Ich rede nur von Fakten. Öl ist ungesund. Punkt. Hat dann nichts mit panischer Angst zu tun. Ich fahre auch Auto, ja. Bin ich ja 10 Jahre lang gefahren. Ich hatte mein eigenes Auto. Ich grüße dich, du. Die zwei kennen sich. Ja, zur Zeit hatten die kaum was. Zu der Zeit hatten die kaum was zu essen. Ja, also wenn es um Überleben geht, jetzt wirklich. Wie viel Protein braucht ein Mensch, bevor er stirbt? Also die absolute Minimalstmenge, das kann sein, dass das bei 0,3 liegt. Dass man damit tatsächlich überleben kann. Also wenn die Leute damals im. Ich will es gar nicht sagen, das Wort, aber als sie da in diesen Lagern waren, ich denke, die haben da sehr, sehr wenig Protein gegessen pro Tag und die haben ja überlebt. Also solange, falls sie nicht, ihr wisst, was ich meine, haben die ja überlebt. Also die haben da wahrscheinlich 0,1, 0,2, 0,3. Was haben die da gekriegt? Brot und Wasser oder nicht? Und die haben es überlebt, auch noch körperliche Arbeit. Das Erstaunliche, über das ich vielleicht mal ein Video machen werde. Das Erstaunliche, du hast wieder einen Punkt falsch gesetzt. Banana Best, der denkt, es ist ein Link. Das Erstaunliche, habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Dass es werden manchmal so in den Dokumentationen zu damals, so, ne, ihr wisst, der zweite, ne, wisst ihr Bescheid, da gibt es ja diese Menschen, die damals in diesen Lagern waren. Und dass es die heute noch gibt und dass die so alt werden, das finde ich immer so erstaunlich. Ne? Die waren da und haben halt körperlich, waren die total am Ende, wahrscheinlich BMI 10 oder so. Und haben halt ein Stück Brot und Wasser am Tag gekriegt. Und danach, als sie dort rausgekommen sind und gerettet wurden, dann sind die, haben die halt ihr Leben gelebt und sind so alt geworden, die sind irgendwie 90 und so und haben das da mitgemacht. Und dann denkst du dir so, wie geht so etwas? Ne? Wie hat der Körper von damals keinen Schaden genommen? Und das ist ein sehr interessantes Thema, zu dem ich auch eine Theorie habe tatsächlich. Und ich werde da mal ein Video zu machen. Ich finde das mega interessant. Immer in diesen Dokus, immer diese mega alten Leute. Und man denkt sich, ey, wie bist du so alt geworden, wenn du mal so schwer gelitten hast? Wie hast du keinen Schaden davon genommen? Ich finde das so beeindruckend. Sehr interessantes Thema. Sei gegrüßt, Häuptling. Ach so, sagst du zum Dings. Ich muss auch mal beim German vorbeischauen, ja. Ja, Banana Best, deine Kommentare immer, die gefallen mir überhaupt nicht. Osama, was habe ich niemals gesagt? Ostmann habe ich gesagt. Ostmann, Firma Ostmann, lalilala. Vielleicht hat Fasten bzw. weniger Essen ja doch positive Auswirkungen aufs Lebensalter.
Ja, das ist sehr interessant. Es ist tatsächlich so, dass ich im Körper Sachen umstellen, aber ich will dazu ein Video machen. Ich will dazu nicht zu viel spoilern, aber das bedeutet nicht, dass Fasten gut ist, okay? Beziehungsweise Kalorienrestriktion, da kommt auch ein Video. Habe ich auch in meiner To-Do-Liste und ist schon alles gesammelt und kommt auch. Aber ich finde es so geil, dass der Bot funktioniert. Mein Gott, habe ich mich lange rumgequält mit diesem Nightbot. Jetzt habe ich Streamlabs genommen, der funktioniert 1A, obwohl der am Anfang nicht funktioniert hat. Muss man einmal disconnecten, dann reconnecten. Und dann lief es wieder. So. Naja, wenn du nichts zu essen hast, schaffst du das. Ja, man muss ja irgendwie schaffen, ne? Mein Opa war in Russland 6 Jahre gefangen, grundgütiger. Er war bei der Waffen. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat mir erzählt, wie abgehalft er dort gelebt hat, früher Hunde angelockt und so weiter. Aber am Ende war er Strich. Ja, davon habe ich auch gehört, die haben Hunde gegessen, ne, um zu überleben. Ja, das ist so. Man kann sich nicht vorstellen, wie die Leute das überlebt haben. Auch diese sibirischen Gefangenenlager und solche Sachen in Sibirien. Die kommen da raus und waren da 10 Jahre und dann werden die auch noch irgendwie 91 Jahre alt. Denkst du so, wie geht so etwas? Dort eingebunden und wurden zur Organisation. Achso, aber am Ende war er dort eingebunden und wurde zur Organisation benutzt von den Russen und hat am Ende einen Pelzmantel bekommen. Okay. Das ist ein krasser Switch. Vielleicht härtet deren Körper ab. Ja, das ist eine gute Idee. Der Körper härtet ab, genau. Wenn er einmal sowas durchgemacht hat, da werden bestimmte Prozesse im Körper geändert und der Körper schaltet auf so einen Modus ein, auf den Überlebensmodus und das kann tatsächlich lebensverlängernd wirken. So, ich scroll mal ein bisschen nach oben. Ich bin auch ein Bandmitglied von. Ach so, okay. So, und bis wie viel Gramm, dass es Low Fat bleibt? Was? 0 Gramm Fett? Und wie viel, ach du fragst, wie viel Fett sollte man essen pro Kilogramm Körpergewicht? Ja, das fragen mich immer Leute und ich sag eigentlich gar nichts dazu, weil darauf kann man nur antworten, dass man das nicht beantworten kann. Es spielt keine Rolle, wie viel Gramm Fett du am Tag brauchst. Iss einfach. Iss einfach und gut ist. Gott oder die Natur hat nicht vergessen, Fett in deine Nahrung reinzutun. Welche Ernährung hat kein Fett? Welches Nahrungsmittel hat kein Fett? Gibt es nicht. Kein einziges Nahrungsmittel auf dem Planeten. Das hat einen Grund. Das hat den Grund, dass Fett notwendig ist und deswegen ist es überall drin. Ne? Und der nächste Punkt auch wieder, genau dasselbe Thema wieder. Wie viele Menschen kennst du mit Fettmangel? Noch nie gehört. Ne? Gibt es nicht. Also warum machst du dir Gedanken um Fett, wenn es kein Problem damit gibt? Du erfindest Probleme. Das ist einfach der Punkt. Und damit sollte man aufhören. Damit sollte man aufhören, dann wird das Leben viel, viel einfacher, wenn man aufhört, sich Sachen auszudenken. Nur weil es man gehört hat. Oh, heute war ich auf einem Artikel von den Ernährungsdogs, ja, mega wissenschaftlich und die sagen, man soll auf die gesunden Fette achten und dieses Fett essen. Genau, ne? Ein Problem erfunden. Und mit der Erfindung des Problems bindet man dich an Nahrungsmittel. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Ich muss Butter kaufen, ich muss Margarine kaufen, ich muss Öl kaufen, weil ich diese gesunden Fette brauche, sagt zum Beispiel die DGE. So. Warum trinkst du rote Beete-Saft? Du hast gesagt, dass Säfte nicht in ihrer ursprünglichen Form sind und damit ungesund sind? Nope. Und jetzt den Zeitstempel, wo ich das gesagt habe. Natürlich sind Säfte nicht ungesund und ja, das ist nicht die ursprüngliche Form, aber das ist absolut kein Problem. Eine Orange, die ist dafür da, um ausgepresst zu werden. Deswegen drückst du da so drauf und dann fließt die Flüssigkeit raus. Wenn du eine Olive nimmst und da drauf drückst, passiert gar nichts. Ne? Nur wenn du ganz, ganz viele zusammennimmst und in eine Maschine steckst und die dann zusammenpresst, dann kriegst du bumm, einen Esslöffel davon. Ja, und das trinkst du dann und denkst, du hast Oliven gegessen. Nein,
Hast du nicht. Das sind keine Oliven in Olivenöl. Das sind keine Sonnenblumen in Sonnenblumenöl. Denn da ist nur das Fett. Und alles Gute, die sekundären Pflanzenstoffe, die Feststoffe hat man weggeschmissen. Hast du falsch verstanden? Kein Problem. Ja, das habe ich aber auch noch nie gehört von Eugen. Oh oh. Ja, du hast doch gar nichts geschrieben. Ach hier, nach der Entlassung, Freilassung. Die haben nicht alle nur gefangen gehalten. Die Gefangenen wurden auch benutzt. Und wenn sie was drauf hatten. What? Über Unge haben wir schon gesprochen. Rupp. Ah, Dupp. Isst du Brokkolisprossen? Nein, falls nein, wieso nicht? Zu aufwendig. Gehst du noch raus und was isst du heute noch? Ja, ich gehe heute noch raus nach dem Stream. Und was esse ich heute noch? Wahrscheinlich mache ich mir Nudeln, Vollkornnudeln natürlich, weil es keinen Grund gibt, nicht Vollkornnudeln zu kaufen. Absolut sinnbefreit, meiner Meinung nach. Und schmecken halt besser, aber Geschmack interessiert mich nicht. Deswegen, bei mir kommt erstmal Gesundheit und dann kommt Geschmack. Deswegen Vollkornnudeln, also die sehen so aus von der Form. So. Ich weiß nicht, wie diese Form heißt. Ihr wisst das bestimmt. Und dazu mache ich mir Süß-Sauer-Soße und Bohnen, schwarze Bohnen, Vollkorn, Bio, Vollkorn, vollständige Bohnen, Bio. Warum ist die gepresste Olive ungesund, aber gepresste Früchte gesund? Ich sag's nochmal. Du drückst die Olive aus und da passiert nichts. Du musst das Öl aus den Zellen herausreißen. Eine Orange, das ist ja schon Saft, der einfach nur ein bisschen fest ist. Okay. Und der Punkt ist einfach, den du hier auch nicht beachtest, ist, das Problem ist das Fett. In einer Orange ist kein Fett. Also extrem wenig, ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist, wenn du das Fett rausziehst und nicht der Zucker. Sonst könntest du auch sagen, Zuckerisolat jetzt ist jetzt mega schädlich oder was, ne? Zuckerisolat ist Brennstoff für den Körper. Zuckerisolat, also Raffinade, weißer Zucker, der ist fettfrei. Und deswegen fällt das ganze Problem unter den Teppich. Und das Problem ist Fett. Ganz, ganz wichtig. Ich bin auch mal wieder raus. Schönen Samstag an alle wahrheitsliebenden Menschen. Vielen Dank, der Germane. Ich sehe dich heute abends. In deinem Stream. Indeed, tue ich das. Ist die Kalorienzufuhr vom Gewicht abhängig? Meine Freundin ist nur 1,5 Meter groß. Ich bin 1,72. Wir haben doch unterschiedlich schwerwiegende Knochen. Na, dieses Knochending ist eigentlich. Na, Knochen können schon unterschiedlich schwer sein, aber es ist alles ja, unwichtig. Du musst einfach nur essen. Wenn du fett wirst, dann isst du zu viel Fett. Nimm das Fett raus. Du ernährst dich ja schon vegan. Die Kalorien, die aus Pflanzen kommen, von denen kannst du mehr essen, ohne fett zu werden, als von den Tierproduktkalorien, ist ganz klar, ja. Es ist ein Unterschied, ob du 2000 Kalorien aus Bananen isst oder 2000 Kalorien aus Öl. Ne? Das ist ein massiver Unterschied. Mit den Bananen wirst du abnehmen, mit dem Öl wirst du zunehmen, obwohl du ganz genau deine Kalorien erreichst, weil das ist Fett. Ne? Fett macht Fett. Super, ich danke dir vielmals, kein Problem. Ich hoffe, du guckst noch meine Playlist über die Milchvideos. Eugen ist ein echter Geduldsmensch. Ja, ich versuche mein Bestes, echt. Warum hat Dr. Greger nur Videos darüber, dass Obst-Gemüsekrebs massiv reduziert, aber keins, dass Getreidekrebs massiv reduziert? Doch, hat er. Ist nicht besser, mehr Obst und Gemüse zu essen, wenn man die Kalorien schafft? Wenn man die Kalorien schafft, ja. Klar, wenn du die Kalorien schaffst, dann ernähr dich nur von Gemüse. Da musst du wie diese eine YouTuberin, die keine Videos mehr macht, weil die zerbrochen ist an der Ignoranz der Menschen. Diese ganz, ganz dünne mit den Tattoos am Körper, mit der Brille. Die hat Unmengen, die hat kilogrammweise Salate gegessen. Wirklich Kilo, die hat Eimer mit so Büschen, ne? Mit so Salatblättern. Ja, wenn du es schaffst, kannst du es machen natürlich. Aber ich sage, du schaffst es nicht. Und vor allem nicht, du schaffst es nicht dein Leben lang. Das musst du ja dein Leben lang machen. Niemals vergessen. Du musst die Ernährung finden, die du ein Leben lang machen kannst. Und ich kann ein Leben lang Nudeln essen und vegane Pizza und Bananen und Obst und mir Kartoffeln,
backen und alles, das kann ich mein Leben lang machen. Weißt du, was ich nicht mein Leben lang machen kann? Salat essen. Das kann ich nicht mein Leben lang. Das wird irgendwann anstrengend. Ich muss schon darauf achten, dass ich nicht zu viele Kalorien schaffe. Ja, dann bist du ein sehr guter Esser. Bei mir ist genau das gegenteilige Problem. Ich bin ein schlechter Esser. Also, aber ich zähle sowieso nicht. Okay, was meinst du mit 10 schwere Liegestütze für jedes Mitglied? Sobald man Mitglied wird, mache ich 10 Liegestütze. Schwere, das heißt mit Beinposition, die nach oben. Ja, je weiter oben deine Beine sind, umso schwieriger ist der Liegestütz. Deswegen sind Frauen Liegestütze weiter nach unten. Ja, du setzt die Knie auf, damit der Liegestütz einfacher ist, weil dein Körpergewicht liegt auf den Knien. Und je weiter du es nach oben, umso mehr liegt es auf den Armen und umso schwerer ist es. Das heißt schwere Liegestütze. Ich habe heute schon 90 gemacht. Fehlen noch 10. Ja, ich hoffe, wir schaffen die noch. Und ich habe verdammten Hunger. Na, also, mein Magen ist gerade am Knurren. Aber ich will noch ein bisschen durchhalten, weil macht gerade mega Spaß, die Fragen zu beantworten. Und Menschen zu helfen. Und dann weißt du, was ich mir wünschen würde, dass Unge solche Streams macht. Und Rezo und diese Menschen. Ne, dass sie den Menschen helfen. Das sollte jeder Mensch als Ziel haben. Meinst du damit Abonnenten? Nein, ich meine damit Kanalmitglied. Da wurde gerade der Link gesendet von Streamlabs, siehst du? Du wirst offiziell im Stream begrüßt und du kriegst ein Vegan-Symbol neben deinem Namen und hast dann verschiedene Vorteile auf dem Kanal. Kriegst mehr Herzchen auf deine Kommentare, mehr Aufmerksamkeit und so. Meinst du mit Mitglied Abonnent auf YouTube? Nein, Mitglied meines Kanals, ne? Nicht YouTube Premium, sondern Kanalmitglied. Das ist der Link. Einfach draufklicken. Oder auf Mitglied werden, das müsste irgendwo bei dir irgendwo da unten sein, glaube ich. So, ja schön und ich muss leider raus. Tschüss, bis bald. Ja, mach's gut, M. Reuter, wir sehen uns. Du hast dann ein Vegan-Superman-Symbol, genau. Das ist so ein Superman-Zeichen mit einem V drin, dieses Vegan-Symbol. Super nice. Ich liebe auch die Farben, schwarz, schwarz-rot, sieht so geil aus. So richtig wie aus Edelstein, so ein Stempelhammer. Dann kannst du halt Emotes benutzen. Solche Emotes hier, die Anti-Oliver-Janich-Emotes. Sorry. Das ist schick. Schick, schick. Mitglied werden oder join. Genau. Warum muss man die Ernährung finden, die man sein Leben lang macht, wenn die Ernährung so oder so vegan ist? Ich verstehe das nicht ganz, Eugen. Ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Ich verstehe deine Frage nicht. Du kannst ja vegan dich verschieden ernähren und du kannst dich vegan so ernähren, dass es nicht klappt, also dass es sehr, sehr anstrengend wird, indem du dich von Salat ernährst. Iss mal 2000 Kalorien Salat. Das wirst du nicht durchhalten und das ist ja vegan. Aber wenn du 2000 Kalorien aus Haferflocken isst mit Sojamilch, dann wirst du es ganz locker durchhalten. Deswegen, beides ist vegan, aber vegan kann anstrengend sein. Vor allem hier, Books in Vegan zum Beispiel, du bist ja auch so einer, du hast Problem, deine Kalorien reinzukriegen, genau wie ich. Deswegen, es kann schon problematisch sein. Das ist das Hauptproblem des Veganismus, ist Kalorien reinkriegen. Das ist das einzige Problem. Weil die Leute halt, die werden vegan und fangen an, sich von Salat zu ernähren. Hab ich zum Glück nie gemacht, keine Ahnung, warum nicht. Ja, bei mir war es immer klar, wenn ich umstelle, werden mir Kalorien fehlen, Salat hat keine Kalorien. Ich habe von Anfang an, seit dem ersten Tag, habe ich Bohnen gegessen und Nudeln und Pasta, solche Sachen habe ich gegessen. Reichhaltig halt, Haferflocken, ganz viele. Ich esse so 250 Gramm pro Mahlzeit. Immer mit 100 Gramm Blaubeeren, 2 Bananen noch dazu, Zimt drüber. Zimt habe ich weggepackt, weil ich hier alles ordentlich gemacht habe, aber ich habe es hier immer auf dem Tisch stehen. Gibt es bei Lidl, und zwar das gute Zimt. Und super günstig auch. Genau, das Ceylon-Zimt, ne? Nicht das andere. Wie heißt das andere nochmal? Das Ceylon-Zimt, das ist das Gute. Das andere Zimt, das ist das Schlechte. Ja, es gibt, beim Zimt muss man aufpassen, habe ich ein Video drüber gemacht. Genau. Cassia-Zimt, ne? Ist das andere Cassia? Genau, Cassia. Cassia ist das Schlechte, genau. Danke, Shape. Niemals Cassia-Zimt kaufen, sondern Ceylon-Zimt. Ceylon-Zimt, 100% reines Ceylon-Zimt. Zimt gibt es bei Lidl, haben die eingeführt. Richtig genial für 80 Cent oder so. Ich kaufe mir immer 2 davon. Super genial. So. Ups.
So. Haferflocken mit Apfelmus. Mal kurz freigeben. Haben wir noch nicht ein. Ach ne, der Dings war nicht hier, okay. Japaner sind selten fett, weil sie sich automatisch kalorienärmer ernähren. Nein. Die sind selten, die waren selten fett, sind sie nicht mehr. Also das ist auch ein absoluter Irrglaube. Guck dir mal Japan heutzutage an, guckst du mal Livestreams in Japan, die Menschen, ne, die gehen absolut auseinander, weil die wurden amerikanisiert nach 1980. Die gehen total auseinander. Es gibt so fürchterliche YouTube-Kanäle, diese Mukbang-Kanäle. Da sind solche Frauen, die sind BMI 40. Solche Frauen, die ne, so, oh, ich esse jetzt hier irgendwie 100 Chicken McNuggets. Und dann sitzt sie da und isst diese Teile. Oh. Die waren schlank von 1980. Ja, 99% der Bevölkerung völlig krank. Das liegt daran nicht, dass sie weniger Kalorien gegessen haben, sondern weil sie sich zu 90% aus weißem Reis ernährt haben. Daran liegt es. Ne? Vegan, High Carb, Low Fat. Ne? Wegen dem Low Fat sind die so schlank alle. Schlank und gesund. Ne? Waren die schlankesten und gesündesten Menschen der Welt. Was längst vorbei ist. Die Zeit ist längst vorbei. Bei denen ist McDonald's an jeder Ecke. Die haben McDonald's Lieferservice. So, sind Nudeln nicht ungesund? Das wächst ja nicht auf den Bäumen. Nein, das ist einfach nur Getreide. Damit gibt es kein Problem, vor allem nicht mit Vollkornnudeln. Deswegen kann ich ja meinen Weizen-Videos empfehlen. Auch wieder einen Marketing-Gag von der Low-Carb-Szene, diese ganze Anti-Weizen-Bewegung, damit du keine Kohlenhydrate isst, sondern Fett. Das ist alles Marketing. Carbs for the win, genau. Je mehr Kohlenhydrate du isst, umso schlanker wirst du. Ne? Das liegt daran, weil dein Fettgehalt immer kleiner wird. Und du hast eine Makronährstoffverteilung, drei Makronährstoffe, die teilen sich auf 100% auf. Und du hast 30, 33, 33, 33. Sagen wir jetzt mal, und je mehr Kohlenhydrate du anteilig isst, ja, zum Beispiel 80% Kohlenhydrate, dann werden die anderen zwei ja ganz klein, weil muss ja 100% rauskommen, ja, logisch. Deswegen, und je kleiner der Fettanteil wird, umso schlanker wirst du. Deswegen gibt es Leute wie mich, die promoten High Carb, Low Fat Lifestyle. Ja, also du hörst auf, das ganze Fett zu essen. Gib dem Affen Zucker, ja. Ohne Carbs würden wir hier alle eingehen. Alle hier im Chat und ich auch. Weil wir brauchen Kohlenhydrate. Ja. Es gibt Power, es gibt Energie, man fühlt sich gut. Das gibt Kraft, das ist das, was du brauchst, wenn du isst. Du kannst Tierprodukte essen, dein Körper wird immer wieder sagen, nein, du hast nicht gegessen, iss weiter und Menschen werden fett. Und danach wollen die einen Nachtisch, weil du Kohlenhydrate brauchst. Versuch mal mit Kohlenhydraten direkt am Anfang. Und dann wirst du dich wundern. Das Leben ist so schön, ja. Das Leben ist heute schön. Mega geiler Stream. Super erfolgreich. Mega Support wieder. Ja, mega gute, wie heißt das, Stimmung im Chat. Einfach nur genial. Viele Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Ja, jo, ein so ein Typ, der deine Statur hat, lichtblickfristig. Oh. Kein Links erlaubt, du hast wieder einen Punkt gemacht. Jetzt sind deine Kommentare weg. Aber ich kann sie trotzdem lesen. Ja, so ein Typ, der deine Statur hat, Lichtblick frisst sich da so heftig 12.000 Kalorienportionen rein. Ich frage mich, wo dieser Berg hinwandert im Körper. Der hat einen Riesenberg Chili Cheese Pommes vor sich. Ja. Juice. Ich hoffe, du weißt, was ich mit Juice meine. Und Sport. Ja, da so kann es funktionieren, dass man sowas macht, weil der Juice verändert alles in deinem Körper. Du kannst da 6.000 Kalorien essen, obwohl du nur 3.000 verbrennst. Und dann, weil da in deinem Körper alles anders läuft mit diesem Juice. Und bei Low Carbern ist das nun mal so, die machen ne, dreimal am Tag Sport, ne, um nicht fett zu werden. Aber das werden die nicht ihr ganzes Leben lang durchhalten, deswegen wirst du sie fett werden sehen. Ne, das kann nur lange dauern, so lange, bis die motiviert sind, dreimal am Tag Sport zu machen. 150 Gramm Haferflocken machen mich nicht satt, doch die Blutgruppen. Ich nerv, damit kannst du mir. Beate. Eine Sache verstehe ich nicht. Du achtest so stark auf so viele Kleinigkeiten. Willst immer dich bestmöglich ernähren. Eine Tasse Brokkolisprossen hat laut Dr. Greger die Wirkung von Chemotabletten. Gut, das ist sehr, sehr gut.
nur die Wirkung oder Antikarzinogene. Ich esse nur Antikarzinogene, deswegen interessiert mich sowas nicht. Ich habe so und so nichts damit zu tun, ja, mit dieser Karzinogenernährung, die jeder Bürger hat, weil ich diese Karzinogene nicht esse. Deswegen brauche ich auch diese ganzen Antikarzinogene nicht. Die habe ich automatisch in meiner Ernährung drin als Veganer. Sind ja in jedem Nahrungsmittel drin. Und da ist dir der, da ist der Aufwand zu hoch. Zweimal Wasser am Tag gießen, mehr nicht. Ja. Juice. Ja, Juice. Juice. Ich meine, wo die Menge hingeht im Magen. Ach so, ja, die haben ausgedehnten Magen. Das sind halt so Wettesser-Leute. Die Portion ist zehnmal so groß wie sein Magen, ja. Es ist unfassbar, dass diese Wettesser wegdrücken. Und ja, wir kennen ja den größten, berühmtesten Wettesser, ne, was mit dem passiert ist. Der hatte schon viermal Krebs. Der setzt sich hin und trinkt Ölflaschen leer, ne, und isst 200 Chicken McNuggets oder Chicken Wings. Ja, was du da für eine karzinogene Last in den Körper kriegst auf einmal. Ne, was macht dein Körper dagegen? Abwehren, abwehren, abwehren. Ne, keine Chance. Mein Beileid. Ich meine, aber der macht sich ja auch über Tiere lustig, ne? Über die Tötung von Tieren. Der verkauft ja T-Shirts mit einer Kuh, wo eine Gabel drin steckt und die ist so halb aufgeschnitten. Er macht sich lustig darüber. Naja, Karma, ne? So, hast du Freunde? Nein, habe ich nicht. Deswegen gibt es auch an Silvester einen Stream, weil ich Silvester mit niemandem feiere. Ich bin alleine. Hefeflocken kombiniert mit Reis. Hefeflocken kombiniert mit Reismehl. Okay, was kriegt man dann? Ich weiß, Hefeflocken kombiniert mit im Mixer gemixt mit Kartoffeln, dann hast du Käsesoße. Ne, habe ich ja in meinem Lasagne-Video. Käsesoße, die ist richtig dick und die gießt du dann so über die Lasagne drüber. Oh ja. Muss ich was tun, damit du die Blutgruppe verrätst? No. Es gibt keine Blutgruppe und die ist völlig irrelevant. Ich habe ein Video zur Blutgruppendiät. Ich glaube, das Video hast du noch nicht gesehen. Ich glaube, über das Video bist du nicht so erfreut. Es geht eine Fehlermeldung auf, wenn ich auf den Link klicke. No. Kann das mal jemand kurz bestätigen? Wenn ihr auf den Link von Streamlabs klickt, kommt ein Fehler. Bitte sagt nicht, dass dort ein Fehler kommt. Bitte sagt nicht, der hat die ganze Zeit den falschen Link gepostet. Solche Menschen sollten gekreuzigt werden. Ja. Man sollte den Menschen das antun, was sie anderen antun. Das ist ja so eine Lebensregel. Tu niemandem das, was du nicht selbst willst, dass er an dir ausübt. Ich kann kein Mitglied werden. Link wird Fehlermeldung angezeigt. Gibt es eine Alternative? Steht bei dir irgendwo Mitglied werden? Hier unten oder so? Blau meistens. Das, was du nicht willst, das man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. So heißt das, ne? Korrekt. Link funktioniert. Ja, kein Fehler. Sorry, du hast irgendwelche Probleme mit deinem Handy oder am PC oder so. Link funktioniert. Siehst du ja auch, ne? Die ganzen Mitglieder sind ja heute 9 Stück dazugekommen. Funktioniert also. Vielleicht meint er, es kommt bei seinem Konto ein Fehler auch so. Lewis Hamilton ist vegan. Ja, ist er. Link im Chat geht ohne Probleme. Ja, danke, Mugel. Dankeschön. Elke ist da. Hier, macht das Elke-Emote, Leute. Elke ist da. Hinter der Elke her. Ecke, wo warst du, hä? Wo warst du? Du hast den Stream verpasst. Aber der Stream kommt natürlich also wenn der Stream zu Ende ist, kommt er als Video mit Live-Chat-Aufzeichnung. Aber der Live-Chat kommt erst ungefähr nach 3 Stunden. Dauert es, bis der angezeigt wird. Deswegen wartet am besten 3 Stunden und dann guckt das Video. Ich werde dieses Video jetzt, also diesen Livestream morgen posten als neues Video. Also am besten bis morgen warten. Ja, guck mal, die ganzen Mitglieder. Geile, geile Sache, ey. Crazy. Wo warst du? War unterwegs, du warst unterwegs. Ach so, habe ich auch gesagt. Jemand hat nach dir gefragt, ich habe gesagt, sie ist bestimmt wieder unterwegs. Endlich wieder der Knarrenfrosch, ja, ne? Was macht man nur ohne diesen Knarrenfrosch?
Bio, 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 Bio. Genau, so machen es nicht Mitglieder, ne? So eine Waffe. Walter White, ey, ist echt. Der Typ ist einfach zu schlau. Der macht mir Angst, ey. Joachim Phoenix ist auch schon sehr lange vegan. Ja, das ist eine absolute Koryphäe in der veganen Szene. Das ist ja, der hat ja Earthlings gemacht. Der hatte die Doku Earthlings gemacht. Warum vermeidest du bestimmte Wörter? Angst vor YouTube-Zensur oder? Ja, genau. Du kannst, Leute kriegen ihre Kanäle weggebannt, wenn sie über bestimmte Themen reden. Ne? Deswegen, ich habe kein Problem, ich will nicht damit irgendwie aneinander geraten. Ich meine, meinen Kanal kriegt man auch nicht gebannt so schnell, ne? Ich stehe da im Kontakt, von daher, aber trotzdem will ich da niemandem irgendwelche Umstände machen. Eugen macht die besten YouTube-Videos. Vielen Dank, Elke. Vielen, vielen Dank. Elke, meine Top-Zuschauerin, Top-Supporterin. So, genau, ein Daumen hoch wäre mega nice. Ich glaube, das haben wir schon länger nicht gehabt. Das wäre echt gut. Bei mir auch nicht. Muss ein Fehler sein. Bei dir funktioniert der Link auch nicht. Oh Mann, das ist nicht gut. Warum funktioniert er bei manchen nicht? Das ist so schade, dann hätten wir vielleicht die 100 voll bekommen. 100 Liegestütze. Auch für jedes Upgrade mache ich Liegestütze. Jochen Wiesel, meinst du, Phoenix bekommt einen Oscar für seine Rolle als Joker? Ja, ich denke schon. Der Film soll wohl so brutal sein. Aber nichts spoilern, Leute. Spoilern sehr gefährlich bei mir im Chat. Dafür ist schon der ein oder andere verschwunden. Ja, einfach kluger Mensch sein. Denn dann wird man auch natürlich niemals gebannt. So. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Neulich ist auch einer mit 44 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, der sich immer über die vegane Ernährung lustig gemacht hat. Das habe ich auch gehört. Ja. Der von The Biggest Loser, ne? Habt ihr das mitbekommen? Der Typ ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Also die News. Der Typ, der Chef, dieser Trainer, Cheftrainer von The Biggest Loser, der hat einen Herzinfarkt bekommen und ist danach, ne, Veganer oder Vegetarier geworden. Eine peinliche Sache. Na, also überspecial, krasser Typ, der Menschen lehrt, wie man abnimmt und so. Im TV ist er und so krasser Typ und dann isst er Cholesterin, kriegt einen Herzinfarkt. Peinliche Sache. Vielleicht hat er mal lieber auf die Veganer gehört, die Ahnung haben von Studien und von Studien sprechen die ganze Zeit. Und das haben die sich nicht aus der Nase gezogen. Ne? Ich bin der lebende Beweis, dass man Atherosklerose rückgängig machen kann. Ich habe selbst erfahren und dann haben mir Zuschauer geschrieben, dass bei denen genauso war. Die haben OPs abgesagt, weil denen die Herzprobleme weggegangen sind. Besser geht's nicht. Gibt es eine Alternative zum Link? Ja, hier steht irgendwo Mitglied werden. Es kann sein, dass irgendwo bei dir so ein X steht, das muss erstmal schließen, dann steht da Mitglied werden, kann es sein. Ja, über ein neues Mitglied würde ich mich echt freuen, wenn wir die 100 noch voll kriegen. Das wäre super, super nice, dann könnte ich damit prahlen. 100 Liegestütze geschafft. Das wäre super nice. Ja, 90 Liegestütze, oh ja, ich fühle mich gut. Oh ja. Das sind schwere Liegestütze mit erhöhter Beinstellung und perfekt. Komplett 100% der Range. Damit es auch anstrengend wird. Stellt euch mal vor, bei mir wird es so abgehen wie beim Unge. Habt ihr mal seinen Stream gesehen? Irgendeinen von dem? Junge, Junge. Der kriegt ununterbrochen Mitglieder. Ununterbrochen den ganzen Stream lang. Das ist absolut unfassbar. Da könnte ich das nicht machen, ne? Das ist ganz klar. Das kann ich nur machen, weil ich ungefähr den Pace kenne, in dem neue Mitglieder reinkommen. Ansonsten könnte ich das ja nicht machen. Vielleicht könnte ich das machen mit ein Liegestütz pro Mitglied. Dann könnte ich das vielleicht machen, aber obwohl ich glaube, sogar dann würde ich in massive Probleme geraten, wenn ich ungewehre. Das ist der Körper produziert selber Cholesterin. Yes! Deswegen darf man ihn nicht essen. Ne, es gibt in der Wissenschaft, die Wissenschaft hat sich angeguckt die Cholesterin Homöostase, das Gleichgewicht im Körper, und wenn du das störst, das Gleichgewicht, das störst, indem du Cholesterin isst, weißt du, was man davon kriegt? Ja, Krebs kriegt man davon. Ja, gibt es eine große Studie dazu, habe ich ein Video zu gemacht.
Deswegen sollte man niemals sein Cholesteringleichgewicht stören. Ne? Ganz, ganz schlechte Idee. So, deswegen hat das Gott so gemacht, weil der Pflanzen für Menschen gemacht hat. Pflanzen heißt nicht Salat. Der hat Pflanzen für Menschen gemacht und hat dort kein Cholesterin reingetan, weil man kein Cholesterin essen darf. Deswegen hat er es dort nicht reingetan. Deswegen hat er es in die Tiere reingetan, weil man die nicht essen darf. Ne? Das sind Lebewesen, die haben Gefühle. Du stichst sie mit dem Messer und das tut denen weh. Die bluten, weinen und laufen weg. Deswegen kriegt man eine Strafe dafür. Das Lachen ist echt genial. Hehe, ha. Was? So. Ich finde, Phoenix hat den Oscar verdient. Ja, Mann, der hat alles verdient, der Typ. Ich hab mir vegan tätowieren lassen und auf Polnisch. Really? Wo hast du es dir tätowieren lassen? Auf den Arm oder so? Irgendwelche Musik läuft bei dir, also hast du eine Playlist? Ja, habe ich. Guck mein Video dazu. Lichtblick Musik. Müsstest du finden, das Video. Ich habe einmal meine Musik-Playlist geteilt in einem Video und einmal meine Meditations-Playlist, auch sehr wichtig. Da ist so, mittlerweile höre ich fast jeden Abend, ja, lehne ich mich ganz entspannt zurück, gucke vielleicht einen Stream nebenbei, Kopfhörer an und dann höre ich im Hintergrund Regen, Regen und Donner. Ganz angenehm, ich liebe es. Gibt es auch so mit Feuerknistern und sowas. Super nice. Habe ich da in der Playlist, ne? Guck sie dir an. Meditieren ist der Hammer. Ich habe schon jemand Terminator 6 Dark Fate gesehen. Ich war direkt Donnerstag drin. Und ist er gut? Terminator 6, das hört aber auch nie auf mit den Terminators, oder? Mikrowelle ja oder nein? Kommt drauf an. Ist nicht allzu schlimm. Ist nicht allzu schlimm. Kann man mal machen. Ich würde jetzt nicht jeden Tag mein Essen da drin aufwärmen, aber. Kann man machen. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. 1 Euro besser als nichts. Ich habe nicht viel Geld. Ja klar, 1 Euro besser als nichts. Klar. Jede Unterstützung ist erwünscht. Jede Unterstützung. Ich nehme alles dankend an, absolut. Kannst du ein paar YouTuber empfehlen, dessen Stream du schaust? YouTuber empfehlen, dessen Stream ich schaue? Warte mal. YouTuber empfehlen. Also auf YouTube gucke ich keine Streams. Obwohl doch, ich gucke einen, aber den kann ich dir leider nicht empfehlen. Der ist auch auf Russisch. Ansonsten YouTube-Kanäle, die ich gucke. Also was vegan angeht, Nutrition Facts Org und Dr. McDougall. Das war's. Mache ich trotzdem gerne. Ist das Geld bei dir angekommen? Wo hast du es gesendet? Ist die große Frage. Ich habe weder auf PayPal noch auf YouTube was gekriegt. Wo hast du es gesendet? Also bei mir ist nichts angekommen. Schon geschickt? Really? Wurden. Kannst du Russisch? Ja. Yes. Aber ich bin Analphabet, also ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Ja, finde ich gut. Es sind ein paar komische Szenen drin, aber die Action ist einfach genial und es ist ein Terminator, der nur 1-2 berücksichtigt. Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Ach so, und dann du schreibst weiter. Er lässt die Teile 3, 4, 5 aus. Wow, was war denn jetzt? Ist bei mir der Stream hängen geblieben? Ich hoffe nicht. Oh, ich habe gerade Frames gedroppt. Hallo? Alter, ich bin mit Kabel verbunden. Ey, jetzt hör mir mit sowas auf. Jetzt hör mir auf mit solchen Sachen, Junge. Ja, ich habe 96 Frames gedroppt gerade. Ich hoffe, es hat keiner bemerkt. Ich finde ihn gut, genau. Also er lässt die Teile 3, 4, 5 aus, als hätten sie nie existiert. Oh. Okay. Ich finde den ersten Teil verdammt gut. Terminator 1 finde ich echt eine nice Sache. Vielleicht dauert es noch. Mit PayPal. Seltsam. Also bis jetzt noch nichts angekommen. Hast du den Link in der Videobeschreibung benutzt oder was?
Die Milchindustrie stört dein Internet. Ja, ich denke auch mit meinen ganzen Anti-Milch-Videos, aber ne, das ist jetzt ein bisschen, war das jetzt ein bisschen viel gegen Milch, aber es ist Thema, ne? Es ist, erst kam Katjes und dann hat so eine mega Riesenwelle geschlagen, dann war es in den Nachrichten und dann im Fernsehen und dann kam das Video von Kurz gesagt, dieses unfassbar schlechte Video von ihm. Ja, oh, Mann, dieser, ne, wie du einfach merkst, wie der Mensch nicht ehrlich ist, wie der alle beide Seiten auf sich ziehen will, das ist so. Oh, warum sind Menschen so? Das ist, oh mein Gott. Immer die eigene Meinung bilden. Es wird viel Müll in Kritiken geschrieben. Man muss bedenken, dass der zweite Teil halt der beste ist und auch nicht nochmal so ein Teil kommen wird. Genau, Teil 1 und 2, das waren die besten. Genau. Wieso? Nein, du hast nicht auf durch den Link. Durch welchen Link hast du ihn geschickt? Es gibt nur diesen einen PayPal-Link. Hab jemand besucht. Du sollst mal zu mir in die Yogastunde kommen. Du würdest es lieben. Die progressive Muskelentspannung mache ich am Ende der Stunde. Oh, solltet ihr auf jeden Fall zusammen machen. Ist bestimmt eine gute Sache. Es gibt doch so viel Schokolade zur Auswahl, genau. Ja, in Rambo war ich auch, fand ich auch nice. Rambo. Gibt es schon wieder einen neuen Rambo oder was? Mann, Mann, Mann. Ich weiß, der Rambo 1 ist gut. Als ob Katjes das Schokoladenmonopol wäre. Ja, viele Menschen wissen nicht, fast jede Schokolade ist vegan. Vor allem die Edelbitter, Zartbitter, diese ganzen Sachen. Du musst einfach nur auf die Verpackung gucken. Da darf nur keine Milch drin sein. Rezo ist mir unsympathisch. Ja, mir leider auch. Leider, leider. Als ich damals diese Aussage von ihm gehört habe, ne? Und auch sein Politikvideo vor allem. Eieieiei. Ach. Wenn ich mein Politikvideo mache, mein Politikvideo, dann werde ich natürlich über sein Politikvideo sprechen. Und ja, das wird vernichtend. Durch das Dollarzeichen in der Chatbox. Durch das Dollarzeichen, da ist nichts angekommen, das wird ja hier angezeigt. Durch das Dollarzeichen in der Chatbox. Also, wir haben ja schon Donations. Haben wir Donations bekommen im Stream? Also ich meine hier im Live-Chat. Ja, haben wir gekriegt. Also bei anderen hat es funktioniert. Ich weiß nicht, warum das bei dir nicht funktioniert hat. Wait. Jetzt ist eine PayPal-Donation reingekommen. 3 Euro. Ist das von dir? Malika steht da. Ist das von dir? Jetzt bin ich voll durcheinander. Vielen Dank, Malika, für die 3 Euro. Kein Kommentar. Vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön für den Support. Du unterstützt den Veganismus. Die sind von mir. Entschuldigung, die sind von dir. Danke. Vielen, vielen Dank. Du bist auch Kanalmitglied. Super nice. Vielen Dank. Okay. Das warst du nicht. Ja, deine 1-Euro-Donation, die ist nicht angekommen. Also. Die wird mir nicht angezeigt, sorry. Aber danke, falls du die geschickt hast. Aber irgendwas ist dort nicht richtig gelaufen. Rezo, das müsste meins sein. Nee, das ist von Malika. Das sind 3 Euro. PayPal ist zum Spenden ganz gut. Da gehen nicht so viele Gebühren ab. Ja, man kann auch einen bestimmten Link machen, den habe ich in der Videobeschreibung. Ja, der heißt PayPal Me. Und da kriege ich 100% des Betrages. Von daher ziemlich gut. Ich kann dir keine Donation geben, funktioniert irgendwie nicht. Really? Oh nee. Wie schon mehrere Male heute Menschen gesagt haben, dass die Donations nicht gehen und auch Mitgliedschaft geht auch nicht, haben einige schon geschrieben. Das ist so bitter. Ich weiß, ihr wollt donaten, damit ich das vorlese und irgendwas dafür mache. Das will ich ja auch machen, aber wenn ich nichts sehe, kann ich auch nichts machen. PayPal funktioniert auch nicht, Elke. Oh je, oh je. Ich frage mich, wie das bei den anderen funktioniert. 9 Mitglieder und allerlei Donations heute schon. 4 Donations habe ich heute gekriegt durch PayPal und ich im Superchat auch, glaube ich, 3 oder 4. Komisch, dass das bei einigen geht, bei einigen nicht. Das ist echt. Das ist bitter. Tut mir echt leid. Wir kriegen die 100 nicht voll, ne? 9 Euro. Here we go. Funktioniert. Vielen, vielen Dank, Elke. Vielen Dank für deinen Support. Auf dich kann ich natürlich immer zählen, ist ganz klar. Vielen, vielen Dank, dass du den Veganismus unterstützt. Ja, einmal das Elke-Emote.
Vielen Dank, Elke. Du bist einfach super, super. Schön, dass du auch wieder im Stream bist. Vielen, vielen Dank. Spende dies deswegen in der Regel über PayPal oder Banküberweisung, weil YouTube mit der ganzen Zensur möchte ich nicht unterstützen, außer dass ich meinen Adblock deaktiviere. Ja, vielen Dank für deinen De Adblock deaktivieren Ding. Ja, aber ohne YouTube, ja, ohne den ganzen Support von YouTube wäre ich auch nicht hier. Ne, ich bin absolut darauf angewiesen, dass Leute ganz genau mich unterstützen auf YouTube. Ne. Natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass Leute mich über YouTube supporten, ne? Die mit dem veganen Zeichen. Hä, mit den Kuhbonbons. Okay. Wenn wir uns sehen, bringe ich dir ein Päckchen mit. Indeed, tue ich das. Was sagst du zur Massentierhaltung? Well, was sage ich zur Massentierhaltung? Ist absolut fürchterlich, aber es geht nicht um Massentierhaltung, sondern um Tierhaltung. Es gibt ein Problem mit Tierhaltung. Artgerecht ist nur die Freiheit. Tiere leiden bei Tierhaltung, nicht bei Massentierhaltung, sondern bei Tierhaltung. Es bringt nichts, ein Wort davor zu erfinden. Massen, ja, macht's nicht besser oder schlechter. Wer sagt, dass es kein Problem damit gibt, zum Beispiel mit Biotierhaltung, komm, halten wir dich mal bio. So wie das Tier. Oh, gefällt dir nicht? Ja, genau. Gefällt auch dem Tier nicht. Unfassbar. Ja? Wie viel vom YouTube-Geld landet bei dir? 70%. Also ein ordentlicher Batzen. Bei Twitch nur 50. Tierhaltung ist immer schlimm. Indeed. Hab schon zwei YouTuber mit mehr als 100.000 vegan gemacht und so. Was? Du hast YouTuber mit über 100.000 Abonnenten zu Veganern gemacht? Wen? Also einem geholfen. Also wenn das stimmt, dann könntest du ja auch ein bisschen was für mich tun und mit ihm ein bisschen sprechen und dann sagen, hey, was hältst du von Lichtblick? Ne? Mach doch mal ein Video zu ihm oder er wird dir bestimmt helfen bei den Videos. Weil wir müssen uns alle selber helfen bei dem ganzen Thema. Ah, Persiax und Dolica, noch nie gehört. Sind das Deutsche? Elke, wann gibt es wieder ein Video auf deinem Kanal? Genau, Elke. Wann kommt wieder ein Video auf deinem Kanal? Ich habe denen deine Videos gesendet, aber die antworten mir nicht mehr. Oh, die antworten dir nicht mehr, weil du ihnen meine Videos gesendet hast, wahrscheinlich. Die haben so ein Anti-Öl-Video von mir gesehen und haben gedacht, Öl ungesund? Ausschalten, ausschalten. Ja, kann man leider nichts machen. Aber wie vielen Leuten habe ich geholfen, aus dieser Ölmatrix auszusteigen? Oh, mein Gott. Hunderte und Aberhunderte Leute haben sich so unfassbar bedankt mit solchen Texten, haben die sich bedankt und geschrieben, Junge, hast du mir geholfen in meinem Leben? Dadurch, dass du deine Anti-Öl-Videos gemacht hast, ne? Die sind durch die Öl-Videos auf mich gekommen. Die haben sich so unfassbar hart bedankt. Könnt ihr alle nachlesen? Ja? Die Ergebnisse meiner Arbeit unter jedem Video von mir. Man kann doch Abonnenten kaufen, oder? Was meinst du mit Abonnenten? YouTube-Abonnenten, die Abo-Zahl, ja, man kann sich Abonnenten kaufen, ja. Kann man definitiv. Logical Nutrition nochmal mit den 10 Euro reingedonnert. Vielen, vielen Dank, Logical Nutrition. Du hast ja heute schon mal mich supportet. Vielen lieben Dank für deinen Support. Und ich würde dich gerne mehr in den Kommentaren sehen, in meinen Videos. Das wäre super nice. Du scheinst ein echt guter Mensch zu sein. Mega Support von dir. Ja, ich würde dich gerne mehr in den Kommentaren sehen. So. Wenn ich dein Anti-Öl-Video verschicke, dann werde ich sehr, sehr gehasst. Yep, das passiert jedem und immer. Eugen, der russische Kanal für Gesundheit, sagt Kartoffeln für Gesundheit schädlich. Sagt Kartoffeln für Gesundheit schädlich sind wegen der Stärke. Sag bitte kurz was dazu. Ja, der russische Kanal für Gesundheit, wie heißt denn der? Kartoffeln sind, ja. Mega ultra gesund und man sollte unlimitiert Kartoffeln essen, so viel du willst. Die sind extrem low fat. Deswegen immer unlimitiert Kartoffeln essen.
Stärke ist der wichtigste Nährstoff für den Menschen, den es überhaupt gibt. Durch Stärke ist der Mensch zum Mensch geworden, der hat angefangen zu kochen. Es war nicht das Fleisch, es war das Feuer. Und durch das Feuer konnte er zum Beispiel Kartoffeln kochen und Wurzeln. Und dann haben sich Amylase-Gene bei ihm gebildet, um das besser zu verdauen. Und deswegen ist Stärke das wichtigste Nahrungsmittel, Nährstoff, was es überhaupt gibt. Und guck das Video, ist der Mensch und da hat sich das Gehirn des Menschen entwickelt durch Fleisch. Also da habe ich die Wissenschaft dazu gezeigt. Hat mit Fleisch natürlich nichts zu tun. Da kommt die nächste Donation reingeflogen von Beate. Vielen, vielen Dank. Nochmal 10 Euro. Vielen Dank. Kein Kommentar geschrieben. Vielen Dank für deinen Support. Danke, danke. Einmal den Jesus in den Chat für deinen Support und Logical Nutrition. Danke auch nochmal von dir. 100 müssen voll werden. 100, ja, ne? Wenn noch einer Mitglied werden würde, aber anscheinend funktioniert das nicht. Aber auch, guck mal, wie grün der Chat ist. Oh, wie viele Mitglieder. Das ist so sick. Das ist so wunderschön, wie der Chat aussieht. Dieser ganze Support, so gut. Hab schon 6 Leute vegan gemacht, ja, ein Abzeichen für dich, ne, absolut. Ich sag ja, ein Lebensziel für jeden Menschen, mach einen Menschen vegan. Das heißt, der Mensch muss sagen, wenn du ihn fragst, wer hat dich vegan gemacht, er muss sagen, du hast mich vegan gemacht, dann hast du sehr, sehr viel erreicht in deinem Leben. Ich freue mich schon auf neues Wissen, Elke. Ich habe eine vegetarisch gemacht, okay. Okay. Eine Liegestütz-Challenge könnte man doch machen. Challenge? Gegen mich? Ja, ich habe ein Video mit meinen maximal möglichen Liegestützen gemacht. Wir sind deine Jünger. Jünger? Sind wir bei den Jedis? Ich sollte meinen veganen Jedi-Pulli anziehen. Ja, der kommt noch. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Akku auf meinem Handy ist voll. Ich warte auf die 100, glaube ich. 3 Leute zu 95% vegan. Okay, fair enough. Sascha Huber 2034 in einer Stunde. What? Vegetarisch habe ich 3, die jetzt langsam umstellen. Die Milchindustrie beginnt mit der. Ja. Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Okay. Wie viele Zuschauer haben wir? Wir halten es immer noch bei derselben Aufrufszahl. Persiax befolgt sogar die Tipps. Wait, aus meinen Videos oder was? Really? Ja, dann kann er ja Videos dazu machen. Ich bin nicht mehr ganz in der Cam. Läuft besser. Akku auf meinem Handy ist voll, kann nicht aufnehmen. Nein, Meinungsblogger. Ach, das sind Blogger, okay. Der Film von Breaking Bad. Ja, es gibt einen Film jetzt dazu, ne, zu der Serie. So, wo waren wir? Was ist 95% vegan? Ja, sehr, sehr schwierig, solche Ausdrücke. Mag ich auch überhaupt nicht, dieses Prozent vegan. Das ist 95% vegan heißt nicht vegan. 99% vegan heißt nicht vegan. Jeder Mensch ist zu einem Prozentteil vegan, ist außer Leute, die Carnivore Diet machen. Aber ansonsten ist ja jeder Mensch 50% vegan oder so. Das ist natürlich völliger Nonsens. Es hat mit vegan nichts zu tun. 2034 Liegestütze in einer Stunde. Euer. Euer. Da mache ich nicht mit. Essen noch Butter am Wochenende. Habt ihr die Zusammenfassung? Aber auch links. Was? Kennst du die Mentos Fruit? Ist voll lecker. Mentos Fruit? Nee, noch nie gehört. Meinst du, Persiax ist fast noch kontroverser als der Germane? Really? Kenne ich nicht, noch nie gehört. Muss ich mal gleich nachgucken. Yes, das meinte ich damit. Worum geht's? Ach so, bei denen. Naja, dazu will ich lieber nichts sagen.
So, Leute, haut mir eure Fragen raus. Ich glaube, ich scroll nicht mehr nach oben. Komme ich durcheinander. Und ansonsten, bleiben wir leider bei 90 stehen. Sehr, sehr schade, aber. Okay. Hat noch jemand irgendwelche Fragen? Ansonsten klinke ich mich aus. 122 Leute im Chat. Schreibt jemand irgendetwas? Mentos Fruit. Das sind so kleine Kaudragés, Zuckerzeug. Oh. Ja, sowas. Also du meinst die Mentos, die Mentos, diese Teile? Ja, die kann ich. Und ich dachte, du redest von einer Frucht. Von einer Mentos-Frucht. Einer Frucht, die Mentos heißt. Genießt das schöne Wetter. Ja, heute echt gutes Wetter. Sollte man Brot essen, weil es vollgestopft ist mit Salz. Das ist das Problem mit Brot. Das ist vollgestopft mit Salz. Deswegen immer Vorsicht. Was sagst du zur isolierten Stärke? Kein Problem. Danke für den Stream, Eugen. Du wolltest eigentlich 2 Stunden, aber hast jetzt 4. Ja, ja, Mentos, die Geschmacksrichtung Fruit. Ach so. Ja, nee. Da sind bestimmt irgendwelche Chemikalien drin. Was isst du zum Abendessen? Habe ich schon gesagt. Vollkornnudeln in dieser Form hier. Fliege, glaube ich, heißt diese Form. Ja? Eine Fliege. Und dazu Süß-Sauersoße. Vielleicht ein bisschen Ketchup, schwarze Bohnen. Und das wird wohl mein Abendessen sein, denke ich. Ecke, ich bin noch ein bisschen müde von den Infos. Ich verspreche dich zu besuchen. Okay, ja, besucht euch. Wird bestimmt ein super Treffen, weil Veganer, sowas gibt es nur sehr, sehr selten. Schön mal einen schönen Abend noch alle an alle. War doch angenehm. Ja, super angenehmer Stream. Ich habe 90 Liegestütze gemacht. Also ich habe richtig Arbeit geleistet. 90 Liegestütze ist auch nicht ohne. Vor allem schwere Liegestütze mit 100% Bewegungsamplitude. Deswegen, ich denke, das war ganz gut. Ein ganz gutes Workout heute auf jeden Fall gemacht. Hoffentlich morgen kein Muskelkater. So, Chemikalien, ja, deswegen esse ich die nicht, genau. Verfalle, genau. Verfalle heißen die. Verfalle. Was auch immer das bedeuten mag. Wahrscheinlich irgendwie ein italienisches Wort oder so. Bin raus, war wieder ein super Stream, ja. Ich glaube, ich verabschiede mich auch noch, auch schon. Gleich mit dem, mal kurz, naja, okay. Mit dem Outro, also bleibt noch dran. Ich habe ein sehr angenehmes Outro zum Ausleiten des Streams. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Und ansonsten, Leute, super Stream, dass der Stream so lang war. Ja, war super nice. Sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Sehr, sehr vielen Menschen geholfen, hoffentlich. Und ich freue mich mega auf den nächsten Stream. Hat mega Spaß gemacht. Ist Haferflocken mit gebratenen Tomaten, Zwiebeln? Oh, ich weiß nicht. Hört sich sehr seltsam an. Haferflocken sind für mich irgendwie so ein süßes Ding. Aber keine 190 schaffe ich auch, würde keiner glauben, du schaffst 90 Liegestütze als Frau. Really? What? Ich kenne keine Frau, die auch nur ein Liegestütz mit halt vollständig, ne, ein vollständiger Bewegungsverlauf. Sie kommen alle runter, aber sie kommen nicht hoch. Ne, da fehlt dann der Trizeps. Also eine Frau, die einen Liegestütz kann, puh. Und du schaffst 90? Das ist hart. Schönen Nachmittag euch auch. Die 100 wegen der Zahl voll machen und für den Stream als Abschluss. Das wäre auch eine Idee, ja. Nein, nicht gehen. Ich schaffe 3 Liegestütze. Okay. Danke, mehr Streams bitte. Doch, schaffe ich. Ich schaffe vollständig 27. What? Ist das, weil ihr vegan seid oder wie? Noch nie eine Frau einen richtigen Liegestütz machen sehen, den die dann geschafft hat. Es ist immer zu schwer hochzukommen. Also Leute, ich mache dann noch die 100 voll, auch wenn kein Mitglied dazugekommen ist, nicht schlimm. Ich mache die 100 noch voll und dann machen wir das Outro. Da habe ich 100 Liegestütze geschafft, ist auch schon mal was. Deswegen 90 gemacht, 100 werden es noch. Let's go. 10 müsste ich schon noch schaffen. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bohre mich immer mit der Nase in den Teppich rein.
Von daher, also Leute, vielen Dank fürs Zugucken. War ein mega geiler Stream, hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank für den megamäßigen Support. So viele Mitglieder, so viele Donations. Einfach nur unfassbar. Ich hoffe, ich konnte euch allen helfen. Ich hoffe, ich konnte Unge und Oliver Janich auch helfen, die hier im Chat sitzen. Und von daher, vielen Dank, Leute. Morgen kommt dieser Stream als Aufzeichnung und wir sehen uns dann mit dem neuesten Video am Dienstag, glaube ich. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich. Seid stramm, ja, kämpft für den Veganismus, tut etwas Gutes, seid gute Menschen. Ja, immer zwei Entscheidungen, entscheide ich immer für das Gute, ne, dann bist du ein guter Mensch. Und wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Stream, wie auch immer, im nächsten Video höchstwahrscheinlich. Am Dienstag dann, okay? Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und adieu. Peace.